Verschärfungen? Die Regierung berät heute über einen neuerlichen harten Lockdown. Corona-Impfung, Barbara Tuczek von der Medizinmarktaufsicht zum bevorstehenden Impfstart. Wirtschaft, WIFO und IHS präsentieren ihre Konjunkturprognose für die nächsten beiden Jahre. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu ORF 3 aktuell am Freitag. Nicht schon wieder, oder doch? Gerade erst hat die Regierung den zweiten Lockdown ein wenig entschärft. Da stehen uns offenbar schon wieder strengere Maßnahmen bevor. Nach den Weihnachtsfeiertagen könnte Österreich erneut in einen Lockdown versetzt werden. Ob es dazu kommt, das soll heute bei einem Treffen zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten entschieden werden. Philipp Maywald berichtet. Bis zu den Weihnachtsfeiertagen wird wohl alles bleiben, wie es ist. Danach, ab dem 26. Dezember, könnte es aber zu weiteren Verschärfungen bis hin zu einem dritten Lockdown kommen. Darüber soll heute Nachmittag bei einem Treffen zwischen den Landeshauptleuten und der Bundesregierung entschieden werden. Zu heftigen Meinungsverschiedenheiten dürften die Ideen der Bundesregierung führen, die Skigebiete auch nach dem 24. noch geschlossen zu halten. Das Problem? Die Zahl der Neuinfektionen wie auch die Zahl der Toten, beide sind nach wie vor zu hoch. Dementsprechend deutlich sind auch die Warnungen aus den Spitälern. Tatsächlich wäre es mein Appell, dass man jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage speziell diese Weihnachten als eine Ausnahme ansieht und akzeptiert und tatsächlich sich so gut es wie nur irgendwie möglich ist zurückhält mit den sozialen Kontakten. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach sich zuletzt für eine Weihnachtsruhe für den Handel aus. In dem Fall, es sollte zwischen dem 24. und dem 6. Jänner der Handel aus meiner Sicht für wenige Tage zwischen den Feiertagen, Neujahr und dem 6. Jänner geschlossen bleiben. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil forderte gleich einen harten Lockdown. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober war gestern jedenfalls eines klar. Das ist nach wie vor eine dramatische Überbelastung der intensivmedizinischen Kapazitäten. Von einer Entspannung im eigentlichen Sinn können wir nicht reden. Heute Nachmittag um 15 Uhr soll das Treffen stattfinden. Eine Entscheidung wird wohl bei dem anschließenden Pressetermin bekannt gegeben werden. Was steht uns da wohl wieder ins Haus? Vielleicht kann es uns ORF3-Chefredakteurin Ingrid Thurnherr sagen. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Ingrid. Hallo, guten Morgen. Du hast gestern ein ausführliches Interview mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober geführt. Wir haben das hier in ORF3 gezeigt. Hat er denn da schon etwas durchblicken lassen, ob es wieder zu einem härteren Lockdown kommen wird? Er hat es zumindest nicht ausgeschlossen, wollte natürlich nichts bestätigen, auch nicht dementieren, weil eben dieser Abstimmungstermin mit den Landeshauptleuten, mit dem Gemeindebundpräsidenten und mit den anderen Ministerinnen und Ministern heute erst stattfindet. Aber ich habe schon sehr das Gefühl, dass es zu einem neuen Lockdown kommen wird. Wie der genau ausgestaltet wird, da gibt es allerdings noch bis jetzt Interpretations- und wohl auch Verhandlungsspielraum. Heute Nachmittag werden wir es genauer wissen, aber Vermutungen gibt es schon ziemlich viele. Und wie lauten die? Weil die Medien schreiben ja schon alle, es wird einen weiteren Lockdown geben. Ja. Was genau wird dann heute noch beschlossen? Also ich glaube, ziemlich sicher ist, dass der Handel wieder geschlossen wird. Da ist jetzt vielleicht noch Verhandlungsmasse, wie lange? Wir haben gerade Pamela Rendi-Wagner gesehen. Sie hat gesagt, sperren wir doch zu bis 6. Jänner. Ich habe ganz schnell durchgerechnet, das wären 6 Tage für den Handel. Würde man es bis 10. Jänner ausdehnen, dann würden wir von 9 Tagen sprechen. Also das ist jetzt innerhalb dieser sehr langen Zeit mit vielen Feiertagen nicht so viel, wie es halt zu einer normalen Zeit wäre. Das Zweite ist bei den Schulen, da wissen wir ja schon relativ genau, dass diese paar zersplitterten Tage in der ersten, zweiten Jännerwoche rund um den Feiertag 6. Jänner nicht aufgesperrt wird. Das heißt, diese Tage 7., 8. Jänner, wo eigentlich Schule wäre, die soll genützt werden für Massentests bei Lehrerinnen und Lehrern und bei Schülerinnen und Schülern. Also das könnte man jetzt annehmen, dass da auch der Handel dann in dieser Zeit möglicherweise noch gesperrt bleibt. Und die, glaube ich, sehr, sehr schwierige Frage, über die heute noch zu verhandeln ist, ist die Frage, wie tun wir mit den Skiliften? Da ist ja angekündigt worden, die sollten aufsperren dürfen am 24. Dezember. Und das ist jetzt offenbar nicht mehr so ganz gesichert. Also da, glaube ich, wird noch einiges Hirnschmalz in die Verhandlungen hineinfließen müssen, wie man da dann tut, ob man dann nur bei den Feiertagen offen hält, wo man sich auch fragt, zahlt sich das überhaupt aus? Also es ist sicher noch einiges an Aussprache nötig heute.
Man tut sich ja fast schon ein bisschen schwer damit, einen Namen dafür zu finden. Teile des zweiten Lockdowns sind noch in Kraft, da kommt möglicherweise schon ein dritter. Mhm. Man nennt diese Strategie zwischen Lockerung und Verschärfung Hammer and Dance. Und die Abstände werden immer geringer. Wäre es denn nicht sinnvoll, einmal den Hammer ganz durchzuziehen, die Verschärfungen, bis die Zahlen gedrückt sind? Ja. Die einen sagen so, die anderen so. Ja, die Regierung wird das offenbar verkaufen, hört man schon so zwischen den Zeilen, als Strategie gegen dauerhaftes Zusperren. Und das war ja auch klar, dass nach diesem, also wir hatten den Lockdown Light von Anfang November bis ungefähr Mitte November, dann kam der zweite harte Lockdown und dass man dann sozusagen die Weihnachtseinkäufe möglich macht, da war offenbar auch der Druck des Handels riesig. Heute muss man sich schon fragen, hat man zu früh aufgesperrt, die Zahlen gehen nicht so richtig hinunter, sie stagnieren auf hohem Niveau. Im Börsenlatein nennt man sowas eine Seitwärtsbewegung. Und das war genau die Bewegung, aufgrund derer, die Deutschland jetzt sich zu einem harten Lockdown entschlossen hat. Also ich glaube, den Stein der Weisen hat da noch niemand gefunden, wie man da am besten tut. Man muss ja immer auch abwägen zwischen Infektionszahlenentwicklung und auch aber Wirtschaftsentwicklung. Man kann ja sozusagen nicht die Wirtschaft auf Dauer abwürgen und den Menschen auch irgendwie die Möglichkeit nehmen, irgendwie ein halbwegs normales Leben zu führen. Also das ist schon ein schwieriges Abwägen jedes Mal, ganz sicher. Aber eins steht fest, Österreich wäre das erste Land, das tatsächlich in einen dritten, das erste Land in Europa, muss man sagen, das tatsächlich in einen dritten Lockdown gehen würde. Zur Entwicklung der Wirtschaft werden Wirtschaftsforscher von WIFO und IHS heute auch noch ihre Wirtschaftsprognosen, ihre Konjunkturprognosen präsentieren. Wir zeigen das dann natürlich hier in OF3 Live. Für alle, die sich nicht mehr auskennen, Ingrid, was gilt für die Weihnachtsfeiertage? Wer darf mit wem feiern und wenn ja, wie viele? Das ist wirklich eine Frage. Da braucht man wirklich eine Handlungsanleitung dafür, am besten schriftlich, sonst weiß man nicht mehr, wen man einladen darf und wen nicht. Also es gelten während der Weihnachtsfeiertage gewisse Lockerungen. Es dürfen sozusagen ich muss es jetzt selber zusammenkratzen, weil es ist gar nicht mehr so einfach, sich das zu behalten. Es dürfen aus zwei Haushalten, sechs Erwachsene und sechs Kinder zusammenkommen. Ich habe auch mit dem Gesundheitsminister gestern versucht zu fragen, wie man sich sozusagen Familienmodelle vorstellt, aufgrund derer man zu solchen Zahlen kommt. Also das ist ja wirklich ganz interessant. Ja. Und dann gibt es eigene Regelungen, dass dann zum Beispiel, so ist es jedenfalls einmal für Silvester vorgesehen, 10 Personen aus mehreren Haushalten zusammenkommen dürfen. Im allergrößten Fall sozusagen aus 10 Haushalten, wenn man so möchte, also 10 verschiedene Leute einfach. Aber ob es dabei bleibt, das ist auch noch nicht ganz so sicher. Also ich würde jetzt einmal schauen, was heute da am Nachmittag bekannt gegeben wird. Möglicherweise wird das alles noch neu definiert und präzisiert. Und wer sich ganz sicher sein möchte, der schaut am besten nach. Und ich habe auch jetzt in der Früh eine Umfrage gelesen, die ein bisschen stutzig macht. Die ist vom Marketinginstitut und da sieht man ziemlich genau, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung das gut findet, dass das alles so streng geregelt wird und sich auch sehr streng daran halten möchte. Und die andere Hälfte sagt, es ist mir alles wurscht, ich tue, was ich will. Und wenn man so ein bisschen in die Chats hineinschaut, in die Chats der Zeitungen zum Beispiel, dann sieht man schon ganz, ganz viele Meldungen von Leuten, die sagen, das ist mir wurscht, ich lasse mir Weihnachten nicht vermiesen, ich feiere mit meiner Familie, wurscht wie viele Haushalte und ich werde zu Silvester ganz sicher ein paar Raketen zünden und solche Sachen. Also man spürt eine, wenn wir so wollen, Spaltung der Gesellschaft, eine ziemliche 50-50-Teilung von Leuten, die das sehr ernst nehmen werden und anderen, denen das mittlerweile auf den Keks geht, wenn man so möchte. Und wer sich ganz sicher sein will, kann auch einfach mit seinen Katzen und seinen Hunden feiern, so wie der Gesundheitsminister genau. Hat er ja gestern gesagt. Genau. Vielen Dank, Ingrid. Die alle aus dem gleichen Haushalt, praktischerweise. Genau. Dankeschön, Ingrid. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das uns Hoffnung gibt, dass diese Pandemie hoffentlich bald zu Ende geht. Das ständige Hin und Her zwischen Lockdown und Lockerungen kann durch eine Corona-Impfung durchbrochen werden. Da sind sich ExpertInnen sicher. Und der Weg zurück in die Normalität könnte bereits in einer Woche eingeschlagen werden. Quer durch Europa wird dann mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Martin Wendel mit den Details. Die langersehnte Corona-Impfung unter dem Christbaum. Ganz so wird es zwar nicht sein, aber das vermittelte Bild ist nahezu perfekt. EU-weit sollen am 27. Dezember die Covid-19-Impfungen starten können, in Österreich freiwillig und kostenlos. Wien und Niederösterreich kündigen an, am 28. Dezember zu starten. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober stellt die Impfung eine große Chance dar. Es gibt manchmal in seltenen Phasen aber doch
den möglichen Game Changer. Also das Projekt, das alles verändern kann, das eine Wende zusammenbringen kann. Und die Impfung hat das Potenzial, genau das zu sein. Vorausgesetzt, der Impfstoff von BioNTech und Pfizer wird kommende Woche in der EU zugelassen. Zweifel daran gibt es aber kaum. Ein Gutachten der Europäischen Arzneimittelagentur EMA wird für Montag erwartet, die Zulassung durch die EU-Kommission dann für Mittwoch. Im Anschluss beginnt die Auslieferung des Impfstoffs quer durch Europa. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht angesichts des baldigen Impfstarts von einem Moment Europas. Bis Jahresende soll Österreich knapp 10.000 Impfdosen bekommen. In einer ersten Phase wird in ausgewählten Alten- und Pflegeheimen geimpft. Für das erste Quartal 2020 sollen in mehreren Tranchen dann insgesamt 900.000 Impfdosen des Vakzins von BioNTech und Pfizer in Österreich verfügbar sein. Außerdem steht zu Jahresbeginn am 6. Jänner auch die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Moderna auf dem europäischen Markt an. Ja, ich denke, die Impfung ist unser einziger Weg zurück in ein normales Leben. Das wird aber nicht sofort sein, sondern wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte von 2021. Denn erst mit der Verfügbarkeit weiterer Impfdosen wird das Impfangebot auch auf weitere Gruppen ausgeweitet. Zuerst auf Gesundheitspersonal und Hochrisikopersonen, anschließend auch auf über 65-Jährige sowie Beschäftigte der kritischen Infrastruktur. Die breite Bevölkerung kann ab dem zweiten Quartal zur Corona-Impfung. Die Betonung liegt allerdings auf kann, denn die Impfbereitschaft in Österreich ist nicht allzu hoch. Laut einer aktuellen Umfrage des Gallup-Instituts will sich momentan nur jeder Fünfte mit Sicherheit impfen lassen. Tendenz sinkend, wie die Umfrageergebnisse im Zeitverlauf zeigen. Allerdings könnte es durchaus weitere Anreize für eine Impfung geben, wie die New York Times berichtet. So planen etwa größere Airlines wie Lufthansa oder United, nur geimpfte Passagiere auf gewissen Flügen zuzulassen. Abgewickelt werden soll das über eine App, die neben Corona-Testergebnissen bald auch den Impfstatus verifizieren kann. Auch angesichts dessen warnt FPÖ-Chef Norbert Hofer am Donnerstag vor einer indirekten Impfpflicht. Seit Wochen würde auch in Österreich an einer schrittweisen Einschränkung der Entscheidungsfreiheit gearbeitet werden, so Hofer. Es geht nicht darum, die Menschen aufzufordern, sich nicht impfen zu lassen oder sich impfen zu lassen. Ich sage noch einmal, das ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Es geht darum, einen Zwang zu verhindern. Auf der Webseite impfzwang.at ruft die FPÖ jetzt zur Teilnahme an einer Online-Petition gegen eine Impfpflicht auf. Die Bundesregierung selbst erteilt einer solchen Maßnahme allerdings ohnehin wiederholt eine Absage. Und wir beschäftigen uns. Wie lange es noch dauern wird, bis der Impfstoff zugelassen wird, darüber spreche ich mit Barbara Tutschek von der AGES Medizinmarktaufsicht. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Frau Tutschek, unterschiedliche Pharmafirmen haben einen Impfstoff entwickelt. Jetzt sind die Behörden am Zug. Wie läuft denn die Zulassung genau ab? Es ist so, dass ein Dossier eingereicht wird und eine bestimmte Form des Antrags gestellt wird. Im Fall der pandemischen Impfstoffe ist es eine bedingte Zulassung. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil eine bedingte Zulassung bedeutet auch, dass bestimmte Voraussetzungen getroffen werden müssen. Es muss die Behandlung oder Prophylaxe bei Impfstoffen für eine schwere Erkrankung oder lebensbedrohliche Erkrankung sein. Es dürfen auch für diese Antragstellung keine Alternativen am Markt sein. Also es muss ein wirklich hoher Bedarf da sein seitens der öffentlichen Gesundheit. Und man nimmt hier bewusst in Kauf, dass nicht das ganze Datenset da ist, wie wir sonst bei Standardimpfungen haben. Es müssen Daten nach dieser Zulassung nachgebracht werden. Und was ganz wichtig ist, auch dieses beschränkte Datenset muss eindeutig zeigen, dass das Produkt wirksam und sicher ist. Der Bedarf ist ohne Zweifel hoch. Viele Menschen warten auch schon sehr ungeduldig. Warum dauert es denn jetzt trotzdem noch so lange? Weil die Gutachter, und das muss man wirklich sagen, es sind die Gutachterteams der Mitgliedstaaten, die mit beispiellosem Einsatz und Hochdruck arbeiten seit Wochen, mit Wochenendarbeit, extrem langen Tagschichten. Man nimmt sich die Zeit, denn bei den Impfstoffen ist eines ganz wichtig, Sicherheit hat oberste Priorität und die muss ordentlich geprüft werden. Der letzte Stand ist, dass die Europäische Arzneimittelagentur am 21. Dezember darüber entscheiden will, ob diese Impfstoffe zugelassen werden. Gibt es irgendwelche Zweifel, dass der Termin hält? Der 21. ist vorgesehen. Die EMA hat sich in Reserve noch den ursprünglichen Termin, den 29.12. behalten. Sollten doch noch Diskussionen vonnöten sein.
Das heißt, denken Sie, dass der Impfstoff dann zugelassen wird und wann wäre er dann verfügbar in Österreich? Also der Zulassung kann ich natürlich nicht vorgreifen, denn am 21.12. findet in dem Fachausschuss der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur, die wissenschaftliche Diskussion statt. Und erst dann wird man entscheiden, gibt es eine Empfehlung zur Zulassung oder nicht. So es eine Empfehlung gibt, wird die dann an die Europäische Kommission weitergeleitet und binnen 2 Tagen kann dann die Zulassung ausgesprochen werden. Davon ist auszugehen. Wenn dem so ist, könnte sofort danach geimpft werden, aber Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja kürzlich verkündet, es ist der Wunsch, dass die gesamte EU gemeinsam beginnt zum Impfen. Das wäre am 27., 28. Dezember. Aber wie gesagt, das ist Entscheidung der Gesundheitspolitik und auch der Beschaffung und die Begutachtung und Arzneimittelbehörde, in der ich arbeite, agiert streng getrennt von Beschaffung. Wir hoffen natürlich, dass es möglichst schnell geht. Und nachdem ich Sie vorhin schon gefragt habe, warum es so lange dauert, möchte ich Sie jetzt fragen, wenn es auch so schnell gehen kann, warum dauern diese Zulassungen im Normalfall viel, viel länger? Mhm. Weil wir es im Normalfall eben mit keinem Arzneimittel zu tun haben, das einen pandemischen Impfstoff oder ein Arzneimittel hat, das man dringlich im Rahmen einer Pandemie benötigt. Es gibt aber schon auch, das muss man sagen, beschleunigte Verfahren und auch bedingte Zulassungen für andere Arzneimittel. Das hat es schon immer gegeben. Zum Beispiel für Therapeutika in der Krebstherapie zur Behandlung seltener Krankheiten, wo auch ein wirklicher Bedarf für die öffentliche Gesundheit ist, wo man sagt, okay, gut, jetzt muss es wirklich sehr, sehr schnell gehen. Und beim beschleunigten Verfahren, da muss das ganze Datenset da sein und statt den vorgesehenen 210 Tagen erfolgt dann die behördliche Begutachtung in weniger als 150 Tagen. Bei der bedingten Zulassung muss nicht das ganze Datenset da sein, aber hier hat man sich auch beholfen bei den pandemischen Impfstoffen, indem man den Rolling Review eingeführt haben. Das ist eine rollierende Begutachtung, die schon noch stattfindet vor der Zulassung, während das Produkt noch in Entwicklung ist. Da bekommen die Behörden paketweise Daten, die schon abgeschlossen sind, die werden schon vor der Zulassung begutachtet, sodass, wenn dann der Zulassungsantrag kommt, es sehr schnell gehen kann, wenn man wesentliche Teile des Dossiers schon begutachtet hat. Jetzt wünschen wir uns natürlich, dass ein wirksamer Impfstoff schnell auf den Markt kommt, aber auch, dass die Sicherheitskriterien eingehalten werden. Wie sieht es denn nach der Zulassung aus? Wird der Impfstoff weiterhin evaluiert und getestet? Selbstverständlich. Also das ist auch eine der auflagenbedingte Zulassung. Heißt, es ist an Bedingungen geknüpft, die auch klar formuliert werden. Die Bedingungen, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es liegt auf der Hand, werden sicher sein, die Studien weiter zu verfolgen. Es ist geplant, die noch auf jeden Fall 2 Jahre durchzuführen. Hier Sicherheitsdaten zu erheben, natürlich auch Wirksamkeitsdaten. Wir wollen ja auch sehen, wie lang dauert der Schutz. Und eines muss man auch sagen, bei jedem Medikament greift ab Zulassung sofort die Pharmakovigilanz. Das ist die Arzneimittelüberwachung. Und jedes Produkt muss einen Risikomanagementplan haben. Das muss man sich vorstellen wie einen Sicherheitspass, der dynamisch ist und alle neuen Erkenntnisse, alle bekannten Risiken aus der Zulassung und neu auftauchende werden hier erfasst und auch entsprechend bewertet, begutachtet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Also eine könnte zum Beispiel sein, verkürzte Berichtspflichten seitens der Firmen, wo wir uns eben Berichte über Nebenwirkungen, die eingemeldet wurden, vorlegen lassen und auch Publikationen. Es wird jetzt sehr viel publiziert. Was sind die Erfahrungen auch der Wissenschaft, die das einsetzt im akademischen Bereich? Also da gibt es eine engmaschige Überwachung und ein ganz klares Draufschauen, was passiert am Markt. Wie viel Hoffnung können Sie uns denn machen? Wird ein wirksamer Impfstoff das Coronavirus vollends ausrotten? Ich glaube, da müssen wir noch warten, bis mehrere kommen, vor allem bis auch Impfstoffe kommen, die vor Weitergabe des Virus schützen. Bei den jetzigen, die schützen vor Erkrankung, das heißt den Individualschutz. Wir wissen noch nicht, ob sie auch vor Ansteckung schützen. Das braucht noch Zeit und das wird noch einige Monate dauern. Aber es sind unzählige Impfstoffe in der Pipeline. Also in der Tierversuchsphase sind über 160 beispielsweise und in der Prüfung am Menschen derzeit über 50. Manche sind schon sehr weit fortgeschritten, manche noch in den Anfangsstadien. Aber da sind vielversprechende Kandidaten dabei, die auch gut vor einer Transmission, nennen es wir, also vor einer Übertragung von einem zum anderen schützen könnten.
Und dann natürlich brauchen wir viele Impfstoffe und dann brauchen wir eine sehr große Impfbereitschaft. Also wenn die nicht gegeben ist, wird man es nicht schaffen. Und so wie bei den Pocken, so eine Volksgeschichte, haben wir leider bei der Polio bis jetzt noch nicht geschafft. Hätte ja auch schon ausgerottet sein sollen. Und auch eine Reduktion der Masernfälle wäre möglich. Gab es auch noch nicht. Also grundsätzlich wäre es möglich, wenn alle mitmachen. Wie sieht es bei Ihnen persönlich mit der Impfbereitschaft aus? Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen, sobald das möglich ist? Selbstverständlich. Und auch meine Familie. Also ich empfehle es allen, die sich schützen wollen, die vielleicht auch schon ein bisschen die Nase voll haben von dem Leben, das wir jetzt haben. Ich möchte wieder Freunde einladen. Ich möchte mir keine Sorgen machen, wenn ich mit meiner Familie, die dann hoffentlich auch geimpft ist, ein Treffen habe. Ich möchte wieder auf Reisen gehen, auf Konzerte gehen. Es fehlt mir alles. Sozialleben ist von uns allen massiv beeinträchtigt, aber auch das Wirtschaftsleben. Und ich denke, wir brauchen den Impfstoff sehr, sehr dringend. Was wir wissen, ist, dass es sich um einen hochwirksamen Impfstoff handelt mit einem durchwegs akzeptablen Nebenwirkungsprofil. Die Nase voll von Corona haben wir alle. Schauen wir mal, wie viele sich impfen lassen. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Frau Tutschek. Danke für die Einladung. Einen Rückblick auf ein Jahr grüne Justizpolitik und einen Ausblick auf die kommenden Wochen geben in diesen Momenten Justizministerin Alma Sadic und Vizekanzler Werner Kogler. Sadic ist hochschwanger. Wer sie in den kommenden Wochen vertreten soll, das hören wir uns jetzt an. Vielen herzlichen Dank, schönen guten Morgen und danke auch für das zahlreiche Erscheinen. Wie Sie wissen, sind wir vor knapp einem Jahr angelobt worden und ich bin vor knapp einem Jahr als erste grüne Justizministerin angelobt worden. Und es ist jetzt auch an der Zeit, auch politische Bilanz zu ziehen über das letzte Jahr, aber auch einen kleinen Ausblick zu geben, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, weil ich glaube, das ist auch etwas, worauf Sie auch gespannt warten. 2020 war in jeder Hinsicht ein sehr außergewöhnliches Jahr. Kaum waren wir angelobt, zwei Monate später kam die Corona-Krise, wo wir auch als Bundesregierung auch Maßnahmen setzen mussten, die auch tief in unsere Freiheitsrechte eingreifen. Wie Sie wissen, ist es mir auch besonders wichtig, gerade unsere Grundrechte und unsere Verfassungsrechte auch im Amt der Justizministerin zu wahren und zu stärken. Und die Corona-Krise hat aber dazu geführt, dass wir natürlich Maßnahmen setzen mussten, um die Gesundheit und das Leben anderer Menschen zu schützen, aber deswegen auch in unsere Freiheitsrechte einzugreifen. Aber mit der Corona-Krise war es nicht vorbei. Es kam auch ein Terroranschlag im November. Und auch da mussten wir uns als Bundesregierung überlegen, welche Maßnahmen wir setzen können, um für die Zukunft noch besser gerüstet zu sein und für die Zukunft die Terrorgefahr noch besser abzuwehren. Aber trotz all dieser dramatischen Umstände, die uns das letzte Jahr begleitet haben, oder dieses Jahr begleitet haben, ist es uns auch in der Justiz gelungen, einige wichtige Projekte voranzutreiben. So möchte ich insbesondere das Gesetzespaket Hass im Netz erwähnen, das wir am Anfang des Jahres auch angekündigt haben und das wir jetzt im Dezember im Parlament verabschieden konnten. Ich freue mich sehr, dass wir vielen, vielen Menschen, vielen Frauen, jungen Mädchen, Menschen, die von Hass und Hetze betroffen sind, hier eine Unterstützung bieten können. Denn für mich als Politikerin ist es einfach, mich zu Wehr zu setzen. Aber für die vielen jungen Menschen, die sich im Netz bewegen, die sich im Netz äußern, für die ist es nicht so einfach, sich zu Wehr zu setzen. Und deswegen haben wir jetzt ein Gesetz verabschiedet, das den Menschen die Möglichkeit gibt, schnell zu ihrem Recht zu kommen, unbürokratisch zu ihrem Recht zu kommen und meines Erachtens auch das Wichtigste, möglichst kostengünstig zu ihrem Recht zu kommen. Denn das große Ziel, das ich mir bei Amtsantritt auch gesetzt habe, war, Recht für alle Menschen zugänglicher zu machen, die Justiz für alle Menschen zugänglicher zu machen. Und mit diesem Gesetzespaket ist uns das ein Schritt weit gelungen. Ein zweites wichtiges Thema, das bei meiner Amtszeit angestanden ist, war das ganz große Thema des stillen Todes der Justiz. Zu Recht sind Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte
alle in der Justiz Tätigen aufgestanden und haben laut nach dem stillen Tod der Justiz, haben laut gerufen, dass der stille Tod der Justiz auf uns hereinbrechen konnte. Daher war es mir ein wichtiges Ziel, und da bin ich auch dem Vizekanzler dankbar, dass er dieses wichtige Ziel unterstützt hat, in den Budgetverhandlungen für die Justiz eine Trendwende zu erzielen. Gemeinsam haben wir auch in den Budgetverhandlungen es geschafft, diese Trendwende für die Justiz zu erzielen, indem wir letztes Jahr endlich das notwendige Budget bekommen haben, um die aufrechten Geschäfte auch machen zu können. Und fürs nächste Jahr haben wir auch endlich die Möglichkeit bekommen, Projekte umzusetzen. Daher bin ich dankbar und froh, dass nach 10 Jahren Dürreperiode wir jetzt auch in der Justiz notwendige Reformen vorantreiben können. Ein drittes wichtiges Thema, das vielleicht so ein bisschen untergeht in der gesamten Zeit auch der Krise, aber trotzdem nicht zu unterschätzen ist. Weil ich habe gesagt, mir ist der Zugang zum Recht ein großes Anliegen. Mir ist es ein großes Anliegen, dass jeder Mensch Zugang, einen fairen und gerechten und möglichst kostengünstigen Zugang zum Recht hat. Und deswegen haben wir sehr stark in die Digitalisierung gesetzt. Wir haben mit dem Projekt Justiz Online, das auch angelehnt ist an Finanz Online, eine Plattform geschaffen, die den Menschen digital die Möglichkeit gibt, in Akten Einsicht zu nehmen, digital die Möglichkeit gibt, Grundbuchauszüge, Firmenbuchauszüge möglichst kostengünstig zu erhalten, möglichst schnell zu erhalten. Und das werden wir auch weiter ausbauen. Und ich habe auch schon länger angekündigt, mein großes Ziel auch für diese Amtsperiode ist die Digitalisierung des Aktes, das heißt sowohl bei der Zivilgerichtsbarkeit als auch bei der Strafgerichtsbarkeit soll der Akt endlich voll digitalisiert sein. Weil das gibt wiederum den Menschen die Möglichkeit, rasch, kostengünstig zu ihrem Recht zu kommen und per Mausklick Akteneinsicht zu bekommen. Und vor kurzem haben wir auch, angesichts des Terroranschlags, haben wir auch einen ersten Teil des Terrorpakets verabschiedet, weil wir natürlich auch in der Bundesregierung, aber auch ich in der Justiz, unabhängig vom Terroranschlag mir sehr wohl die Frage gestellt habe, was können wir machen, welche Maßnahmen können wir setzen, um in Zukunft besser auf solche Gefahren reagieren zu können. Und da war es mir als Justizministerin besonders wichtig, dass egal welche Maßnahmen wir setzen, dass sie wirksam den Terror bekämpfen, dass sie unsere Grundrechte wahren, dass unsere Verfassungsrechte wahren und dass liberale Freiheiten nicht eingeschränkt werden. Das kann man sagen, ist so ein bisschen die Zusammenfassung des Jahres 2020 und auch die Zusammenfassung der grünen Justizpolitik. Und wenn man es in 3 Worten zusammenpassen möchte oder in 3 Schlagworten, so ist mir die Stärkung der unabhängigen Rechtsprechung immer ein großes Anliegen gewesen. Und mit dem Budget und der großen Unterstützung auch des Vizekanzlers ist uns das gelungen, auch mit mehr Planstellen, mehr Budget und auch weiteren Projekten. Es geht mir zweitens um eine gute, sachgerechte und umsichtige Lösung für Menschen, die betroffen sind, von Menschen, die zu ihrem Recht kommen wollen und zu ihrem Recht kommen müssen. Und drittens, Justizpolitik ist für mich auch Gesellschaftspolitik und soll für alle Menschen auch da sein. Und daher auch der große Fokus auf den Zugang zu Recht, vereinfachten und unbürokratischen Zugang zu Recht. Wie geht es weiter 2021? Es liegen viele, viele Projekte am Tisch, sehr viele Projekte, die wir noch vorantreiben wollen. Ein paar möchte ich vielleicht schlagwortartig noch nennen, weil sie jetzt auch im Werden und im Entstehen sind. Und das ist zum einen die Reform des Insolvenzrechts und des Exekutionsrechts und der Exekutionsordnung, weil es hier auch, wie wir gesehen haben, in der Corona-Krise sind auch sehr, sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer in finanziellen Schwierigkeiten. Und daher wird es notwendig sein, mit der Reform des Insolvenzrechts die zweite Chance zu etablieren, nämlich dass Unternehmerinnen und Unternehmer, die in Krise sind,
auch tatsächlich mit Hilfe des Gerichts eine Restrukturierung durchführen können und somit eine zweite Chance bekommen. Und der zweite große Anker in dieser Insolvenzrechtsreform ist natürlich die vereinfachte Entschuldung. Die Frist soll von 5 auf 3 Jahre in diesem Zusammenhang gesetzt werden. Denn es geht letzten Endes darum, dass Unternehmerinnen und Unternehmer weiter wirtschaften können, dass Arbeitsplätze auch gesichert werden und belebt werden können. Und das zweite ganz große Thema, dem wir uns nächstes Jahr widmen werden, ist die Transparenz und ist das Korruptionsthema. Wir haben es schon angekündigt und werden das im nächsten Jahr intensiv verfolgen, nämlich die Reform des Korruptionsstrafrechts, sei es um den Mandatskauf oder um das Versprechen, dass man eine Leistung oder das Versprechen, dass man eine Leistung bekommt, wenn man dann später mal im Amt ist. Also wir haben uns das Korruptionsstrafrecht angeschaut und wollen hier auch Lücken schließen. Und das zweite große Thema, und deswegen stehen wir auch gemeinsam da, ist natürlich die Informationsfreiheit, die wir angefangen haben, auch, also die wir natürlich in Regierungsprogramm reingeschrieben haben, weil es uns ein ganz ein großes Anliegen ist, endlich die Amtsverschwiegenheit aus der Verfassung zu streichen und das Recht auf Information in der Verfassung zu verankern. Und das werden wir nächstes Jahr, zu Beginn des nächsten Jahres auch die Verhandlungen dazu aufnehmen. Und ich weiß, dass das der Verfassungsministerin Edtstadler auch ein großes Anliegen ist, dass wir möglichst rasch mit diesem Projekt vorankommen. Und ich freue mich auf die Umsetzung. Und es gibt noch einen weiteren Ausblick, den ich Ihnen geben möchte. Wie Sie wissen, war das Jahr 2020 voller verschiedener spannender Ereignisse, aber auch für mich persönlich ein sehr spannendes Jahr, denn ich werde zum ersten Mal Mutter, wie Sie wissen. Und Sie wissen wahrscheinlich auch aus der vorhergehenden Berichterstattung, dass der Geburtstermin sehr bald ansteht, also sozusagen Anfang Jänner, wenn man so sagen möchte, ist der errechnete Geburtstermin. Und das bedeutet, dass es eigentlich jederzeit losgehen kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, ist es wichtig, dass wir auch Sie darüber informieren, wie es denn dann in der nächsten Zeit weitergeht. Der Herr Vizekanzler, und da bin ich sehr, sehr dankbar, hat sich bereit erklärt, auch meine Vertretung zu übernehmen. Und ich freue mich sehr, danke Herr Vizekanzler, danke Werner, dass du die Vertretung, meine Vertretung in dieser Abwesenheit übernehmen wirst. Die Vertretung geht ab der Geburt quasi los und wird bis 6 bis 8 Wochen werde ich abwesend sein und mich voll und ganz und liebevoll um das kleine Baby zu kümmern. Also ich bin schon sehr aufgeregt, wie Sie auch mir entnehmen können, freue mich auch wahnsinnig auf dieses unglaubliche Geschenk, das uns gemacht wurde und bin schon auch sehr neugierig, wann das denn tatsächlich losgeht. Zu guter Letzt kann ich auch sagen, dass es war ein sehr, sehr aufregendes Jahr. Wir haben viele, viele spannende Projekte vorangetrieben und ich kann Ihnen nur sagen, das ist alles nur deswegen möglich gewesen, weil ich unglaublich wertvolle Unterstützung in diesem Haus bekommen und erfahren habe. Mit ausgezeichneten Expertinnen und Experten, wirklich großartigen und tollen Sektionschefs, einer großartigen Sektionschefin, Stabstellenleiter und Abteilungsleiterinnen. Aber auch insgesamt innerhalb der Justiz ganz viel Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Staatsanwältinnen, Richterinnen, aber nicht zuletzt auch meinem Team im Kabinett, das großartig aufgestellt ist und mich wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit großartig unterstützt hat. Und dieses großartige Team darf ich dir dann überreichen und ich bin davon überzeugt, dass dieses Team auch dich in den nächsten 6 bis 8 Wochen auch großartig unterstützen wird. In diesem Sinne vielen Dank nochmal und Dankeschön. Ich würde dann den Herrn Vizekanzler übergeben. Danke, Frau Justizministerin. Bitte, Herr Vizekanzler. Ja, danke auch. Danke für Ihr Interesse hier an einem für mich ungewöhnlichen Ort tatsächlich.
Ja, liebe geschätzte Alma, es ist eine Vertretungsregelung. Ich werde sozusagen vorübergehend die Staffel übernehmen. Es ist ein Akt zwischen der Frau Justizministerin und mir. Wir werden diese Vertretungsregelung genauso ausfüllen und unterzeichnen. Und davon haben wir in Kenntnis zu setzen, den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Bundespräsidenten. Und genauso wird es geschehen. Mir ist nur eine Ergänzung in ein paar Punkten wichtig, nämlich was jetzt alles in 11 Monaten gelungen ist, dir gelungen ist, und wo ich einfach darauf hinweisen möchte, was für einen Unterschied es macht, welche Person gerade ein Justizressort führt. Und möglicherweise ist es auch ein Unterschied, von welcher Fraktion diese Person kommt. Wenn wahr ist, das haben wir nicht wir erfunden, dass das dramatische Zitat, dass die Justiz sich anschickt, einen stillen Tod zu sterben, und nur ein Teil davon wahr ist, dann hast du hier eine Trendwende eingeleitet, die ihresgleichen sucht. Es ist ja nicht nur ein Budgetverhandlungserfolg gewesen. Es war ein, wenn man es jetzt in Zahlen ausdrücken will, aber das wird ja auch öfter so gemacht, wenn es um Budgetzahlen geht, der Ausdruck der Politik in Zahlen gegossen, dann ist das ein Mega-Erfolg. Es ist eine komplette Trendwende. Nicht nur insgesamt jetzt, sondern wir haben es etappenweise eingeleitet, das stimmt. Das stimmt, ich nehme auch gerne mal eine Spur eines Kompliments entgegen. Wir haben das Budget gemeinsam verhandelt, das war am Anfang gar nicht so leicht. Wir erinnern uns im Februar die große Debatte über das Funktionieren der Justiz, die Stellung der Staatsanwaltschaften, speziell der Korruptions- und Wirtschaftsstaatsanwaltschaft. Und ich denke, es ist gelungen, genau in dieser Zeit die Energie, die in dieses Thema investiert wurde, zunächst bekanntermaßen gar nicht einmal von uns, aufzugreifen, umzugleisen, nämlich dorthin, wo am Schluss ziemlich viel rauskommen ist. Und im Herbst, bei der nächsten Runde, ist wieder viel dazugekommen, sodass wir insgesamt feststellen dürfen, dass ich denke, weil wir gerade im Haus hier sind, auch anerkannt wurde und ausgesprochen wurde, das hat uns ja dann erreicht, dass eine derartige Steigerung schon sehr, sehr, der Budget ist nämlich, sehr, sehr lange zurückliegt. Und natürlich, da mische ich mich dann ja nicht großartig weiter ein, ist das dazu verwendet worden, um genau beginnend bei den identifizierten größeren Schwachstellen, die nun einmal da waren, logischerweise, dort mit diesen, wenn man so will, mit diesen Investitionen reinzugehen. Ist ein ökonomischer Begriff, ja, aber worin investieren wir da? In das Vertrauen in die Justiz, in die Rechtsstaatlichkeit und in das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unser gesamtes demokratisches System. Und das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Und dafür vielen Dank. Ja. Bei den Schwerpunkten, die bereits gesetzt wurden oder die vor allem weiter zu machen sind, du hast zwar eine große Liste schon aufgezählt, es ist aber der Bescheidenheit der Justizministerin, glaube ich, zuzuschreiben, dass sie die ganze Liste gar nicht in der Vertiefung erwähnt hat, weil wenn ich mir anschaue, wo da im Kleinen, unter Anführungszeichen im Kleinen, was aber sehr eine große Bedeutung für das Leben der Menschen hat, wo da überall was weitergeht, wenn ich an das Gewaltschutzpaket denke, was das bedeutet, dass wir hier mehr Möglichkeiten des Hinschauens machen und nicht des Wegschauens und dann mit Opferschutzbestimmungen wirklich, wirklich was erreichen. In der Regel, das ist halt die gesellschaftliche Schieflage an dieser Stelle, gerade bei Gewalt in der Familie oder sonst wo, in der Regel zum ganz, ganz großen Nutzen für die Frauen und für die Kinder. Und ich weiß, dass dir das ja ein ganz wichtiges Anliegen ist. Es gibt aber auch, weil wir vorher vom Budget geredet haben, sozusagen Anknüpfungspunkte, wo es für die Jahre und Jahrzehnte hinaus eine Umsteuerung gibt hier. Es war lange ein Thema, ich weiß das von früher, dass man einsteigt in die Digitalisierung, auch in der Justiz. Das ist, ich bin ja da eher ein Freund der offenen Worte, auch hier im Haus nicht immer gleich leicht gewesen, diese Reformen anzutauchen. Aber auch das ist dir gelungen, weil die Stärke einer Ressortchefin oder eines Ressortchefs drückt sich ja darin aus, wie er auch das eigene Haus leitet und navigiert. Und rundherum sehe ich hier Fortschritte und sie gehen natürlich alle in die richtige Richtung. In diesem Sinne bin ich
mehr froh weiß ich nicht, weil es ist immer alles nur mehr Arbeit, aber jedenfalls stolz darauf, dass jetzt schon so viel gelungen ist und ich hoffe, dass da in diesen Wochenzeiträumen, die du angesprochen hast, das dann auch wieder gut zurück übergeben zu können. Die Geschwindigkeit, mit der Gesetze gemacht wurden, auch da im Haus, war natürlich enorm. Und da ist unter diesen schwierigen Voraussetzungen sehr, sehr viel gelungen, denke ich. Das sollte man auch mal respektieren. Ja, bei manchen Verordnungen in anderen Häusern, bei manchen Gesetzesvorhaben passieren in diesen Monaten unter diesem Druck der Zeit, aber trotzdem muss entschieden werden, passieren halt einmal auch Fehler. Ja? Hier wenige, gar nicht, denke ich, aber woanders. Und das muss man einfach auch nicht nur zur Kenntnis nehmen, da bitte ich auch um Verständnis, wenn man insgesamt schaut, und das ist ja auch eine Aufgabe aus dem Justizressort heraus, wie Rechtsstaatlichkeit organisiert wird, gemessen an dem, wie schwierig die Abwägungen sind und wie groß der Entscheidungsdruck ist. Ich könnte mich nicht erinnern, dass das die letzten Jahrzehnte so gewesen wäre für irgendeine Bundesregierung oder eine gesetzgebende Körperschaft, dann ist es grosso modo immer noch gut, denke ich. In dem Zusammenhang muss man erwähnen, dass das Transparenzpaket, von dem hier geredet wurde, dass da ein Teil mindestens tatsächlich in Verzögerung geraten ist. Wir wissen, dass das ja ein gemeinsames Anliegen ist und ich ja selber da jahrelang schon als Abgeordneter dafür gekämpft habe. Was gehört denn alles zum Transparenzpaket? Ein paar Dinge wurden aufgezählt. Denn natürlich die Informationsfreiheit, das ist schon sehr, sehr weit. Wir werden weitere Antikorruptionsbestimmungen dazu bekommen und beim Lobbygesetz, alles das. Aber ganz wesentlich sind natürlich auch die Parteifinanzen. Und Sie wissen, dass wir hier die gläserne Parteikasse favorisieren und der Weg dorthin wird jetzt konsequent weitergegangen. Die grüne Fraktion, da arbeitet ja auch die Nationalrätinnen und Nationalräte arbeiten da mit, weil wir das ja vor allem auch mit dem Parlament organisieren wollen. Das hat eine Tradition, die finde ich im Übrigen auch richtig, dass gerade bei Parteifinanzen das Initiativanträge sind letztendlich und die auch im Parlament mitverhandelt werden oder vor allem dort. Und ich weiß, dass da jetzt schon fertige Vorschläge da liegen und also auch da wird es jetzt dann vorangehen. Im Übrigen auch, was nicht erwähnt wurde, noch mit der Kompetenzausweitung des Rechnungshofs an sich. Nicht nur, dass er Parteifinanzen prüfen darf, sondern auch wesentlich mehr öffentliche Unternehmen. Also das ist ein Riesenpaket, das ist mal aufs Gleis gestellt und da muss man jetzt noch antauchen, dass die Lokomotive in Fahrt kommt und das wird wohl in diesen Wochen dann geschehen, diese Maschine unter Dampf zu setzen. Ja, eigentlich war es das, was ich hier sagen wollte. Persönlich natürlich ist mir das am wichtigsten, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, Alma Sadic ist es gelungen, in wenigen Monaten eigentlich tatsächlich die Rolle einer Hüterin von Menschenrechtskonformität bei allen Maßnahmen, die kommen, die sind ja nicht immer leicht. Es wurde ja auch das Antiterrorpaket angesprochen. Für Grundrechte, für Verfassungskonformität, das ist ja nicht selbstverständlich in der Republik. Ja, wenn wir uns anschauen, die Halbwertszeit von Gesetzen, die hier früher schon aufgehoben wurden, ist das beachtlich. Und zumindest was die Gesetzesvorlagen betrifft, wird da ganz genau darauf geschaut, dass das entsprechend verbessert wird. Also vielen Dank dafür. Und persönlich noch, ich habe ja eingangs des Jahres bei der Vorstellung der Ministerinnen und der Minister gesagt, dass wir Grüne besonders stolz sind, dass Alma Sadic mit ihrer Geschichte Justizministerin in Österreich werden kann. Das ist ein Ausweis für die Republik, für diese Koalition, aber auch für die Grünen, immerhin. Immerhin. Und ich weiß ganz genau, wie viele Gespräche wir geführt haben, dass du zu den Grünen gekommen bist. Und ich denke, es hat sich gelohnt. Also Hut ab. Und was noch dazu kommt, denke ich jetzt, dass du, liebe Alma, auch mit deiner Geschichte, mit deiner Karriere in mehrfacher Hinsicht Vorbild bist, aber auch für Mädchen und Frauen. Und das will ich gar nicht länger
ausführen. Es ist ja richtig, es haben nicht alle dann die Situation, so wie wir, entsprechend Mehrfachbelastungen aufzuteilen. Aber so wie du das machst, wie ihr das macht, der Sascha und du, das ist schon auch vorbildlich. Und da wollen wir, so gut wir können, auch einen Beitrag leisten. Und deshalb wollte ich das nicht unerwähnt lassen. Aber es ist ja auch persönlich, glaube ich, eine, wie du selber schon gesagt hast, eine spannende Zeit. Das sagt man zwar immer, aber die dürfte ja wirklich spannend und nicht nur herausfordernd sein. Und ich hoffe, dass das so kommt, wie du dir das natürlich wünschst. Und wir wünschen es dir auch, dass das auch eine persönlich erfüllende Zeit ist. Der Rückblick, wenn wir in ein paar Jahren zurückschauen, dann werden wir hoffentlich feststellen, dass wir alle ganz gut durch diese Pandemie gekommen sind. Ich bin da immer noch sehr zuversichtlich, aber auch, dass es für dich persönlich super gegangen ist in dieser Zeit. Diese Zeit ist aber geprägt durch bestimmte Vorkommnisse. Das Bundesministerium hat offensichtlich, das habe ich noch gar nie so gesehen, einen hauseigenen Babyelefanten. Ich habe auch einen, der ist ein bisschen persönlicher und möchte dir, euch, schon mal einen, ja, also das geht als Babyelefant durch, ja, ein großer ist er nicht, ja. Ich würde vorschlagen, wir machen das da vorne, da müssen wir noch unsere Maske absetzen. Diese Glaswände haben irgendwie so was distanzierend machen, das kann man, so. Nicht nur mit Lob, auch mit einem Stofftier wird die Justizministerin da vom Vizekanzler bedacht. Ingrid Almasadic geht also in Babypause. Werner Kogler vertritt sie in dieser Zeit. Er ist nicht nur Vizekanzler, sondern er ist auch Minister für Kunst, Sport und für den öffentlichen Dienst. Hat er damit nicht schon genug zu tun? Sollte man glauben, aber also wenn man jetzt kurz darüber nachdenkt, was ein Kunst- und Sportminister sonst so machen würde in dieser Zeit, der wird wahrscheinlich auf sehr viele Theaterpremieren gehen, in die Oper gehen, irgendwann zum Neujahrskonzert gehen, im Frühjahr zum Opernball gehen. Und zwischendurch wieder Skirennen besuchen, Skispringen besuchen, Fußballspiele besuchen als Sportminister. Also der hätte wahrscheinlich unter anderen Umständen ziemlich viel mehr zu tun, als Werner Kogler in diesem Bereich jetzt gerade zu tun hat. Vielleicht hat er sich gedacht, da nehme ich doch glatt für diese 8 Wochen das Justizministerium noch schnell mit. Zumal, man muss sagen, das hat die Justizministerin ja auch ausgeführt, es sind einige Projekte, zumindest aus ihrer Sicht, abgeschlossen, die sie sich vorgenommen haben. Die nächsten sind schon in der Pipeline. Da dürfte sie auch schon vorgearbeitet haben. Und insofern, glaube ich, ist das zu machen, dass das Justizministerium jetzt einmal vom Vizekanzler interimistisch geführt wird. Vielleicht ganz kurz noch, ein Jahr grüne Justizpolitik wurde hier bilanziert. Was waren dann da die Eckpunkte? Ja, einer der wichtigsten Punkte aus der Sicht der Justizministerin war eben, dass das Paket gegen Hass im Netz, das sie geschnürt hat und auch als großen Erfolg verkauft hat. Allerdings, da gibt es jetzt sozusagen einen Einspruch der EU, die sagt, da sind Sachen drin, für die ist Österreich gar nicht zuständig. Also das ist sicher eine bittere Pille für sie jetzt an dieser Stelle. Das große Antiterrorpaket ist in Verhandlung. Die nächsten Sachen, die kommen, Antikorruptionsgesetz, das wird sicher ein brisantes Paket werden. Also sie hat schon noch einiges vor sich auch. Vielen Dank, Ingrid. Apropos bittere Pille, kommen wir noch einmal zu dem Thema, von dem wir gehofft haben, dass es uns so schnell nicht mehr einholt, einem möglichen neuen Lockdown. Gerade erst hat die Regierung den zweiten Lockdown ein wenig entschärft. Da steht uns offenbar schon wieder was Strengeres ins Haus. Nach Weihnachtsfeiertagen könnte es schon wieder soweit kommen. Ob es dazu kommt, das soll heute bei einem Treffen zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten entschieden werden. Philipp Maywald berichtet. Bis zu den Weihnachtsfeiertagen wird wohl alles bleiben, wie es ist. Danach, ab dem 26. Dezember, könnte es aber zu weiteren Verschärfungen bis hin zu einem dritten Lockdown kommen. Darüber soll heute Nachmittag bei einem Treffen zwischen den Landeshauptleuten und der Bundesregierung entschieden werden. Zu heftigen Meinungsverschiedenheiten dürften die Ideen der Bundesregierung führen, die Skigebiete auch nach dem 24. noch geschlossen zu halten. Das Problem? Die Zahl der Neuinfektionen wie auch die Zahl der Toten, beide sind nach wie vor zu hoch. Dementsprechend deutlich sind auch die Warnungen aus den Spitälern. Tatsächlich wäre es mein Appell, dass man jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage
diese, speziell diese Weihnachten als eine Ausnahme ansieht und akzeptiert und tatsächlich sich so gut es wie nur irgendwie möglich ist, zurückhält mit den sozialen Kontakten. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach sich zuletzt für eine Weihnachtsruhe für den Handel aus. In dem Falle sollte zwischen dem 24. und dem 6. Jänner der Handel aus meiner Sicht für wenige Tage zwischen den Feiertagen, Neujahr und dem 6. Jänner geschlossen bleiben. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil forderte gleich einen harten Lockdown. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober war gestern jedenfalls eines klar. Das ist nach wie vor eine dramatische Überbelastung der intensivmedizinischen Kapazitäten. Von einer Entspannung im eigentlichen Sinn können wir nicht reden. Heute Nachmittag um 15 Uhr soll das Treffen stattfinden. Eine Entscheidung wird wohl bei dem anschließenden Pressetermin bekannt gegeben werden. Und während über einen neuen Lockdown ab dem 26. Dezember spekuliert wird, bereiten sich die Skigebiete auf ihre eigentlich für den 24. Dezember geplante Öffnung vor. Wie das zum Beispiel in der Steiermark aussieht, berichtet Erik Fuchs aus dem Skigebiet Kreischberg. Seit Mitte November wird am Kreischberg beschneit, die Pisten sind präpariert und alles für den Start in die Wintersaison vorbereitet. Gestern schneite es nun die Verordnung des Ministeriums ins Haus, die alle Präventivmaßnahmen für Skigebiete und Liftbetreiber definiert. Leitsysteme sollen schon beim Einstieg größere Ansammlungen verhindern. Der bereits eine Liftkarte hat, geht hier im Schlangen- und Schleifensystem wie bei einem Flughafen-Check-in direkt zum Einstieg der Seilbahn. Geschlossene Liftanlagen wie Gondeln dürfen nur mehr zur Hälfte besetzt sein. Die Skihütten müssen geschlossen bleiben. Sie dürfen jedoch Snacks und Kleinigkeiten zum Mitnehmen ausgeben, um eine Grundversorgung der Skifahrer zu sichern. Takeaway statt Après-Ski. Sehr viele Betriebe werden Takeaway-Speisen anbieten und diese Betriebe werden auch zum überwiegenden Teil die Toiletten öffnen. Da man Speisen und Getränke mindestens 50 Meter von der Skihütte zu sich nehmen darf, werden eigene kleine Rastplätze entlang der Skipisten eingerichtet, die als solche gekennzeichnet sind. Im Skigebiet des Murtals werden fast ausschließlich einheimische Skifahrer erwartet und damit auch ein deutliches Minus in dieser Corona-Saison. Um mindestens 2/3, so zwischen 60% und 70%, damit rechnen wir. Wir hoffen natürlich stark auf die Tagesfahrer aus dem steirischen Raum, auf unsere Einheimischen, auf die Saisonkartenbesitzer. Der Verkauf der Saisonkarten stimmt uns sehr optimistisch. Und wenn das Wetter mitspielt, rechnen wir schon mit einem schönen Betrieb. Aber wie gesagt, kein Vergleich zu einer normalen Saison. Fix ist bei viel Unsicherheit nur eines. Die eingeschränkte Skisaison sollte bis Ostern dauern. Ob die Skisaison in diesem Jahr überhaupt noch starten wird, das ist alles andere als fix. Und das werden wir heute Nachmittag wahrscheinlich von der Regierung erfahren. Jetzt ist uns Sepp Schellhorn zugeschaltet, NEOS-Abgeordneter und Gastronom aus Salzburg. Guten Tag. Herr Schellhorn, Sie sind selbst Gastwirt und Skihüttenbetreiber. Welche Konsequenzen hätte es denn für Sie, wenn die Skilifte nicht wie angekündigt am 24. Dezember aufsperren dürften? Also wir haben auch Skibetriebe und es ist natürlich schon so, wie eingangs im Vorspann gesagt, dass es eigentlich nur im kleinen Bereich stattfinden kann, im Takeaway und also in der Grundversorgung. Aber das Kernproblem ist ja jenes, dass wir uns jetzt darauf vorbereitet haben und de facto drei Werktage vor Eröffnung wird jetzt wieder das Gegenteil behauptet, also dass wir 2 Tage offen haben dürften und dann wieder zusperren. Das ist einfach absurd. Bedenken Sie, bei mir in meinem Betrieb in Gastein habe ich jetzt Anlaufkosten von 12.000 mit den Waren, die kann ich nicht mehr zurückgeben und jetzt sollte ich 2 Tage öffnen und das wäre eigentlich ganz schlecht. Das Gleiche gilt für die Bergbahnen, die sich ja seit dem 16. November, da war der Hauptausschuss de facto seit dem 17. November darauf vorbereiten, auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie angestellt haben, die Infrastruktur bereitstellen und jetzt eigentlich nur laufende Kosten haben und dann heißt es, nach 2 Tagen müssen wieder zusperren. Das Problem ist diese Chaospolitik, einfach auch nicht absehen zu können, dass der Inzidenzwert nicht so sinkt, ist ein blanker Hohn. Stimmen bei dieser Schaltung leider nicht überein. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Herr Schellhorn, aus dem Ausland hätten ohnehin keine Gäste kommen können oder so gut wie keine. Hätte das Aufsperren überhaupt einen Sinn für Sie ergeben? Dass dieser Winter nicht rentabel wird, ist ganz klar. Aber wir sind Unternehmer und keine Unterlasser. Wir stellen auch hier
eine Versorgungstätigkeit her. Dieser Winter wird ganz schwierig, das habe ich schon den ganzen Sommer gesagt. Und es hätte vielen Betrieben die Möglichkeit gegeben werden müssen, auch zugesperrt lassen zu können. Das wurde auch von der Regierung verabsäumt. Die Hotels hätten jedenfalls nicht aufgesperrt. Mit wie vielen Gästen und eben hauptsächlich Tagesgästen hätten Sie denn in dieser Saison gerechnet? Es geht hier nicht nur um die Tagesgäste, es geht alleine um einen Prozentsatz, der 25% bedeutet. Also wir rechnen mit einem Minus von 70%, weil die Tagestouristen das nicht auffangen können. Bedenken wir, dass nur mehr 25% aller Österreicherinnen und Österreicher auf Urlaub Skifahren oder überhaupt Skifahren gehen. Die Finanzhilfen vom Staat, der Umsatzersatz für Hoteliers, ist Ihnen das nicht hoch genug? Es gab einen einmaligen Umsatzersatz im November, der war berechtigt. Dazu stehen wir nach wie vor, weil der Sommer dementsprechend katastrophal war. Und mit dem 80-prozentigen Umsatzersatz im November macht keiner ein Geschäft, weil er vorher wahnsinnig viele Kosten auch hatte, was die Kurzarbeit betrifft. Ich glaube, diese Hilfen, auch jetzt Kurzarbeit 2, sind höchst bürokratisch und es schwächt de facto die Liquidität, weil ich erst im Juni 2021 abrechnen kann. So kompliziert ist die Kurzarbeit 2. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind bedauerlich, die Infektionszahlen aber zweifellos weiterhin zu hoch, das sagen alle ExpertInnen. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dagegen, dass die Regierung jetzt wieder die Reißleine zieht? Ich kann eigentlich nichts dagegen sagen, dass sie die Reißleine ziehen muss. Das hat aber andere Gründe und die sind nicht im Tourismus zu sehen, sondern das hat dieser chaotische Herbst mit sich, dass eine Ankündigung, eine andere Ankündigung und wieder eine Ankündigung überholt hat und dass hier offensichtlich auch auf der Regierungsbank unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Ich sage nur, dass wir sozusagen die Skilifte aufsperren hätten können oder es wurde von Seiten der Regierung am 17. November verkündet und zwei Wochen später hat der Bundeskanzler bereits von einem viel stärkeren und viel intensiveren dritten Lockdown gesprochen. Also man führt hier eigentlich die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Bergbahnen in eine Sackgasse. Was die Regierung heute entscheiden wird, das erfahren wir später am Tag. Vielen Dank, Sepp Schellhorn, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Was wirtschaftlich auf uns zukommt, das werden Experten der Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS heute noch präsentieren. Wir zeigen Ihnen Ihre Prognose natürlich dann in dieser Sendung. Eine Prognose lässt sich aber jetzt schon mit Sicherheit treffen. Das Weihnachtsgeschäft geht dieses Jahr nicht so gut wie sonst. Seit knapp zwei Wochen sind die Geschäfte jetzt wieder geöffnet, aber die Verluste, die durch Corona entstanden sind, lassen sich nicht so einfach ausgleichen, auch nicht im Buchhandel. Da sind die Wochen vor dem... Ja, es ist eine Herausforderung, aber nein, Schwarzmalen wäre trotzdem fehl am Platz. So der Grundtenor bei den Buchhändlern. Auch wenn es heuer deutlich verkürzt ausfällt, es brummt das Weihnachtsgeschäft. Wir sind selbst erstaunt, dass die Kunden so viel kommen und freuen uns darüber. Das Einzige, was uns fehlt, sind die deutschen, bayerischen Kunden, die immer sehr stark vertreten sind, die fallen heuer komplett aus. Bei den Salzburgern überwiegt die Erleichterung darüber, wieder in die Buchhandlung gehen zu können. Ich bin eine Geschäftekäuferin und es ist ein ganz anderes Erleben, wenn man einer geht, wenn man eine Beratung hat, wenn man die Bücher angreifen kann, durchblätteln kann, einen Klappentext lesen kann. Also das ist ganz ein anderes Buch- und Kaufgefühl. Am meisten mit der Krise zu kämpfen haben die Autoren. Buchmessen, Lesungen, alles abgesagt. Kaum eine Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Ich habe eigentlich meinen Roman direkt in die Pandemie hinein veröffentlicht, also der ist im März erschienen. Das hätte eigentlich eine ziemliche Katastrophe sein können. Der Handel hat nach 5 Tagen geschlossen, wo mein Roman erschienen war. Aber dann ist einfach was passiert, nämlich die Buchhändler sind aktiv geworden. Der Buchhandel hat sich nicht gelähmt an die Wand gestellt und nichts mehr gemacht, sondern hat einfach total Gas gegeben und ist aktiv worden, hat die Kunden beliefert, hat die Bücher an die Menschen gebracht und das war einfach für mich das große Glück, dass es eigentlich glimpflich ausgegangen ist. Ja. Corona zum Trotz, gelesen wurde immer. Das Online-Geschäft hat sich vervielfacht, besonders gut nachgefragt waren Kinder- und Jugendbücher, im Sommer dann Wanderführer und Bücher über den Urlaub zu Hause. Überhaupt hat das Zuhause wieder mehr Stellenwert bekommen.
dass viele Menschen auch drauf gekommen sind, in der Region zu kaufen, zu schauen, wo das Steuergeld bleibt und abgeliefert wird, macht auch Sinn zur Erhaltung von Arbeitsplätzen, zur Erhaltung von Infrastruktur. Und da gehört der Buchhandel auf jeden Fall dazu. Und insofern danke an alle, die lokal kaufen. Eine große Hoffnung eint die Branchenvertreter, dass es künftig eine Gleichbehandlung beim Online-Geschäft gibt und dass die Steuerschlupflöcher für Online-Riesen irgendwann gestopft werden. Von einer Katastrophe sprechen da also die BuchhändlerInnen. Ingrid Thurnherr, wir erfahren gleich die Wirtschaftsprognosen von IHS und WIFO. Wenn jetzt wirklich noch ein dritter Lockdown kommt, was ist denn da zu erwarten? Ja, dann sind diese Prognosen, man muss es leider so sagen, wieder Makulatur. Denn ein solcher Lockdown wirkt sich natürlich massiv wieder aus auf die Zahlen. Wenn wir bis jetzt mal schauen, allein schon die Budgetzahlen, die Bundesregierung hat bis jetzt 50 Milliarden an Hilfen und Ähnlichem veranschlagt. Knapp 30 Milliarden davon wurden schon fix zugesagt bzw. ausgezahlt. Wenn es jetzt zu einem dritten Lockdown kommt, dann muss da noch einmal nachgeschärft werden oder müssen Maßnahmen, die bis jetzt einmal berechnet wurden, wieder verlängert werden. Also das wird schwierig, wobei man schon sagen muss, der zweite Lockdown hat sich in den Büchern der Wirtschaftsforscher nicht ganz so dramatisch niedergeschlagen wie der erste, denn im allerersten Lockdown im Frühjahr, März, April, da waren auch viele Industrieproduktionen geschlossen. Also das war ein viel, viel stärkerer Lockdown, auch wenn uns das als Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht so bewusst ist, weil wir es ja nicht spüren, aber natürlich in der Industrie war vieles geschlossen. Das läuft jetzt eigentlich relativ normal weiter. Wir können nur nicht ins Geschäft gehen, nicht ins Restaurant gehen und nicht ins Fitnessstudio gehen, und diese Dinge spürt natürlich jeder Konsument, jeder Endverbraucher. Wenn es jetzt zu einem dritten Lockdown kommt, dann müssen die Wirtschaftsforscher noch einmal wohl nachrechnen. Die sind um ihren Job im Moment überhaupt nicht zu beneiden, denn Prognosen sind per se schon schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, wie wir wissen. Aber wenn es noch dazu eine so unsichere Zukunft ist, dann ist jede Prognose ja nicht das Papier wert, auf dem sie steht, wenn sie sozusagen alle zwei, drei Wochen sich wieder an neuen Faktoren orientieren muss. Aber wer weiß, vielleicht haben die auch schon dazugelernt, das eine oder andere eingerechnet und sind auch vorsichtig. Denn wir erinnern uns alle, ganz zu Beginn hat es dann geheißen, ja, gleich 2021 wird sich die Wirtschaft dann wieder erholen. Und das sozusagen verschiebt sich wohl auch mit der Rückkehr ins sogenannte normale Leben, mit der Wirkung einer Impfung immer weiter hinein in dieses Jahr 2021, vielleicht auch ins darauffolgende erst. Also Wirtschaftsprognosen sind derzeit echt eine Mission Impossible. Ein bisschen Sicherheit, zumindest was den Lockdown betrifft, wird es dann hoffentlich am Nachmittag geben, wenn die Regierung neue Maßnahmen verkündet. Vorher wird sich aber der Gesundheitsminister allein zu Wort melden, und wir schauen jetzt mal hinüber ins Sozialministerium, wo er gleich vor die Kameras treten wird. Da sind die Journalisten schon da, aber noch kein Rudolf Anschober und auch kein Babyelefant, den er zuweilen mitbringt. Ingrid, es wird da um strukturelle Neuaufstellungen im Gesundheitsministerium gehen. Warum sind die denn notwendig? Ja, es gibt da so diesen einen sozusagen strategischen Posten, quasi der Generalsekretär im Gesundheitsministerium, ein ganz wichtiger Job, den Beate Hartinger-Klein damals sozusagen entfernt hat aus der Struktur des Gesundheitsministeriums. Und man kann sich vorstellen, dass so eine wichtige Stabsstelle, die gerade in einer solchen Situation unbesetzt ist in einem Ministerium, dass das schon schwierig ist in der ganzen Struktur. Wir wissen, dieses Ministerium ist eigentlich nicht personell nicht wahnsinnig gut ausgestattet, weil viel, was Gesundheitsagenten betrifft, in der Hand der Bundesländer liegt. Also da ist der Bund ohnehin schon nicht auf ganz starken Füßen. Und wenn dann noch so eine wichtige Stabsstelle wegfällt, dann war das sicher nicht hilfreich in diesem schwierigen Jahr. Da wird jetzt nachbesetzt. Was ich auch erwarte, ist, dass der Gesundheitsminister das tut, was er immer tut, wenn er vor die Medien tritt. Er sagt erstmal die aktuellen Zahlen, und die sickern auch schon ein bisschen durch. Es dürfte es wieder so rund um die 2000 Neuinfektionen gegeben haben, und auch diese wichtige 7-Tages-Inzidenz hält sich leider, muss man sagen, weiterhin demnach auch bei über 200. Ich würde nur gerne noch mal in Erinnerung rufen, was das bedeutet eigentlich, denn als es begonnen hat im Herbst mit den gegenseitigen Reisewarnungen, da hat Deutschland gesagt, also wir sprechen eine Reisewarnung gegen Österreich aus, und zwar gegen Gebiete, in denen die 7-Tages-Inzidenz bei über 50 liegt. Jetzt liegen wir bei
bei 200 und wir lagen schon bei deutlich über 500. Also das geht zwar nach unten, aber nicht so, wie sich das alle wünschen. Wir hätten auch gerne in diesen Tagen nicht mehr als 1000 Neuinfektionen pro Tag. Dann könnte man davon sprechen, dass dieser zweite harte Lockdown seine Wirkung wohl erzielt hätte. So schaut es eben leider nicht aus und deswegen werden wir heute wohl noch über einen dritten Lockdown erfahren. Also es ist, muss man sagen, wir haben das ohnehin schon vorher mal ganz kurz besprochen, es ist leider diese Seitwärtsbewegung bei den Zahlen im Moment im Gange, die kann man so oder so interpretieren, aber man kann sie nicht so interpretieren, dass sie ein wirklicher Erfolg der Strategie Lockdown Light, Lockdown Hard 2 gewesen sein. Und deswegen wohl jetzt müssen wir nochmal den sauren Apfel-Lockdown beißen. Diese Zahlen und Relationen, die du genannt hast, die verblüffen ja teilweise auch den Gesundheitsminister selbst, hat er auch im Gespräch mit dir gesagt, gestern in Politik Live. Jetzt hat mich gerade die aktuelle Meldung ereilt, dass die Schulen wohl bis zum 18. Jänner geschlossen bleiben sollen, schreibt der Kurier. Vielleicht erfahren wir noch ein paar mehr Dinge zu den strengeren Maßnahmen gleich jetzt bei dem Termin, den Rudolf Anschober im Sozialministerium wahrnimmt. Da ist er jetzt auch schon vor die Presse getreten und wir schalten hinüber und hören zu. Und ich freue mich da sehr drauf, weil das bedeutet für das Haus auch ein neues Team, das uns durch diese Krise führt, ein neues Team für den Gesundheitsminister, für den Sozialminister, das ihn unterstützt. Und einige dieser Menschen kennen wir bereits und sehen sie heute in einer neuen Funktion. Und eine ganz besondere Neuigkeit haben wir auch, nämlich eine ganz neue Besetzung, die wir alle noch nicht kennen und auf die wir uns auch freuen. Den Anfang macht der Gesundheits- und Sozialminister, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich in jeder Hinsicht heute. Ich fange nicht mit Covid-Zahlen an, ganz anders als sonst, sondern mit dem erfreulichen Endergebnis, das wir im Bereich unseres Organisationsprozesses in diesem Haus, dem umfassenden Umbau dieses Hauses, jetzt vorliegen haben, abgeschlossen haben mit vier Neubesetzungen in Spitzenfunktionen dieses Hauses. Wir haben ja insgesamt eine Generalsekretärin, sieben Sektionschefinnen bzw. Chefs und es gibt nicht zusätzliche Sektionen, das ist vielleicht gleich einmal eine erste Nachricht, aber drei Besetzungen aus dem Haus und eine von außen. Ja, soweit die Situation. Ich bin vor, ja, jetzt mittlerweile fast schon einem Jahr, also unglaublich, in diese Funktion kommen dürfen. 7. Jänner ist es losgegangen. Was ich vom ersten Tag an gemerkt habe, ist, dass das ein hochkompetentes Haus ist, hoch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine echte Freude gewesen, vom ersten Tag an mit diesem Team, mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten zu dürfen, arbeiten zu können. Und wir waren von Beginn an einer extremen Herausforderung ausgesetzt, mit dieser konfrontiert, der Krisenbewältigung in der schwersten Pandemie seit 100 Jahren. Und das sagt ja, denke ich, schon alles. Alle stehen wir in Österreich vor einer enormen Herausforderung, waren es in diesem Jahr schon, aber natürlich ganz besonders dieses Haus, das diese Krisenbewältigung, das Führen durch die Krise federführend machen muss, machen darf und das hochkompetent macht. Was wir von Beginn an aber auch gemerkt haben, ist, dass wir im organisatorischen Bereich einige Weiterentwicklungen brauchen werden, gerade was die Frage der Krisenstrukturen betrifft. Und Sie wissen, beschäftige mich wenig mit der Vergangenheit, aber in diesem Punkt ein Satz dazwischen. Es hat 2018 doch beachtliche organisatorische Veränderungen gegeben. Das habe ich von Beginn an gesehen, dass das angesichts dieser schweren Krise, die wir zu handeln haben, keine gute Entwicklung war, sondern wir hier eine Neuentwicklung, Weiterentwicklung brauchen, gerade in diesen Bereichen. Und auch dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen. Und im Wesentlichen geht es um zwei Bereiche. Einerseits zwei Sektionen, die dadurch frei geworden sind, weil es Pensionierungen gegeben hat. Und zweitens Besetzungen, die durch Neuorganisationen, Neustrukturierungen entstanden sind. Das heißt, es geht ganz stark um die Stärkung der Krisentauglichkeit im Gesundheitsbereich. Wir haben, wie gesagt, keine zusätzlichen Sektionen. Es bleibt bei sieben Sektionen im Haus. Sie können all diese Strukturen auf unserer Homepage nachlesen, auch das Organigramm, und da finden Sie die entsprechenden Darstellungen
Maßnahmen konkret. Die Zerschlagung von einzelnen Strukturen 2018 hat aus meiner Sicht sicherlich zu einer Schwächung des Ministeriums in einem bestimmten Bereich der Krisenbewältigung geführt. Wir haben das, finde ich, sehr, sehr gut ausgeglichen, indem wir in dieser Pandemie sehr schnell einen Krisenstab in diesem Haus eingeführt haben und etliche der Persönlichkeiten, die heute hier sind, haben in diesem Krisenstab eine ganz zentrale Rolle gespielt und machen das nach wie vor. Das Haus hat extrem schnell reagiert, sich mit dieser sehr ungewöhnlichen Situation sehr rasch angefreundet und eine hervorragende Arbeit im Bereich dieses Krisenstabs verwirklicht. Wir haben ja dann noch das Glück, dass wir zwei Beraterstäbe haben, die das Haus zusätzlich unterstützen im virologischen Bereich. Auf der einen Seite, dieser Beraterstab wurde schon recht rasch nach Beginn dieser Pandemie gegründet. 17 Mitglieder mit hervorragenden Expertisen. Und zweitens ab dem Sommer begleitend dann auch ein zusätzlicher Beraterstab für die Fragen der rechtlichen Zusammenhänge und rechtlichen Bereiche. Wir haben im Wesentlichen eine Neuordnung im Bereich des Gesundheitsrechts, damit die Schaffung auch von eines dauerhaften Krisenstabs im Bereich des Lebensmittels und des Veterinärrechts und auch im Bereich der öffentlichen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir haben eine neue Sektion 7 als öffentliches Gesundheitswesen und Gesundheitssystem. Und wir haben an der Spitze dieser neuen Sektion wieder, das war eine Tradition auch über längere Zeit in diesem Haus, eine neue Chief Medical Officer. Das ist im englischsprachigen Bereich und international insgesamt die zentrale Führungsposition im Bereich der medizinischen Fragen. Und wir haben eine neue Sektion 6, Humanmedizinrecht und Gesundheitstelematik, wo es auch ganz stark um Digitalisierungsfragen des Gesundheitsbereiches, ein großes Thema für uns in den nächsten Jahren, gehen wird. Die bisher kleinste Sektion 3 war der Bereich der Konsumentenpolitik. Die haben wir dadurch gestärkt, dass wir sie zusammengeführt haben mit anderen Bereichen, nämlich im Wesentlichen mit den Bereichen Verbraucherschutz und Tierschutz, zu einer starken, großen, neuen Sektion. Mehr Gewicht auch dadurch für den Konsumentenschutz. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das zu einer Stärkung hin auch umsetzen. Und es hat in Teilbereichen auch andere Anpassungen, sage ich jetzt einmal, Effizienzsteigerungen gegeben, auch Weiterentwicklungen gegeben. Wir haben zum Beispiel den Bereich der Männergesundheit in den Bereich der Gendergesundheit integriert. Wir haben eine neue Abteilung für soziale Innovation geschaffen, also Weiterentwicklungen in diesem Haus. Die Besetzungen, über die bin ich sehr, sehr glücklich, natürlich streng dem entsprechenden Objektivierungsverfahren in diesem Haus und in dieser Republik entsprechend, mit Hearings und einer sehr, sehr präzisen Fachentscheidung, die in den letzten Wochen realisiert wurde. Und wir haben vier neue Sektionschefinnen. Die erste, die sich dann auch präsentieren wird, mit der Frau Magistra Annemarie Masilico, ist das eine hoch engagierte, hochkompetente, sehr erfahrene Sozialexpertin an der Spitze dieser Sektion. Wir haben auch als neuen Sektionschef Dr. Ulrich Herzog, der schon bereits an meiner Seite steht, der manchen schon bekannt ist, als Leiter der Corona-Kommission, aber auch über viele Monate im Krisenstab engagiert. Und er hat sozusagen auch einen anderen Zuständigkeitsbereich, für den er eigentlich zuständig ist, nämlich diesen genannten Bereich der Veterinärarbeit, des Veterinärwesens und des Tierschutzes und anderer Zuständigkeiten. Wir haben als dritte neue Sektionschefin die Frau Dr. Dr. Meinhild Hausreiter, die auch sehr, sehr bewährt bereits im Krisenstab und davor in der interimistischen Leitung
bereits gewesen ist. Und wir haben eine neue Sektionschefin in der Sektion 7, eine neue Chief Medical Officer, und das ist die Frau Doktorin Katharina Reich, die von außen zu uns gekommen ist, die uns verstärken wird und die ebenfalls wie die anderen drei genannten Persönlichkeiten eine wunderbare Besetzung ist und uns wirklich stärken wird. Ich möchte mich zum Schluss, weil die Neuen haben das Wort jetzt dann, ich möchte mich zum Schluss ganz besonders bedanken bei unserer Sektionschefin und Präsidialchefin Brigitte Zafel, die ganz zentral und wesentlich als auch mit ihrer Fachkompetenz als meine Vorgängerin bei dieser Organisationsreform und an dieser Organisationsreform gearbeitet hat. Zweitens bei Ines Stilling, die als Generalsekretärin dieses Hauses auch ganz zentral diese Weiterentwicklung mit begleitet hat. Ja, und ich bin schon auch ein bisschen glücklich darüber, dass wir in diesen 8 Führungsfunktionen, die wir jetzt in diesem Haus haben, eine Generalsekretärin, 7 Sektionen, 6 Frauen an der Spitze dieses Hauses haben, also ein durchaus prominenter Frauenanteil von 75%. Vielen herzlichen Dank, und wir haben ja lange Zeit gesagt, Freitag ist Ampeltag, ich bleibe dabei, und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass der Leiter der Ampelkommission heute auch da ist und gleich in seiner neuen Funktion zu uns sprechen wird. Bitte, lieber Ulrich. Ja, danke vielmals, sehr geehrte Damen und Herren. Lieber Herr Bundesminister, herzlichen Dank für dein Vertrauen, dass du in mich setzt und mir hier diese neue Sektionsleitung übertragen hast. 3 Sätze zu meiner Person. Ich bin gelernter Veterinärmediziner, habe Anfang der 2000er Jahre in der Landwirtschaftskammer Österreichs gearbeitet und habe somit auch einen wesentlichen Bestandteil der österreichischen Kultur in der Politik, die Sozialpartnerschaft, so auch kennengelernt. Ich hatte dann die Chance, 2003 in das Gesundheitsministerium zu wechseln und leite seit 2004 die Gruppe Verbrauchergesundheit. Was hat mich immer bewegt oder was ist das Schöne am Arbeiten in einem Ministerium? Auf der einen Seite ist es Teil von Verwaltung, aber das, was die Arbeit in einem Ministerium auszeichnet, man verwaltet nicht, sondern man hat die Chance mitzugestalten. Und das ist mir die letzten Jahre, glaube ich, grundsätzlich sehr gut gelungen, auch durch die Akzeptanz meiner Vorgesetzten. Die gewissen Erfahrungen, die ich auch sammeln durfte und im letzten Jahr durch meine Mitarbeit in der Einsatzleitung auch vertiefen durfte, waren die Erfahrungen rund um das Krisenmanagement, ob es die Vogelgrippe 2006 war, ob es die BSE-Fälle waren, ob es die EHEC-Krise war, ob es der Geflügelpestausbrüche oder Pferdefleischskandal war, waren doch einige Dinge da, mit denen ich mich beschäftigen durfte und die auch gezeigt haben, dass das Zusammenspiel entlang einer Lebensmittelkette ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit war. Die Herausforderungen, die auf uns jetzt zukommen, in der nächsten Zeit und vor allem auch im nächsten Jahr, und das ist das, was jetzt unmittelbar ansteht, ist natürlich, und wir haben erst diese Woche einen großen Tierschutzgipfel wieder gehabt, weiterzuarbeiten im Bereich des Tiertransports, im Bereich der Verbesserungen der Normen in der Schweinehaltung. Auf der anderen Seite haben wir die Aufgaben mit dem neu geschaffenen Amt in der AGES auch hier im Bereich der Verbrauchergesundheit Organisationsreformen durchzuführen. Und im Lebensmittelbereich ist es die Lebensmittelkennzeichnung, die ja auch im Regierungsprogramm sehr prominent angeführt ist, oder die Aufarbeitung des EU-Pilotens zur biologischen Landwirtschaft. Bevor ich zu meinem neuen Aufgabenfeld komme, auch im Veterinärbereich gibt es einige Themen, die uns herausfordern. Neufassung der Tierarzneimittelvorschriften aufgrund einer europäischen Richtlinie sowie eine Neugestaltung des Tiergesundheitsrechts, das auch in die Jahre gekommen ist, ein bisschen älter als das Epidemiegesetz aus 1909, kommen wir hierher und haben hier so auch einiges mitnehmen können aus den Erfahrungen. Neu ist für mich das Umfeld der Konsumentenpolitik. Es hat einen wesentlichen Beitrag auch in dem Zusammenspiel Lebensmittelsicherheit, Risiken entlang der Lebensmittelkette, Information des Verbrauchers. Und daher ist dieses Zusammenführen dieser zwei Welten ein sehr gutes Bild und gibt uns einiges an Potenzial. Hier steht vor allem an die Arbeit und Absicherung des VKIs. Es geht darum, eine Evaluierung durchzuführen. Es geht darum, bis zum Ende des Jahres ein Finanzierungsmodell zu finden. Hier werde ich mich auch entsprechend massiv einbringen, um einen positiven Abschluss zustande zu bringen. Ein Nebenschauplatz, der aber keiner ist, weil hier werden 30 Richtlinien aus der europäischen Gesetzgebung, die durch 7 Behörden in Österreich koordiniert wird, ist die Verbraucher-
Behördenkooperationsgesetzgebung, die neu geschaffen wurde, wo es jetzt zum Abschluss des Parlamentsprozesses kommen wird und wir hier als Ressort die Verbindungsstelle sind. Unsere Aufgabe ist hier zu koordinieren, zusammenzuspielen und vor allem den internationalen Connex abzusichern. Digitaler Markt nimmt zu, daher ist auch dieser Aspekt in dieser neuen Verbraucherbehördenkooperationsgesetzgebung sehr in den Vordergrund gestellt worden und ich freue mich auf diese Herausforderung, die auch im Zusammenhang zu sehen ist, dass erst jetzt das Europaparlament auch zugestimmt hat, der Richtlinie für Sammelklagen, die in 2 Jahren ebenfalls in österreichisches Recht umzusetzen wird, sein wird. Wir haben auch einige Themen in der Verbraucherbildung. Hier geht es um die Basiskontofragen, die auch im Zusammenhang mit den Initiativen um die Armutsbekämpfung ein wesentlicher Bestandteil ist. Und hier gibt es einige Konzepte, die im nächsten Jahr entsprechend ausgerollt werden. Ein zweiter wesentlicher Aspekt, warum diese beiden Welten gut zusammenpassen, ist Konsumentenpolitik, Lebensmittelsicherheit, Veterinärwesen sind europäisch harmonisierte Gesetzgebungen und daher brauchen wir eine starke Stimme in Europa. Wir müssen sehr international denken, um unsere Ziele hier auch umsetzen und durchführen zu können. Das ist ein kurzer Abriss zu dem, was auf mich hier zukommt. Ich freue mich, ich bedanke mich sehr herzlich für das Vertrauen und hoffe so, das Bestmögliche auch machen zu können. Und ein letzter Satz, die Ampelkommission, habe ich zugesagt, werden wir noch eine Zeit weiter mitbetreuen. Und hier freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit der neuen Sektionschefin, um auch hier diesen Übergang entsprechend solide und gut abgestimmt einleiten zu können. Danke. Vielen herzlichen Dank. Rudolf Anschober präsentiert ein neues Team, neue Gesichter im Gesundheitsministerium. Ingrid, welche Langzeitfolgen wird denn Corona haben? Jetzt gar nicht gesundheitliche, sondern gesundheitspolitische. Ja, ich denke, das Gesundheitsministerium, das sehen wir ja jetzt, war ein wenig schwachbrüstig aufgestellt von der Struktur her. Wir haben es ja schon besprochen, da spielt in der Gesundheitspolitik der Föderalismus in Österreich eine ganz große Rolle. Jetzt hat sich in dieser Pandemie gezeigt, das ist nicht immer optimal. Manche Dinge können nicht sozusagen auf Bundesländerebene entschieden und durchgezogen werden, weil das keinen Sinn macht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Struktur mancher Einrichtungen überdacht werden muss. Ich denke jetzt da zum Beispiel an, wie ist man umgegangen mit Intensivstationen. Wir haben dann sehr schnell gehört, dass in einzelnen Bundesländern die Intensivstationen schon sehr stark belastet waren. Und da gab es dann sozusagen ein österreichweites Management, Zahlenmanagement. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch, was die Struktur der Gesundheitspolitik in Österreich betrifft, da Lehren gezogen werden müssen aus dieser Pandemie. Wir haben ja auch vom Gesundheitsminister gerade gehört, diese wichtige Stabsstelle, die er jetzt nachbesetzt im Gesundheitsministerium, die vakant war, die er sozusagen durch einen Krisenstab ersetzt hat, zumindest im Augenblick einmal. Er sagt zwar, das hat wunderbar funktioniert, aber wenn wir anderen Experten wiederum so zuhören, dann können wieder und wieder solche Pandemiedrohungen auf uns zukommen und man sollte damit darauf einfach gut eingestellt sein. Vielleicht ist das so also ein wenig, wie man jetzt im Nachhall von Ibiza, wie wir vorher von der Justizministerin gehört haben, bei den Korruptionsgesetzen nachschärfen muss, muss man auch im noch nicht Nachklang, aber doch in der Folge dieser weltweit ersten Pandemie seit 100 Jahren auch bei der Struktur des Gesundheitswesens in Österreich sicher nachschärfen. Jetzt muss man sagen, die Entwicklungen waren so, wie sie dann gekommen sind, nicht vorhersehbar. Und auch der Gesundheitsminister selbst hat sich sein Amt wahrscheinlich ganz anders vorgestellt, als es vor knapp einem Jahr angetreten hat. Hat er gestern auch ein wenig durchblicken lassen in dem großen Interview, das ich mit ihm führen durfte. Mittlerweile möchte ich, wenn ich ganz kurz darf, weil ich mit einem Auge immer auch die Austria Presseagentur beobachte und die Meldungen, die über diverse Medien da veröffentlicht werden, vielleicht ganz kurz sagen, wir haben ja auch vorher Pressekonferenz eben von Alma Zadic mit Werner Kogler übertragen und da wurde er am Rande dieser Pressekonferenz dann natürlich auch gefragt, wie schaut es denn jetzt aus, ist das wahr mit dem zweiten Lockdown und so. Und das ist ganz interessant, er hat in der Antwort darauf offensichtlich gesagt, man muss einmal den Begriff Lockdown ein bisschen hinterfragen. Der ist interpretationsbedürftig, hat er gemeint. Und da ist es schon die Frage, ja, ab wann reden wir dann tatsächlich wieder von einem Lockdown? Betrifft das eben nur den Handel? Wenn der Handel zusperrt, ist es dann Lockdown? Oder was genau sozusagen verbinden wir mit dem Begriff Lockdown? Aber er hat zumindest bestätigt, dass es heute Nachmittag eben Verhandlungen geben werde, das wissen wir auch schon, über Maßnahmen von jetzt bis 7. Jänner
sagt Werner Kogler, was immer wir damit anfangen. Gleichzeitig berichtet der Kurier von Schulschließungen offenbar bis 18. Jänner. Dem Vernehmer nach, so schreibt der Kurier, habe es im Bildungsbereich besonders viele Infektionen gegeben. Deswegen dieser Schritt jetzt, das passt gar nicht zusammen mit dem, was wir vorher gehört haben oder schon seit ein paar Tagen wissen, dass es am 7. und 8. Jänner, also in diesen beiden Fenstertagen zwischen Feiertag und Wochenende, Tests für alle Lehrerinnen und Lehrer und für alle Schülerinnen und Schüler geben soll, damit man dann am 11. Jänner einen sicheren Schulstart gewährleisten kann. Also es bleibt uns ja auch leider nichts anderes übrig, als diesen heutigen Tag ein bisschen mit Vermutungen zu verbringen, denn die Warnverhandlungen finden, wie wir wissen, am Nachmittag statt zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, wie das jetzt wirklich weitergehen soll und wie wir dann ab morgen den Begriff Lockdown zu interpretieren haben. Ja. Sorry. Wenn es sich wirklich um Maßnahmen bis zum 7. und 8. Jänner handelt, wie der Vizekanzler sagt, dann handelt es sich ja wirklich nur um ein Nachschärfen des bestehenden Lockdowns. Aber Ingrid, wir wissen eigentlich immer noch nicht, bis zu welcher Zahl die Infektionen runtergedrückt werden müssen, damit die Regierung sagt, das passt jetzt sperren wir wieder auf. Na, wissen wir nicht. Das ist, kann man nur ein bisschen interpretieren aus den Aussagen der letzten Tage und Wochen. Und Anfang dieser Woche hat der Gesundheitsminister mal gesagt, wir müssten es schaffen, bis Ende der Woche die täglichen Neuinfektionen auf so um die 1000 herunterzubringen. Das ist einmal sicher nicht so. Die Zahlen kommen jetzt gerade nach und nach. Ich sehe da in der Austria Presseagentur, wir haben heute leider auch die traurige Nachricht, dass es mehr als 5000 Corona-Tote bis jetzt gibt. In den letzten 24 Stunden werden wieder 145 neue Todesfälle gemeldet. Und ich schaue jetzt ganz schnell darüber, so schnell ist die Zahl jetzt hier gar nicht zu finden, aber es dürften so um die knapp über 2000 Neuinfektionen wieder sein, also weit weg von den 1000. Aber das haben wir auch gelernt im Zuge der Pandemie. Es geht nicht nur um die täglichen Neuinfektionen, es geht um diese berühmte 7-Tages-Inzidenz, habe ich schon erzählt, liegt noch immer über 200, also weit weg von den 50, die eigentlich optimal wären, damit es keine Reisewarnungen zum Beispiel mehr gibt. Es geht um die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Intensivstationen. Das sind noch immer etliche 100, schwankt von Tag zu Tag, schwankt leider vor allem auch deswegen, weil auf den Intensivstationen sehr viele Menschen versterben. Und also diese mehreren Faktoren, die da zusammenspielen, damit man sagt, jetzt ist eine gute Untergrenze erreicht, auf die will man sich offenbar nicht so richtig festlegen, muss man sagen. Also es deutet schon viel darauf hin, dass es einen neuen Lockdown gibt oder neue Beschränkungen gibt, aber wo genau, wie und wann, da müssen wir noch ein paar Stunden warten. Aber so dem Gefühl nach fragt man sich schon, in dieser ruhigeren Weihnachtszeit, ist es nicht besser, da dann nochmal ordentlich dicht zu machen und dann vielleicht wirklich auf einer niedrigen, soliden Basis ins neue Jahr zu starten, auch mit dem Wissen, dass dann die ersten Impfungen kommen werden, die vielleicht helfen, diese hohen Todesraten, vor allem schwere Erkrankungen, zu verhindern. Denn das hat uns der Gesundheitsminister schon gesagt. Das weiß man mittlerweile ziemlich genau über diese Impfung. Das ist vor allem der Schutz, den sie bieten kann, dass man nicht schwer erkranken kann mehr an Covid-19, und das wäre schon mal ein Riesenschritt voraus. Wie aussagekräftig die Infektionszahlen sind, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie viele Menschen sich testen lassen. Jetzt lassen viele Bundesländer ihre Teststraßen weiterhin geöffnet. Wird denn die Bundesregierung noch weitere groß angelegte Massentests durchführen? Offenbar ja, sagt der Gesundheitsminister, aber das ändert sich im Moment von Tag zu Tag. Und ich finde es auch ganz interessant, die meisten Bundesländer haben mittlerweile schon gesagt, wir lassen unsere Teststraßen offen, damit die Leute jederzeit auch testen können. Also nicht nur, wenn dieser groß angelegte Test verkündet wird von der Bundesregierung, sagt, wir machen jetzt einen österreichweiten Massentest, sondern ständig und vor allem eben im Hinblick auf Weihnachten. Ist sozusagen die Möglichkeit geschaffen worden, dass man sagt, ja, ich würde gerne zu den Weihnachtsfeiertagen Oma und Opa im Altersheim oder im Pflegeheim besuchen und möchte sicher sein, dass ich keine Virenlast mit mir herumtrage und kann deswegen einen solchen Schnelltest machen. Ja, ich möchte gerne Kinder und Enkelkinder bei mir zu Hause haben oder meine Eltern und Großeltern besuchen. Wir möchten zusammen Weihnachten feiern, lassen wir uns doch sicherheitshalber testen, damit da nichts schief geht. Und interessant, der Gesundheitsminister hat ja auch angekündigt, kann man nur sehr hoffen, dass das sehr bald kommt, dass es auch diese Tests
diese Do-it-yourself-Tests geben wird, schon sehr bald, die man dann selber einfach durchführen kann, wo man kein medizinisch geschultes Personal dafür braucht. Und da kann man sich selber auch sicher sein, dass man eben nicht ansteckend ist. Also da tut sich wirklich viel an dieser Testfront, könnte auch ein bisschen zum Game-Changer werden, solange bis die Impfung dann wirklich so weit verbreitet ist, dass sie uns ein normaleres Leben wieder ermöglicht. Und bei diesen angekündigten selbstdurchführbaren Tests muss man sich dann auch nicht so unangenehm mit dem Stabel ganz nach hinten in die Nase fahren. Das sind ja auch gute Nachrichten. Ganz genau, ja. Kommen wir jetzt zum Thema Wirtschaft. In Kürze sehen wir die Konjunkturprognosen der beiden Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS. Aber vorher werfen wir einen Blick auf die Situation von Betrieben. Wie haben Sie die Herausforderungen des Jahres 2020 durchgestanden? Bettina Fink und Hans Wu berichten für das Magazin ECO über persönliche und finanzielle Krisenbilanzen unter dem Weihnachtsbaum. Es ist wieder soweit. Auf der Straße wandern wieder die Christbäume. Diese hier werden zu Menschen gebracht, die ECO im Laufe dieses seltsamen Jahres immer wieder besucht hat. Unternehmerinnen, Arbeitnehmer und Experten. Wir haben sie auch gebeten, ein persönliches Symbol, das für dieses Jahr steht, auf dem Baum zu hängen. Zu viel zu Hause, wir möchten einfach nur normal arbeiten gehen und die Kinder zur Schule begleiten. Kein Zuhause mehr, einfach nur normal leben. Wir waren schon einmal bei Friseurmeisterin Svetlana Jankow in diesem Corona-Jahr, am Ende des ersten Lockdown im April. Wir haben einmal alles leergeräumt, die Sparbücher der Kinder. Alles, was wir gehabt haben, haben wir einmal zu Hause als Bargeld gehabt und haben versucht, Lebensmittel zu kaufen. Inzwischen hat Frau Jankow Routine im Auf und Ab, im Wechsel von Geschäftsöffnung und Schließung. Das Jahr wird sie trotz Staatshilfen mit vielen offenen Rechnungen und Schulden beschließen. Es war körperlicher Stress, psychischer Stress. Viele Tränen wurden vergossen. Es wurde auch sehr viel gelacht, muss ich sagen. Also ich weiß zum Beispiel, nach jedem Lockdown jetzt, wo wir unsere Kunden wiedergesehen haben, haben wir uns so sehr gefreut. Die Kunden haben sich auf uns gefreut, weil sie aus dem Homeoffice rausgekommen sind und endlich irgendwo hingegangen sind. Doch sie spürt auch die Konsumzurückhaltung der Leute. Das Geldbörsel sitzt in der Weihnachtszeit für die Frisur nicht mehr so locker. Ist 2019 der private Konsum noch um 0,8% gewachsen, ist er dieses Jahr um 8,8% eingebrochen. Unser Christbaum wandert weiter nach Straßhof an der Nordbahn. Hier kommt er zu Andreas Hartl. Ich hab mir gedacht, das ist einfach perfekt. Für dieses aufgebrauchte, miese Jahr eine aufgebrauchte Toilettpapierrolle. Zum ersten Mal sind wir ihm im Juli begegnet. Er hatte vorher in diesem Wiener Nachtclub gearbeitet. Zudem ist er freier DJ und vermittelt Künstler. All seine Jobstandbeine sind seit März plötzlich nicht mehr existent. Er lebt von Notstandshilfe. Ich bin ein Mensch gewesen mein ganzes Leben. Ich habe immer einen Plan B gehabt. Nur wenn du mal keinen Plan B mehr zur Verfügung hast, das ist schlimm. In den letzten Wochen hat Andreas Hartl angefangen, mit gebrauchten Büromöbeln zu handeln. An- und Verkauf von diesem Lagerraum aus. Als Überbrückung in der finanziellen Not. Wenn du alles, was du dir ein Leben lang aufbaust, innerhalb von nicht einmal ein Jahr, in 7, 8 Monaten verlierst und dann nach einem langen Leben, harten Arbeiten, auf einmal dastehst und tagtäglich eine Existenz- und Überlebensangst haben musst. Ja, was soll ich dann zu dem Jahr sagen? Wenn man es könnte, am besten aus dem Kopf streichen. Waren es im November 2019 noch 366.000 Arbeitslose in Österreich, sind es 2020 457.000. Und vom Wirtschaftswachstum, das Jobs schaffen soll, kann keine Rede mehr sein. 2019 verzeichnete die Konjunktur ein Plus von 1,4%. Dieses Jahr ein Minus von 7,7. Hier am Wirtschaftsforschungsinstitut werden die Konjunkturprognosen erstellt.
Institutsleiter Christoph Badelt erinnert sich noch gut an den ersten Lockdown. Von einem Tag auf den anderen ist die Wirtschaft geschlossen worden. Die Zukunft war für die Forscher nicht mehr voraussagbar. Persönlich muss ich sagen, war ich in einer sehr zerrissenen Situation. Ich hätte eigentlich am liebsten ehrlich gesagt, was ihr von uns erwartet, das kann ich euch nicht geben. Gleichzeitig weiß ich aber, dass viele Menschen und auch Institutionen auf diese Prognose warten. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, es doch zu tun. Aber eben mit dieser großen Unsicherheit. Man wird sehr demütig in diesen Tagen. Und welches Symbol hat der Ökonom auf den Baum gehängt? Ich habe das Symbol eines Impfserums hergehängt, weil damit der Wunsch und die Hoffnung verbunden ist, dass durch die Impfung die Corona-Epidemie eingedämmt werden kann. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass es wirtschaftlich auch nachhaltig wieder besser wird. Bis die Impfung wirtschaftlich Wirkung zeigt, müssen wir weiter auf Pump leben. Haben die Staatsschulden 2019 noch 280 Milliarden Euro betragen, sind sie dieses Jahr auf 317 angestiegen. Schulden, durch die auch viele Firmen gerettet worden sind. Es dämmert bereits, als wir mit dem Christbaum im Stadthotel von Barbara Ludwig ankommen. Typisch Jahresende. Im März waren wir heuer erstmals hier. Mitten im ersten Lockdown fand sich die Hotelchefin im Ausnahmezustand wieder. Ich habe jetzt massive Existenzängste. Also es ist einfach eine wahnsinnig schwierige Situation. Der Sommer brachte kurze Hoffnung. Auf 40% Gästeauslastung kam Barbara Ludwig im Juli. Jetzt vor Weihnachten darf das Hotel nur für Businessgäste öffnen. Im Schnitt 1 bis 4 Personen werden derzeit beherbergt. Ihr Hotel ist nur dank staatlicher Hilfe durch dieses Jahr gekommen. Irgendwie. Und so fällt die Wahl des Christbaumsymbols auf diesen hier. So, ich hänge den Popeye auf. So bin ich mir manchmal vorgekommen dieses Jahr. Der ist eigentlich eine Frohnatur und schlittert aber immer wieder in Probleme oder sehr oft sogar. Und eigentlich geht ihm dann die Puste aus und dann holt er sich von irgendwoher die Energie und den Optimismus und die Kraft zurück und dann geht's wieder super weiter und der trotzt allen Widrigkeiten. So hat jeder seine eigene Strategie, um mit der Krise umzugehen. Doch wie sieht es mit der Gesellschaft in der Gesamtheit aus? Bernhard Kittel leitet seit Anfang der Krise das Corona-Panel. Anhand wöchentlicher Umfragen wird die Stimmung in der Bevölkerung abgefragt. Und die ist für ihn zurzeit erschreckend. Sein Symbol für den Baum ist der Stern aus der europäischen Fahne, aber in der wahren Farbe rot, denn er sieht unsere Grundwerte in Gefahr. Man beobachtet eine wachsende Ungeduld mit den Schwachen in der Gesellschaft, eine sinkende Bereitschaft, Schwachen zu helfen. Und das bedeutet, dass sich eine Stimmung durchzusetzen beginnt, dass Hauptsache ich setze mich da auch, Hauptsache ich komme gut durch die Krise und alle anderen sind mir egal. Und das ist eine Verschiebung, diese Stimmung war am Anfang der Krise überhaupt nicht vorhanden. Da war es genau das Gegenteil. Andreas Hartl versucht derweil, sich selbst zu helfen. Indem er gebrauchte Bürosessel für andere herrichtet und weiterverkauft, schafft er sich einen Übergangsjob, bis er wieder als DJ arbeiten kann. Nur jammern, raunzen, hilft einmal gar nichts, ändert auch nichts. Und Hilfe, Hilfe, ändert in Wirklichkeit auch nichts. Du kannst nur schauen, dass du irgendwas tust und tätig wirst, dass du halt irgendwie über die Runden kommst in Zeiten wie diesen, wie 2020. Für all diejenigen, die sagen, ach, ich bin froh, wenn das neue Jahr kommt und das alte Jahr endlich vorbei ist. Und ich denke mir nur die ganze Zeit, freut euch da nicht so früh. Der schwierige Teil, der kommt erst. Also noch ist das nicht vorbei. Ich glaube, das war erst der Anfang. Es wird jetzt noch schwieriger. Alle meine Freunde sagen es und mir geht es auch so, dass Menschen gerne wieder reisen möchten und
Freunde treffen wollen und gut essen gehen wollen oder einen guten Drink nehmen wollen in meiner Bar. Also insofern weiß ich, dass besteht aller Grund zur Hoffnung. Nicht? Es geht darum, wann wird das wieder sein. Es bleibt auch für das kommende Jahr das Prinzip Hoffnung. Ein Prinzip, das viele schon durch dieses schwierige Jahr getragen hat. Das gilt sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft im Gesamten. Wie wird sich Österreichs Wirtschaft in den kommenden beiden Jahren entwickeln? Das ist mitten in einer Pandemie wohl schwer vorherzusagen. Dennoch haben WIFO-Chef Christoph Badelt und Martin Kocher, Chef des IHS, heute ihre Prognosen für die Jahre 2021 und 2022 abgegeben. Wir schauen jetzt in diese Präsentation hinein. Schönen guten Tag. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, virtuell. Ich starte gleich los. Die Pandemie ist sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich zu einer gewissen Wellenfunktion geworden, so wie das befürchtet wurde. Wir haben ein starkes Schrumpfen der Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 erlebt, dann ein recht gutes drittes Quartal, ein Aufholen und jetzt im vierten Quartal durch den neuerlichen Lockdown wieder ein Schrumpfen im Vergleich zum Vorquartal, also wie eine Welle, die sich so entwickelt. Dabei folgt die wirtschaftliche Entwicklung sehr stark dem Infektionsgeschehen. Wir haben beobachtet, dass bei steigenden Infektionszahlen aufgrund behördlicher Schließungen, aber auch aufgrund der Erwartung behördlicher Schließungen, das Wirtschaftsgeschehen zurückgeht. Und wenn die Infektionszahlen sinken, dann können die Schließungen gelockert werden, die Einschränkungen, und wir haben steigende wirtschaftliche Aktivität und die Wirtschaft wächst. Deshalb haben wir der Prognose vom Institut für höhere Studien den Titel gegeben, erneute Infektionswelle bremst den Aufschwung. Wir haben ja schon in der letzten Pressekonferenz im Oktober darauf hingewiesen, dass es diese Kopplung zwischen Infektionsgeschehen und wirtschaftlicher Entwicklung gibt und haben damals auch aufgerufen, möglichst die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten. Da gab es sogar Fragen, warum wir als Wirtschaftswissenschaftler über Infektionen so viel sprechen. Ich glaube, es hat sich jetzt gezeigt, dass es tatsächlich diesen engen Zusammenhang gibt. Aufgrund des Lockdowns im vierten Quartal und aufgrund der etwas schlechteren Aussichten, vor allem im Bereich Tourismus und Dienstleistungen im ersten Quartal 2021 und der weiterhin relativ hohen Infektionszahlen, haben wir die Konjunkturprognose des Instituts für höhere Studien für das Jahr 2020 und 2021 im Vergleich zum Oktober nach unten revidieren müssen. In aller Kürze die wichtigsten Zahlen. Wir erwarten ein Schrumpfen der gesamtwirtschaftlichen Aktivität des Bruttoinlandsprodukts in Österreich 2020 von 7,5% im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings erwarten wir auch, und das sind die positiven Nachrichten, Wachstum im nächsten Jahr 3,1% 2021 und 3,8% 2022. Das ist aber verhaltener als noch im Oktober erwartet für 2021. Die Arbeitslosigkeit steigt im Gesamtjahr 2020 auf knapp 10%, 9,9% in der Prognose. Sie wird sich nächstes Jahr leicht reduzieren, die Quote auf 9,7%, und erst 2022 erwarten wir ein etwas stärkeres Zurückgehen auf 8,7% Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung. Die Inflationsrate ist im ablaufenden Jahr 1,4% in unserer Prognose. Wir erwarten einen leichten, moderaten Anstieg dieser Inflationsrate auf 1,6% 2021 und 1,9% 2022. Zu den Unsicherheiten und Risiken in dieser Prognose sage ich gleich dann noch mehr. Wichtig, glaube ich, ist auch die Annahmen zu dieser Prognose ganz transparent zu machen. Wir haben in den Annahmen folgende Grundvoraussetzungen. Wir erwarten, dass es ein Auslaufen der Gesundheitskrise, wie auch immer, im Laufe des Sommers 2021 gibt. Das heißt, dass im Herbst und im vierten Quartal die Wirtschaft nicht mehr oder nur mehr minimal durch die Gesundheitskrise direkt beeinflusst wird. Das bezieht sich eben auf Schließungen oder Einschränkungen. Wir erwarten einen stärkeren Rückgang beim Tourismus und in der Freizeitwirtschaft im ersten Quartal, als das noch im Oktober der Fall war, aber keinen längeren harten Lockdown im ersten Quartal in unserer Prognose.
Wir erwarten immer noch Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Aktivität im zweiten Quartal, aber auch da keinen harten Lockdown und eben dann im dritten und vierten Quartal 2021 keine massiven Beeinträchtigungen mehr. Damit komme ich auch schon zu den Komponenten der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, die dieses Gesamtbild, das Schrumpfen von 7,5% dieses Jahr und das Wachstum von 3,1% nächstes Jahr treiben. Es ist vor allem der Konsum, der dieses Mal sehr stark konjunkturreagibel reagiert. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen belasten vor allem die Konsummöglichkeiten der privaten Haushalte, die Wirtschaft. Dazu kommt die hohe Unsicherheit. Wir sehen einen Einbruch der Konsumausgaben von 8,3% dieses Jahr. Das ist im historischen Vergleich unglaublich hoch. Allerdings erwarten wir auch, dass der Konsum nächstes Jahr wieder ziemlich stark zulegt mit 5,6% Wachstum. Die verfügbaren Einkommen bleiben aufgrund der staatlichen Hilfsmaßnahmen relativ stabil. Das heißt, was jetzt nicht konsumiert wird, fließt sehr stark in die Sparquote. Wir erwarten einen Anstieg, einen kräftigen Anstieg der Sparquote auf 14,2% und erwarten, dass in den nächsten Jahren diese Sparquote wieder abgebaut wird und 2022 nur mal leicht über dem Vorkrisenniveau von gut 8% zu liegen kommt. Die Investitionen sind normalerweise das Aggregat, das am stärksten auf die Konjunktur reagiert in normalen Rezessionen. Das ist in diesem Fall nicht der Fall. Wir sehen, dass sich zwar aufgrund der Unsicherheit und aufgrund der schlechten Eigenkapitalausstattung in einzelnen Bereichen der Wirtschaft die Investitionstätigkeit verschlechtert hat, aber sie ist nicht so stark gesunken wie der Konsum. Wir sehen einen Rückgang 2020 der Anlageninvestitionen um 4,9%, Ausrüstungsinvestitionen um 6,5% und Bauten um 3% und schon wieder 2021 eine Gegenbewegung. Die Investitionen werden auch stabilisiert durch die staatlichen Maßnahmen, insbesondere durch die Investitionsprämie, die vor allem den zeitlichen Verlauf der Investitionen verändert hat. Viele Investitionen werden deshalb vorgezogen. Wenn man sich den Export, die internationalen Märkte ansieht, gibt es nicht da auch einen merklichen Einbruch, obwohl insgesamt der globale Warenhandel etwas weniger stark zurückgegangen ist, als wir das noch im Sommer geglaubt haben. Wir erwarten einen Rückgang um 6,5% und einen Wachstum schon wieder nächstes Jahr. Österreich ist dadurch stärker betroffen, weil eben der Anteil des Tourismus, die Reiseverkehrsexporte hoch sind. Da ist ein Einbruch von über 40% dieses Jahr zu erwarten aufgrund der Einschränkungen und auch nur ein leichtes Wachstum von 11,2% nächstes Jahr, weil eben die Annahme ist, dass gerade noch im Winter es massive Einschränkungen geben wird. Einige Details zum Arbeitsmarkt. Wir haben ein Ausgangsniveau gehabt von 7,4% Arbeitslosenquote nach nationaler Definition, die jetzt stark steigt. Auch die Kurzarbeit steigt wieder. Entscheidend ist nicht auch klarerweise, wie im März dann entschieden wird oder vielleicht schon früher, wie die Kurzarbeit weitergeführt wird. Davon hängt ab, wie die Arbeitslosenquote sich entwickeln wird. Allerdings sehen wir nur einen leichten Rückgang, wie schon erwartet, der Arbeitslosenquote im nächsten Jahr, einen stärkeren Rückgang erst 2022. Die Beschäftigung ist auch stark gefallen 2020. Das heißt, wir haben auf dem Arbeitsmarkt sicher eine schwierige Situation. Zu den öffentlichen Haushalten möchte ich noch ein paar Worte sagen. Natürlich belasten die automatischen Stabilisatoren, die sich automatisch in einer Struktur entwickeln, und die diskretionären Maßnahmen, die gesetzt wurden durch die Regierung, die öffentlichen Haushalte massiv. Es ist immer noch schwierig, eine exakte Abschätzung der Höhe des Budgetdefizits zu machen, weil es Unsicherheit über die Ausschöpfung der Maßnahmen gibt. Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass wir ein gesamtstaatliches Defizit von 10,7% im Jahr 2020 erleben werden. Auch das ist ein Rekordniveau. Die Defizitquote sollte nächstes Jahr nach den Berechnungen des IAS zurückgehen auf 6,4%, immer noch sehr hoch. Und wir glauben, dass 2022 aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik es wieder möglich sein wird, auf 3%
Defizitquote zu kommen, was dann, je nachdem wie die genaue Definition dann aussehen wird, auch wieder dem Maastricht-Kriterien entsprechen würde. Es wird aber notwendig sein, nach dem Auslaufen der Krise eine Strategie zu entwickeln, wie man die Defizite, vor allem die jährlichen Defizite, zurückführt, um die Budgetpolitik wieder auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen und vor allem auch gleichzeitig Wachstumspotenziale zu heben, die uns helfen würden, die Verschuldungsquote nach unten zu führen. Da gibt es durchaus eine Reihe von Möglichkeiten, die wir immer angesprochen haben, mittelfristige Einsparungspotenziale, gleichzeitig Strukturreformen, dazu können wir vielleicht später noch was sagen, die notwendig sind, um diesen nachhaltigen Budgetpfad wieder zu erreichen. Bei allfällig diskutierten einnahmeseitigen Maßnahmen ist aus unserer Sicht zu berücksichtigen, dass die Abgabenquote in Österreich ohnehin schon relativ hoch ist im internationalen Vergleich. Wenn wir jetzt noch kurz ins Ausland schauen, dann sieht man, dass die Eurozone, der Euroraum, besonders stark durch die Covid-Krise belastet ist. Die Wachstumsentwicklung im Euroraum ist sehr synchron zu jener in Österreich. Wir haben ein Schrumpfen von 7,3% in der Prognose 2020 für den Euroraum, ein Wachstum von 4,7% im nächsten Jahr und dann 3% im Jahr 2022, also leicht verschoben zu Österreich, aber im Prinzip sind wir sehr nahe am Durchschnitt der Eurozone. Im Gegensatz dazu zum Beispiel China wird dieses Jahr um 2% sogar wachsen, also kein Schrumpfen erleben, hat die Krise hinter sich gelassen weitgehend. Und wir erwarten Wachstumsraten von 7,5% und 5,8% in den Folgejahren für China. Und auch die USA, wo der Konsum weniger stark eingebrochen ist, hat nur einen Rückgang von 3,8% in diesem Jahr zu erwarten und Steigerungsraten der wirtschaftlichen Aktivität von 3 und 3,4% in den Folgejahren. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es nicht Länder gibt, wo der Einbruch noch stärker ist als in Österreich. Und das führt eben dazu, dass Österreich gerade in der Exportwirtschaft betroffen ist, weil es wichtige Handelspartner von Österreich sind. Italien mit 9% Einbruch dieses Jahr, Frankreich mit 9,5% Einbruch dieses Jahr. Und am schlimmsten getroffen in Europa von den großen Ländern, das ist jetzt nicht der wichtigste Handelspartner für Österreich, aber trotzdem mit 11% das Vereinigte Königreich. Zu den Prognoserisiken, bevor ich dann am Schluss noch kurz zu den wirtschaftspolitischen Implikationen komme. Wir haben weiterhin sehr hohe Prognoserisiken, eine große Unsicherheit in der Vorhersagekraft. Das größte Risiko ist klarerweise weiter die Entwicklung der Pandemie, wie sich eben die Infektionszahlen entwickeln, in welchen Staaten es Lockdowns gibt, die dann möglicherweise durchschlagen auf Österreich über die Exportwirtschaft, die Reisewarnungen. Das sind die größten Unsicherheiten klarerweise für Österreich. Natürlich wird eine große Hoffnung auf den Impfstoff gesetzt, der jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage auch zugelassen wird im EU-Raum. Allerdings könnten sich auch dort Engpässe bei der Produktion, bei der Verteilung oder auch eben andere negative Nachrichten im Zusammenhang mit den Impfungen zu einer etwas schlechteren Entwicklung führen, zu mehr Pessimismus führen. Es besteht natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass bei einer Einstellung von Unterstützungsmaßnahmen Konkurse drohen. Da sehen wir zwar keine akute Gefahr, aber wir haben eine Verschiebung von Unternehmensinsolvenzen und es muss sichergestellt werden, auch da gibt es keine akute Gefahr, aber es muss sichergestellt werden, dass diese Welle, die vielleicht droht, auch gut gemanagt wird und es zu keinen Zweifeln an der Stabilität des Finanzsektors kommt. Am Arbeitsmarkt sind die Probleme sicher fast am größten im Moment, weil wir einfach sogenannte Hysteresis-Effekte erwarten, die den Erholungsprozess stärker als erwartet in die Länge ziehen könnten. Und dann gibt es nicht, und das ist jetzt ein Risiko, das wir seitdem fast ich diese Prognosen auch präsentieren darf, immer wieder erwähnen, und das ist der Brexit. Vielleicht wissen wir tatsächlich Ende dieser Woche, in welcher Art und Weise die Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU gestaltet sind. Im Moment ist das noch unklar. Es gibt aber auch Aufwärtspotenziale, also Chancen oder positive Risiken. Wir könnten durchaus einen etwas schnelleren, kräftigeren Konjunkturaufschwung erleben, wenn eben die Durchimpfung der Bevölkerung rasch und effektiv passiert.
weil eben die Sparquote so stark gestiegen ist, dass wir durchaus starke Nachholeffekte im Konsum erwarten, wenn es wieder Sicherheit gibt. Es könnte auch sein, dass sich der Welthandel besser entwickelt. Er hat sich schon besser entwickelt als noch erwartet vor einiger Zeit. Und es gibt durchaus positive Signale, zum Beispiel aus Asien. Das könnte zu einem Wachstumsmotor sich entwickeln. Und es könnte sein, dass sich, wenn die Pandemie rascher beendet wird als erwartet, Tourismus und Freizeitwirtschaft in Österreich schneller erholen, als wir das noch in dieser Prognose erwarten. Ich komme zu den Schlussfolgerungen, die mache ich relativ kurz. Wir haben also diese Wellenfunktion und wichtig ist, diese Welle im Griff zu behalten aus meiner Sicht. Das heißt, wir müssen es jetzt dann wirklich schaffen und da hatten wir eine Schwächephase aus meiner Sicht im Laufe des Herbstes, dass die Strategie von Testen und Nachverfolgen funktioniert, dass es möglichst viel Testen gibt. Wir haben schon sehr früh darauf hingewiesen, dass die Strategie, viel zu testen, entscheidend ist, um die Pandemie im Griff zu behalten und dann klarerweise als nächsten Schritt die wirtschaftlichen Folgen möglichst gering zu halten. Es wird auch sehr wichtig sein, einen ganz konkreten Impfplan zu entwickeln. Den gibt es weitgehend, aber da müssen auch Szenarien festgeschrieben werden. Und auf Basis dieses Impfplans und diesen Szenarien braucht es auch wirtschaftspolitische Pläne. Eine möglichst strukturierte Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung, der wirtschaftspolitischen Maßnahmen für die nächsten Jahre. Aus meiner Sicht gibt es da drei Aspekte, die entscheidend sind. Erstens der Aspekt der öffentlichen Haushalte. Man müsste im ersten Halbjahr nächsten Jahres eine Strategie entwickeln, wie man wieder zurückkommt auf einen nachhaltigen Budgetpfad. Da geht es um die Abgabenstruktur, es geht um die langfristigen Investitionserfordernisse und eben um die Möglichkeiten, die zu verwirklichen. Der zweite wichtige Punkt ist, relativ rasch im nächsten Jahr zu erledigen. Das ist die Zukunft der Wirtschaftshilfen, die es gibt. Da geht es um die Stundungen, die Haftungen und natürlich auch um andere Maßnahmen wie den Fixkostenzuschuss und den Umsatzersatz. Da brauchen wir eine Strategie, wie damit im Laufe 2021 umgegangen wird, je nach unterschiedlicher Entwicklung der Pandemie. Und natürlich auch für die Kurzarbeit muss es möglichst rasch eine Strategie geben, um eben Planungssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Und der letzte Punkt dieses wirtschaftspolitischen Plans umfasst die strukturellen Herausforderungen. Da geht es um Klima und Demografie und den Föderalismus aus meiner Sicht in Österreich, um eben die ersten beiden Punkte zu unterfüttern und zu sehen, welche Notwendigkeiten es gibt und welche Erfordernisse aus fiskalpolitischer Sicht. Ideal ist, wenn wir möglichst planvoll aus dieser Krise kommen, um eben allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben. Und das muss möglichst rasch 2021 aus meiner Sicht passieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit darf ich weitergeben an das WIFO. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist das Faktum wohl unbestreitbar, dass die wirtschaftliche Entwicklung ganz wesentlich durch nicht-ökonomische Faktoren geprägt ist oder bestimmt wird, nämlich durch die Pandemie. Und auch durch die gesundheitspolitischen Maßnahmen, die wegen dieser Pandemie ergriffen werden. Sie wünschen sich um diese Zeit Weihnachtsgeschenke. Ich glaube, das wichtigste Weihnachtsgeschenk wird wohl eine Impfung sein. Wir als Prognostiker können da nur kleine Geschenke bieten. Und deswegen bringe ich Ihnen heute gleich zwei Prognosen und nicht nur eine. Das ist vielleicht unser Beitrag zu Weihnachten. Was meine ich damit? Im Grunde genommen lässt sich die ökonomische Entwicklung nur vorhersagen, wenn man bestimmte Annahmen trifft über die Entwicklung der Pandemie und über die Entwicklung der Gesundheitspolitik. Und wir wählen diesmal einen anderen Zugang, als Sie ihn gerade vom IHS gehört haben. Wir teilen zwar die Meinung, dass es im Jahr 2021 zu einem Wirtschaftsaufschwung kommen wird. Aber es erscheint uns auch klar zu sein, dass sowohl der Zeitpunkt dieses Wirtschaftsaufschwungs, also insbesondere wann er beginnt und wie stark er daher in der Jahresbetrachtung ist, ganz wesentlich von der Pandemie abhängt. Und wir haben uns daher entschlossen, zwei Szenarien vorzulegen. Das eine nennen wir, wenn Sie so wollen, wie das in der Mode üblich ist, ein No-Policy-Change-Szenario. Also ein Szenario, wo nach dem heutigen Wissensstand die gesundheitspolitischen Maßnahmen nicht verändert werden
Ob das heute Nachmittag noch gilt oder nicht, das ist dann eine weitere Frage. Insbesondere unterstellen wir in diesem No-Policy-Change-Szenario, dass es keinen weiteren Lockdown gibt und daher auch keine wesentlichen Veränderungen in der Gesundheitspolitik und dass wir daher schon im ersten Quartal 2021 mit einem deutlichen Wirtschaftsaufschwung rechnen können. Alternativ haben wir durchdacht ein Szenario mit einem dritten Lockdown. Es schaut ein bisschen so aus, als ob das jetzt das Szenario wäre, das noch mehr der Wahrscheinlichkeit entspricht. Da haben wir berechnet einen vierwöchigen Lockdown, in unserer Annahme ab Ende Jänner. Aber im Endeffekt ist es ziemlich egal, wenn er auch schon früher kommt. Das hat mit den wirtschaftspolitischen, mit den wirtschaftlichen Konsequenzen wenig zu tun. Denn in diesem Fall würde das Sozialprodukt noch im ersten Quartal des nächsten Jahres abnehmen und dementsprechend die gesamte Leistung der Wirtschaft im Jahr 2021 viel schwächer sein. In beiden dieser Szenarien nehmen wir an, dass aufgrund der Durchimpfung und aufgrund der wärmeren Jahreszeit dann ab der Jahresmitte das Thema der Pandemie so weit zurückgedrängt ist, dass es die wirtschaftlichen Aktivitäten nicht mehr wesentlich einschränkt. Auf dieser Basis kommen wir zu folgenden Hauptaussagen. Ich beginne mit dem No-Policy-Change-Szenario, also mit dem Szenario, wo wir keinen Lockdown annehmen. Wir rechnen heuer mit einem Minus von 7,3% beim BIP und im nächsten Jahr mit plus 4,5 und im Jahr 2022 plus 3,5, also einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung schon im nächsten Jahr. Die Arbeitslosenquote würde leider nur gering zurückgehen. Heuer rechnen wir eben mit 9,9%. Im nächsten Jahr würden wir dann von 9,3% ausgehen und im Jahr 2022 von 8,5%. Die Inflation bleibt kein Thema, obwohl sie höher ist, als sie etwa in Deutschland oder im Euroraum ist. Was wohl auch besonders interessant ist, ist das Budgetdefizit. Wir rechnen heuer mit einem Budgetdefizit von mehr als 10%, 10,1%, und würden in dem Szenario ohne Lockdown für 2021 ein Budgetdefizit von 5,5% und im Jahr 2022 von 3% prognostizieren. Wie schaut es aus, wenn es einen dritten Lockdown gibt? Dann sind die Werte doch deutlich ungünstiger. Wir würden dann im Jahr 2021 nur mehr mit einem Wachstum von 2,5% rechnen. Im Jahr 2022 wäre das Wachstum dann aber auch wieder höher, weil eben dieser Nachholeffekt später eintritt. Wir rechnen mit 5,1%. Und das Maastricht-Defizit, also das Budgetdefizit, würde sich schon deutlich noch einmal verschärfen. Wir rechnen dann etwa 2021 schon mit mehr als 6,2%. Sie merken, wir glauben nicht, dass eine Mittellösung zustande kommt zwischen den Szenarien, sondern entweder das eine oder das andere. Hohe Arbeitslosenzahlen, düstere Prognosen der Wirtschaftsexperten. Ingrid Turner, lass es uns vielleicht ein bisschen positiv formulieren. Wann wird es denn wieder besser? Naja, das kommt ganz drauf an, muss man sagen, je nachdem, wie es mit den Lockdowns jetzt weitergeht. Und da sind die Wirtschaftsforscher schneller gewesen, als wir uns das vorstellen können und haben zwei verschiedene Szenarien berechnet. Das eine Szenario ohne neuerlichen Lockdown und das andere mit Lockdown. Und die unterscheiden sich doch ganz, ganz massiv voneinander, was die Zahlen betrifft. Vielleicht nenne ich da nur eine Zahl noch. Also ohne neuerlichen Lockdown würden wir nächstes Jahr auf ein Wirtschaftswachstum von 4,5%, auf ein BIP-Wachstum von 4,5% schauen, mit neuerlichem Lockdown von 2,5%. Das ist ein Riesenunterschied, wobei man sich fragen darf, was wissen die Wirtschaftsforscher, was wir noch nicht wissen oder nur vermuten können bis zu dieser Stelle, wie sich denn dieser Lockdown ausgestalten soll? Da verdichten sich schon ein bisschen die Hinweise, darüber können wir vielleicht später noch sprechen. Aber was schon interessant ist bei den Wirtschaftsprognosen ist, dass man ja in Betracht ziehen muss, dass in diesem Jahr, in dem die wenigsten von uns verreisen konnten, in dem es lange Phasen gibt von Zeiten, wo man kein Geld ausgeben kann, wo man sozusagen nicht einkaufen gehen kann, wo vielleicht viele Investitionen auch aufgeschoben werden und wo andererseits die zu erwartende sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit
unter Anführungszeichen nur eine hohe Arbeitslosigkeit geworden ist, aber viele Haushalte durch das Instrument der Kurzarbeit doch ein relativ fast normales verfügbares Einkommen haben, im Moment sehr viel Geld auf Sparkonten wandert. Die sind dort zwar null verzinst, aber trotzdem bleibt das Geld sozusagen erhalten. Und das ist etwas, wo auch IHS-Chef Martin Kocher gesagt hat, man rechnet damit, dass dann im nächsten Jahr die Leute dieses Geld sehr rasch ausgeben werden und es dann möglicherweise also sowohl beim Tourismus als auch beim Konsum zu einem sehr starken Anstieg wieder kommen wird. Das ist also die Hoffnung. Und er sagt aber auch gleich dazu, das hängt von der Entwicklung der Zahlen ab und die hängt wiederum vom Testen ab und vom Impfen ab und so hängt alles zusammen. Und wenn man eine gute Strategie aufsetzt fürs Testen und fürs Impfen, dann kann man wirklich sagen, wie diese Erholung sich nächstes Jahr darstellen wird. Ich glaube, die Wirtschaftsforscher werden noch sehr viel zu tun haben, um ihre Prognosen ständig zu aktualisieren. Das klingt auf jeden Fall sehr kompliziert. Dass die Leute jetzt verunsichert sind und nicht so viel Geld ausgeben wollen, das ist verständlich, für die Wirtschaft natürlich problematisch. 50 Milliarden Euro wird von der Regierung dafür veranschlagt, diese Krise zu bewältigen im Jahr 2020 und im Jahr 2021. Wie lange kann sich denn ein Staat so etwas leisten? Ein Staat wie Österreich kann sich das schon leisten. Wir können uns derzeit zu nie dagewesenen günstigen Bedingungen verschulden. Das heißt, die Zinsen, die Österreich für Staatsschulden zahlen muss, sind so niedrig wie noch nie. Das liegt an der Bonität auch des Staates. Aber natürlich hat das Ganze schon irgendwann ein Ablaufdatum. Ich meine, man darf gar nicht mehr zurückdenken an die sogenannten Maastricht-Kriterien, dass man sich nur sozusagen eigentlich laut EU-Haushaltsplan bis zu 3% des Bruttoinlandsprodukts verschulden darf. Christoph Bartelt hat gerade gesagt, wenn es so weitergeht, dann liegen die Staatsschulden bald bei 10% des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist schon richtig viel Holz. Und da wird man sehr, sehr bald darüber reden müssen, wie man das Budget wieder auf die Reihe bekommt. Da schwirren ja jetzt schon Vorschläge herum und Ideen herum, Vermögensteuer und. Diese Diskussion wird anfangen, sobald die Corona-Pandemie halbwegs im Griff ist, bin ich mir sicher. Du hast es schon erwähnt, es gibt jetzt erste Meldungen, dass neue Maßnahmen geplant sind. Wir werden darüber gleich ausführlich sprechen. Vorher schauen wir uns aber noch einen Beitrag an. Eines der großen Themen heute ist die Frage, ob uns nach Weihnachten ein neuerlicher harter Lockdown bevorsteht. Gerade erst hat die Regierung den zweiten Lockdown ein wenig entschärft. Da stehen uns offenbar schon wieder strengere Maßnahmen bevor. Nach den Weihnachtsfeiertagen könnte es soweit sein. Ob es dazu kommt, das soll heute bei einem Treffen zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten entschieden werden. Philipp Maywald berichtet. Bis zu den Weihnachtsfeiertagen wird wohl alles bleiben, wie es ist. Danach, ab dem 26. Dezember, könnte es aber zu weiteren Verschärfungen bis hin zu einem dritten Lockdown kommen. Darüber soll heute Nachmittag bei einem Treffen zwischen den Landeshauptleuten und der Bundesregierung entschieden werden. Zu heftigen Meinungsverschiedenheiten dürften die Ideen der Bundesregierung führen, die Skigebiete auch nach dem 24. noch geschlossen zu halten. Das Problem? Die Zahl der Neuinfektionen wie auch die Zahl der Toten, beide sind nach wie vor zu hoch. Dementsprechend deutlich sind auch die Warnungen aus den Spitälern. Tatsächlich wäre es mein Appell, dass man jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage speziell diese Weihnachten als eine Ausnahme ansieht und akzeptiert und tatsächlich sich so gut es wie nur irgendwie möglich ist zurückhält mit den sozialen Kontakten. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach sich zuletzt für eine Weihnachtsruhe für den Handel aus. In dem Falle sollte zwischen dem 24. und dem 6. Jänner der Handel aus meiner Sicht für wenige Tage zwischen den Feiertagen, Neujahr und dem 6. Jänner geschlossen bleiben. Eine neue Studie aus der Universität Oxford kommt zu dem Schluss, dass ein Versammlungsverbot von mehr als 10 Personen sowie das Schließen von Schulen und Universitäten zu den effektivsten Maßnahmen zählen. Sie hätten Anfang dieses Jahres den größten Einfluss auf die Eindämmung der Pandemie gehabt. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil forderte einen harten Lockdown. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober war gestern jedenfalls eines klar: Das ist nach wie vor eine dramatische Überbelastung der intensivmedizinischen Kapazitäten. Von einer Entspannung im eigentlichen Sinn können wir nicht reden. Heute Nachmittag um 15 Uhr soll das Treffen stattfinden. Eine Entscheidung wird wohl bei dem anschließenden Pressetermin bekannt gegeben werden.
Ja, und ein paar Dinge dürften jetzt schon in die Öffentlichkeit dringen. So schreibt der Kurier zum Beispiel, dass die Schulen bis zum 18. Jänner wohl geschlossen bleiben. Ingrid, was ist denn sonst noch an die Öffentlichkeit gedrungen? Ja, dieses Datum 18. Jänner, das dürfte ein bedeutenderes werden, als wir uns jetzt vielleicht denken, nicht nur auf die Schulen zu treffen. Mehrere Medien berichten, es soll einen Lockdown bis 18., manche sprechen sogar bis 24. Jänner geben, Interpretationsspielraum beim Begriff Lockdown offen, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber also da könnte ein dickeres Ding auf uns zukommen, als wir uns jetzt vielleicht denken, denn ursprünglich haben viele gedacht, na gut, also zwischen Weihnachten und dem Dreikönigsfeiertag am 6. Jänner sperrt man halt nochmal zu, um zu verhindern, dass während der Weihnachtsfeiertage, wo sich viele Leute treffen, so oder so, dass da die Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen. Aber jetzt sieht es so aus, als würde zumindest möglicherweise die Bundesregierung mit diesem Vorschlag an die Länder gehen, dass es nochmal einen ganz, ganz harten Lockdown, einen sehr langen Lockdown geben könnte. 18. Jänner habe ich schon gelesen, jetzt lese ich gerade in der kleinen Zeitung 24. Jänner, die Entscheidung sei gefallen, dass quasi ein ganzes Monat lang Österreich wieder auf Minimalbetrieb heruntergefahren wird. So, aber was heißt das jetzt? Also lassen wir das Revue passieren, Schulen. Haben wir schon gehört. Ursprünglich soll es eine Testreihe noch geben am 7., 8. Jänner. Und dann die Schulen am 11. Jänner aufsperren mit nur getesteten Menschen im Idealfall. Da war ja auch so ein bisschen die Frage, verpflichtend oder nicht verpflichtet, bis heute nicht zu Ende diskutiert. Ist vielleicht hinfällig, wenn man das so ausdehnen will, die ganze Sache. Dann Handel, schwierige Frage. Vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester und 6. Jänner, ja, da geht es um Geschenke umtauschen und solche Sachen, Gutscheine einlösen, bitter für den Handel, ganz sicher. Skilifte, da berichten mehrere Medien mittlerweile, bei den Skiliften könnte es so sein, dass man die Entscheidung darüber den Landeshauptleuten überlassen könnte. Dass man sagen könnte, ihr entscheidet selbst, ob ihr dort aufsperren wollt oder nicht. Das ist möglicherweise auch eine Sache, wo man sagt, diese heiße Kartoffel, sollen die jetzt einmal selber in die Hand nehmen. Wir können uns ja zurückerinnern, im Frühjahr gab es immer wieder dieses Hin und Her zwischen Bund und Ländern. Wer soll es entscheiden, soll es regionale Unterschiede geben? Stichwort Ampel, Corona-Ampel, haben wir schon fast wieder vergessen. Corona-Ampel in einem Bundesland rot kann diese und jene Maßnahmen erlassen. Also es verdichten sich die Hinweise offenbar, dass es einen sehr langen Lockdown geben wird, aber entschieden wird und ausverhandelt werden die Bedingungen mit den Landeshauptleuten wohl heute Nachmittag und dann heute Abend irgendwann bekannt gegeben. Wenn wir uns erinnern, wie diese Maßnahmen vor dem zweiten Lockdown diskutiert worden sind, zum Beispiel die Schulschließungen, da hat man lange darüber gerätselt, kann man das machen, was würde es bedeuten? Das braucht ja auch alles Planung und Vorlauf. Was passiert denn, wenn das jetzt über Weihnachten beschlossen wird? Wer könnte das denn vorbereiten? Naja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben mittlerweile schon ein bisschen eine Lockdown-Routine eigentlich. Also jeder weiß schon irgendwie, wie sowas geht. Zusperren im Endeffekt. Und natürlich über die Weihnachtsfeiertage Unterricht hätte sowieso keinen gegeben, das wissen wir. Bei den Schulen habe ich den Eindruck, dass das Distance Learning schon stark ausgebaut wurde jetzt auch. Es gibt jetzt auch weitergehende Entscheidungen über diese Gratis-Laptops an den Schulen. Wenn man ein bisschen versucht, uns zurückzuerinnern, was da schon alles angekündigt und versprochen und in die Wege geleitet wurde, dann muss man auch einmal auf die Umsetzung schauen. Und da werden jetzt offenbar kommen jetzt erst später, aber doch erste Schritte in Gang. Aber ich glaube, also an den Oberstufen funktioniert das mittlerweile einigermaßen. Ja, die Vorbereitung eines dritten Lockdowns, da kann man, glaube ich, die Pläne dafür von Anfang November aus der Schublade ziehen und dann einfach noch einmal auf Restart drücken. Aber eine Sache ist ganz interessant, die auch schon in mehreren Zeitungen durchsickert. Offenbar ist das Ende des Lockdowns etwas ganz Neues. Der soll dann nämlich nicht einfach aufhören und jeder geht wieder seiner Wege, sondern es muss sich jeder freitesten dann. Und dieses Freitesten, das geistert schon länger ein bisschen herum, ob das eine gute Strategie wäre, dass man dann sagt, okay, und wenn ich dann einen negativen Corona-Test habe, dann kann ich ins Geschäft, ins Büro, vielleicht auch dann wieder zu Veranstaltungen, ins Theater, ins Kino, ins Konzert, ins Fußballstadion, wo auch immer hin. Also wir haben es schon ein bisschen besprochen, das Testen und die Verfügbarkeit von Tests,
Das könnte zu einem Gamechanger werden, so lange, bis dann wirklich eine ordentliche Anzahl in der Bevölkerung geimpft ist. Und das ist offenbar eines der Dinge, das jetzt da liegt für das Ende des Lockdowns 3, wann immer der sein wird. Aber diese oft beschworene Freiwilligkeit bei den Massentests, die wird dann wohl wegfallen. Ja, die Frage ist, ob man das dann wieder mit einem Massentest tatsächlich organisiert oder wie man das dann überwacht. Aber da gibt es auch interessante Beispiele. In Israel zum Beispiel. Israel ist ganz, ganz hart getroffen worden, auch von der zweiten Welle, hat einen ganz schmerzhaften Lockdown hinter sich. Jetzt beginnt auch dort wieder die Zahl in die dritte Welle hineinzusteigen, die Zahl der Neuinfektionen. Und dort hat man jetzt auch schon mit dem Impfen begonnen. Und da verfolgt man die Strategie, dass man den Leuten sagt, sie bekommen einen Impfpass, einen grünen Pass. Und dieser Pass weist sie aus als geimpft. Und mit diesem Pass ist das eine Art Freifahrtschein für Bewegungsfreiheit. Mit dem kann man hingehen, wo man möchte. Und wenn das Schule macht, dann muss man sagen, dann könnte man im ersten Schritt sagen, wenn du getestet bist, hast du eine gewisse Bewegungsfreiheit und im nächsten Schritt dann auch, wenn du geimpft bist. Darauf deuten auch so Dinge hin, wie dass es endlich, muss man sagen, einen elektronischen Impfpass geben wird. Der soll jetzt schneller kommen als ursprünglich angedacht. Und denkt man sich auch, ich kann mich nicht immer erinnern, wann ich mich das letzte Mal gegen Zecken zum Beispiel habe impfen lassen, ist schon ein paar Jahre her. Und mit einem elektronischen Impfpass hat man zumindest selber einen Track Record und die Gesundheitsbehörden können anonymisiert natürlich dann auch sagen, so und so viele Leute haben sich tatsächlich impfen lassen. Es wird wichtig sein, dass man das erfassen kann und auch weiß dann, wie groß ist die Durchimpfungsrate. Und mit einem solchen, von einem solchen elektronischen Impfpass ist dann der Weg nicht mehr sehr weit zu einem wie auch immer gearteten Ausweis, sei das nun in Form einer App, eines QR-Codes oder eines in Israel grünen Impfpasses, der dann möglicherweise uns die Freiheit gibt, als geimpfte Menschen unsere Bewegungsfreiheit wieder voll ausleben zu können. Also da deutet sich schon etwas an. Wäre ja auch abseits von Corona sehr praktisch, so ein elektronischer Impfpass. Jetzt hast du vorher gesprochen davon, dass wir Lockdown-Routine haben. Der Gesundheitsminister hat in dem Interview, das du mit ihm geführt hast, gesagt, es gibt eine Pandemie-Fatigue. Er sagt, lange wäre eine solche Belastung nicht mehr auszuhalten. Und der Bundeskanzler wiederum sagt, im Sommer wird das Leben mehr oder weniger normal sein. Denkst du, dass es so kommen wird? Ja, wir haben gestern Gerald Lehner gehört, den Infektiologen, Epidemiologen, der gesagt hat, ja, es könnte auch bis in den Herbst hinein dauern. Und ich glaube, das hängt eben sehr stark davon ab, wie groß die Impfbereitschaft der Menschen sein wird. Die kann man natürlich mit solchen Maßnahmen wie lass dich impfen und du genießt die volle Bewegungsfreiheit durchaus anregen, diese Impfbereitschaft, glaube ich. Damit kann man auch das leidige Thema Impfpflicht vom Tisch fegen, weil es gibt dann keine Impfpflicht de facto. Die FPÖ würde sagen, es gibt eine Impfpflicht durch die Hintertür, wenn man sich sozusagen nicht mehr, wenn man nicht reisen darf zum Beispiel ohne Impfung. Aber das sind halt Dinge, die mit dieser Pandemie eben auch kommen, diese neuen Realitäten. Und diese Pandemie-Fatigue, die ist sicher da. Ich habe schon heute früh eine Umfrage zitiert des Market-Instituts, wonach das sich ziemlich die Waage hält. Die Leute, die sich sehr streng an die Maßnahmen halten wollen und das in Ordnung finden, diese Maßnahmen, und die anderen, die sagen, es ist mir alles wurscht, ich halte es nicht mehr aus, ich tue, was ich will. Und in etwa das gleiche Gewicht ist auch bei Testen und Impfen zu sehen. Also das halten sich Befürworter und Gegner fast genau die Waage, oder muss man sagen, Skeptiker fast genau die Waage. Und dieses Verhältnis umzudrehen und zu bewegen in Richtung, mehr Leute sollen sich impfen lassen und vielleicht im ersten Schritt auch mehr testen lassen, das wird, glaube ich, die schwierigere Aufgabe sein, als zu sagen, wir sperren halt wieder für 3-4 Wochen alles zu. Wir werden später in der Sendung noch ein Gespräch mit Barbara Tutschek sehen von der AGES. Sie hat mir in einem 4-Augen-Gespräch gesagt, dass es sehr wichtig ist für sie, dass man die Leute darauf aufmerksam macht, dass Nebenwirkungen zu erwarten sind, aber nur kleine, sozusagen vernachlässigbare. Trotzdem, wie kann man denn ausschließen, dass es Langzeitwirkungen gibt, wenn diese Testphase eigentlich total eingeschränkt wird? Ich zitiere gerne Ursula Wiedermann-Schmidt, die bei uns schon sehr, sehr häufig zu Gast war, die sich wie keine andere da auskennt, glaube ich, weil sie auch in der Nationalen Impfkommission ist. Sie ist auch am Robert-Koch-Institut. Sie ist also die Impfexpertin des Landes. Und sie sagt, es gibt nie eine Impfung, die
die sozusagen erfunden wird und die schon Langzeitstudien nachweisen kann. Denn sonst müsste man 20 Jahre auf eine Impfung warten. Das wäre ja vollkommen sinnlos. Also wie sich in 20 Jahren diese Impfung auswirken wird, das weiß man natürlich nicht genau. Aber beim Stand der Wissenschaft heute, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass mit diesen Impfreaktionen, und davon sprechen wir, von einer kleinen Beule, vielleicht 2 Tage Kopfweh, ein bisschen Fieber oder sowas, also im Vergleich zu einer schweren Covid-19-Erkrankung wirklich vernachlässigbare Reaktionen, die bisher eben registriert worden sind. Ja, das, glaube ich, muss man den Leuten sagen. Diese Reaktionen kann es geben. Wir haben ja auch aus Großbritannien gehört, dass schwere Allergiker, die schon einmal einen anaphylaktischen Schock hatten, eventuell stark reagieren. Darauf muss man wohl vorbereitet sein. Aber das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Und bei den allermeisten ging das offenbar ganz problemlos jetzt mit dieser Impfung. Und auch das hat Rudolf Anschober in diesem Gespräch ein bisschen auch im Hintergrund erzählt, natürlich warten alle schon auf Impfungen der zweiten, dritten Generation. Da wird ja weiter geforscht, weiter gearbeitet. Das ist ja jetzt diese Impfungen, die jetzt auf den Markt kommen, sind sozusagen die allerersten, die eben den schweren Erkrankungsverlauf verhindern sollen. Irgendwann gibt es dann vielleicht auch eine Impfung, die eine Ansteckung verhindern werden. Und wenn das der Fall ist, wäre das natürlich überhaupt großartig und dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Dann schauen wir doch jetzt gleich einmal hinein in dein gestriges Gespräch mit Rudolf Anschober. Er hat einen Rückblick auf das jetzt schon historische Jahr 2012 gegeben. Und zwar hat er über den Umgang mit einer einzigartigen Krise gesprochen, über einen politischen Grenzgang beim Kampf gegen das Virus und über ein paar Einschnitte, über politische Kämpfe im Kampf gegen Corona. Ein paar Ausschnitte sehen Sie jetzt. Gestatten Sie mir gleich zu Beginn einen Blick zurück am 25. Februar. Dieses Datum ist Ihnen wahrscheinlich so geläufig wie mir. Ich habe schon die ersten Bilder jetzt vor mir. Kann ich mir gut vorstellen. Sind die ersten beiden Corona-Infektionen in Österreich entdeckt worden? Sie haben den Kampf gegen die Pandemie schon öfter mit einem Marathon verglichen. Die Marathondistanz, die sind, wie wir alle wissen, 42,195 Kilometer. Ihrer Einschätzung nach, wo auf dieser Strecke sind wir mittlerweile ungefähr? Große Frage. Ich bin ja selbst Marathon gelaufen und sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man in Form ist. Wirkt die Strecke enorm lange oder es geht relativ flott dahin? Also so rein vom Bauchgefühl her würde ich sagen, wir sind irgendwo bei Kilometer 30. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass damals Züge am Brenner aufgehalten worden sind, weil man Angst gehabt hat, das Virus aus Italien einzuschleppen. Zur gleichen Zeit sind völlig ungehindert Direktflüge aus China in Schwechat gelandet und niemanden hat es gekümmert. Hat man da überhaupt schon die Ahnung gehabt, was da auf uns zukommt? Es kommt darauf an, von welchem Zeithorizont wir jetzt reden. Ich kann mich erinnern, wie ich in diese Funktion kommen durfte als Gesundheits- und Sozialminister. Das war der 7. Jänner. Damals hat es im ORF ein paar Tage davor vom Josef Dollinger aus Peking die ersten Berichte gegeben über die Pandemie. Und ich kenne und mag den Kollegen Dollinger und habe mir gedacht, na, jetzt hat er wahrscheinlich übertrieben. Das war so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe als Medienkonsument, da ist wahrscheinlich wenig los in den Neujahrstagen, da kriegst du mehr Sendezeit und da musst du ein bisschen üppiger gestalten. Wir haben dann in den ersten Arbeitstagen bei uns im Ressort die ersten Fachexpertinnen und Fachexperten gefragt und die haben gesagt, na, ganz schwer zu sagen in dieser Anfangsphase, bleibt das eine regionale Epidemie, so wie viele, oder wird das etwas, was auch für uns in Europa relevant ist? Dann hat es keine 3 Wochen mehr, 2,5 Wochen eigentlich ab dem Zeitpunkt nur mehr gedauert. Da hat die Bundesregierung beschlossen, quasi ganz Österreich zuzusperren. Das ist also unglaublich eigentlich. Von dem Zeitpunkt, als Sie gesagt haben, nur keine Panik, bis zum ersten Lockdown 2,5 Wochen. Ja. Und man versucht sich immer vorzustellen, wie die politische Entscheidung getroffen worden ist. Das waren doch nie dagewesene Maßnahmen, die man in diesem Land und vielen anderen noch nie gekannt hat. Alles sperrt zu. Wie ist dieser Diskussionsprozess gelaufen? Wäre jetzt eine lange Geschichte. Ich bin jetzt selbst überrascht, dass das so schnell gegangen ist in Wirklichkeit, wenn man zurückschaut. Wenn man mittendrin ist in diesem Prozess, sind das ja extrem lange Tage, extrem weite Entwicklungen, große Distanzen, die man sozusagen in der Meinungsentwicklung auch geht. Und wir haben in der Regierung sehr viel zu zweit und zu viert gesprochen in der Phase.
Bundeskanzler hat eher so den Zugang gehabt in der Phase, dass er andere Staatschefs auf internationaler Ebene kontaktiert, wo wir gewusst haben, okay, die haben schon mehr Erfahrung, die sind schon unmittelbarer konfrontiert gewesen wie wir und die sind ganz gut unterwegs gewesen. Dann haben wir eine Schockwoche gehabt. Die Schockwoche hatte einen Namen, nämlich Ischgl. Eigenverantwortung ist mir schon sympathisch, muss ich ganz offen sagen. Also in einer Gesellschaft zu leben, wo Menschen freiwillig aus eigener Vernunft sozusagen mitmachen und sagen, okay, das verstehe ich jetzt, was ihr sagt und ich will meinen Beitrag leisten. Das wäre doch eigentlich das Schönste. Also natürlich wäre mir das angenehm, dass das in der Realität nicht bei 100% einer Bevölkerung umsetzbar ist, das wissen wir. Ja? Das ist die Realität, das war auch mir klar. Was uns vielleicht, den Sebastian Kurz und mich unterscheidet, neben anderen Punkten, aber in dieser Frage, die Sie ansprechen, Bundeskanzler ist schon ein schneller Entscheider und ich bin eher derjenige, der sich da lieber 2 Tage Zeit nimmt und das noch einmal überschläft und gut überlegt. Wir kommen da aber immer in dieser Ergänzung zu recht guten Entscheidungen gemeinsam. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist ja auch bekannt geworden, dass ich dann, wenn Fehler bei uns passiert sind, das auch ehrlich gesagt habe. Ich glaube, das gehört auch zu einer neuen Kultur, gerade auch in einer Krisensituation. Aber das ist wichtig insgesamt in der Politik. Niemanden gibt es, der perfekt ist. Jeder macht in so einer extremen Belastungssituation mit einer extremen Verantwortung auch Fehler. Daraus muss man lernen, das ist das Entscheidende. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wir haben ja immer dann auch Erfahrungen zusätzlich dazu gekriegt. Die Entscheidung über den Mund-Nasen-Schutz, so Anfang Mai in meiner Erinnerung, war dann schon in einer Phase, wo es eine neue Studie in Hongkong gegeben hat, die erstmals sehr klar dokumentiert hat, dass es eine massive Risikoreduktion durch den Mund-Nasen-Schutz gibt. Ich habe dann in unserem Beraterstab die Leute damit konfrontiert. Ich habe ja auch natürlich das nicht selbst entdeckt, sondern auch von jemandem aus dem Beraterstab in die Hand gekriegt, diese Studie. Und das ist dann schon mehrheitlich beachtet worden. Und genau in der Phase, auf Basis dieser Studie, hat die Weltgesundheitsorganisation ihre Position verändert. Das heißt, das ist dann schon Mainstream der Einstellung geworden. Und diese Schilderung und unser Gespräch zeigt ja, dass wir nicht alleine gesucht haben nach der Wahrheit und nach den besten Rezepten zur Bekämpfung der Pandemie, sondern dass es eigentlich ein weltweites Suchen ist. Wie würden Sie denn die Krisenkommunikation der Regierung bis jetzt so benoten? Schauen Sie, ich bin von meiner Persönlichkeit ein zutiefst positiv denkender Mensch. Das hat mir auch in dieser Krise ziemlich geholfen. Auch wenn ich da manchmal dann auch jetzt im Nachhinein zitiert wäre mit Einschätzungen aus den Archiven herausgegraben, die dann nicht hundertprozentig eingetroffen sind. Aber auch habt keine Panik, zum Beispiel, wie Sie am Beginn gesagt haben, so die erste Aussage aus der APA. Ja, ich stehe dazu. Ich finde, wenn wir uns verstecken, wenn wir uns fürchten und wenn wir Panik haben, das ist das schlechteste Rezept. Und man muss aus meiner Sicht den Glauben daran haben, das ist halt nach so vielen Monaten schon schwieriger für viele, auch für mich persönlich, ganz offen gesagt, dass das gut ausgeht und dass es bald auch gut ausgeht. Dass es eine Perspektive gibt, auf die man hoffen kann, wo man hinarbeiten kann sozusagen. Und beim Krisenmanagement, ich glaube, dass es am Beginn in den ersten Monaten sehr gut war, da gemeinsam aufzutreten, eine gewisse Kontinuität und Routine zu haben. Ich weiß, dass das schon vielen dann ziemlich auf die Nerven gegangen ist nach einiger Zeit, nach Monaten. Manche haben schon mitgezählt und Strichel gemacht, wie viel die Pressekonferenz ist dann. Es gibt keine zwei Welten. Es gibt einen Planeten, für den kämpfen wir. Und das ist die Bekämpfung der Klimakrise. Und das ist die Haupt- und Urmotivation, nicht die einzige, aber die Urmotivation der Grünen, in diese Koalition gegangen zu sein. Und da haben wir in den letzten Monaten mit einer tollen Klimaschutzministerin, Leonore Gewessler, viel, viel, viel zustande gebracht in einem Land, das eigentlich ziemlich Schlusslicht international in Europa gewesen ist, zumindest was den Klimaschutz betrifft. Dieser politische Unterhaltungswert, wer ist da jetzt ein bisschen profilierter und wer ist in den Umfragen 2% besser oder schlechter, ganz offen gesagt, in einer Pandemie, der schwersten Pandemie seit 100 Jahren, ist mir das restlos gleichgültig. Jetzt hat eine Regierung einen Job, einen Auftrag, nämlich zu handeln und nach bestem Wissen und Gewissen dieses Land durch die Krise zu bringen.
Bis die Impfung dann auch wirklich allen ÖsterreicherInnen zur Verfügung steht, wird es also noch eine Weile dauern. Derzeit ist die tägliche Zahl der Neuinfektionen immer noch hoch. Und wie stark eine Corona-Infektion verläuft, ist in den seltensten Fällen absehbar. Symptomlose und milde Verläufe auf der einen Seite, Krankenhausaufenthalte und täglich mehr als 100 Todesfälle auf der anderen. Oft sind das nur Zahlen, die man in den Nachrichten hört, ohne die Schicksale dahinter zu kennen. Regina Pöll hat für die Zeit im Bild 2 mit Menschen gesprochen, die das Virus hatten und auch mit jenen, die Angehörige durch Corona verloren haben. Jeden Tag zündet Bea Pall eine Kerze im Gedenken an ihren Lebensgefährten Janni an. Der 74-Jährige ist Ende März verstorben wegen Covid. Wo sich das Paar angesteckt hat, weiß es nicht. Zuerst war Frau Pall stärker betroffen, dann wurde Janni immer schwächer und musste schließlich doch schnell ins Krankenhaus. Noch im Rettungswagen wird er intubiert. Es war ein Intensivmediziner dabei, das war auch das Glück. Der hat sofort erkannt, dass es eine lebensbedrohliche Situation ist. Lebensbedrohlich heißt? Die Sauerstoffsättigung war zu dem Zeitpunkt ganz schlecht. Auf der Intensivstation ging es ihm teilweise besser. Dann wieder schlechter. Nach circa 2 oder 3 Tagen in diesem Spital war klar, dass er eine spezielle Maschine braucht, eine ECMO-Maschine. Und er wurde dann noch ins AKH transferiert. Die Vorerkrankungen waren nicht ausschlaggebend, sondern einzig und allein die Covid-19-Erkrankung, die zum Tod geführt hat, weil er ist letztlich an einem Multiorganversagen verstorben. Das heißt, ohne Covid kann man davon ausgehen, würde er noch leben? Ganz sicher. Vom Sterben zum Leben nach Corona. Für den Grazer Tanzlehrer Dado Ibrakovic ist das Leben jetzt umso mehr ein Tanz. Im März haben wir ihn als einen der ersten Covid-Fälle schon einmal in seinem Studio besucht. Für mich war das schon bis jetzt die längste und vielleicht schwierigste Krankheit. 11 Tage, teilweise sehr hohes Fieber. Angesteckt hat sich Ibrakovic vermutlich bei einem Tanzfestival. Heute sagt er: Ich sportel normal, gelaufen und alles. Und ich spüre jetzt keine Symptome oder irgendwelche Schwierigkeiten beim Stiegengehen, beim Sporteln. Viel länger mit Beschwerden zu kämpfen hatte der Mediziner Reinhard Doppler, trotz körperlicher Fitness und ohne wesentliche Vorerkrankungen. Ich bin Mitte März noch vor dem ersten Lockdown an Covid-19 erkrankt. Ich hatte eine Durchfallserkrankung, hohes Fieber, Atemnot und Geschmacksstörungen und war insgesamt 3 Wochen bettlägerig erkrankt, 6 Wochen im Krankenstand und habe 4 Monate gebraucht, um ungefähr an meine vorhergehende Leistungsfähigkeit anzuschließen. Die Appelle der Betroffenen: Abstand halten, Maske tragen, die Erkrankung nicht bekommen, hilft uns am allermeisten und jedem Einzelnen auch. Es hat mich Dankbarkeit gelehrt und vor allem Verstand, worauf man am meisten aufpassen soll. Auf sich selbst, seine Gesundheit und gleich danach auf die anderen. Was der Corona-bedingte Tod ihres Partners für Bea Pall, sie ist Psychotherapeutin, bedeutet: Eine breite Mischung an diversen Gefühlen. Zorn, Trauer, Verzweiflung. Ja, aber im Vordergrund steht die Trauer. Pall erinnert sich auch oft an ein Zitat aus der Oper Così fan tutte, das ihr im Sommer untergekommen ist. Wie sich doch in einem Augenblick mein ganzes Schicksal wendete. Und deshalb rät sie: Jeden Moment mit dem oder den Menschen, die wir lieben, gut und schön gestalten. Es ist kurz nach 12 Uhr. Was Sie in der kommenden Stunde noch in unserer Sendung erwartet, das sehen Sie jetzt. Verschärfungen? Die Regierung berät heute über einen neuerlichen harten Lockdown. Corona-Impfung. Barbara Tutschek von der Medizinmarktaufsicht zum bevorstehenden Impfstart. Amtsübergabe. Werner Kogler vertritt Justizministerin Alma Sadic.
Das ständige Hin und Her zwischen Lockdown und Lockerungen kann durch eine Corona-Impfung durchbrochen werden. Da sind sich ExpertInnen sicher. Und der Weg zurück in die Normalität könnte bereits in einer Woche eingeschlagen werden. Quer durch Europa wird dann mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Martin Wendel mit den Details. Die langersehnte Corona-Impfung unter dem Christbaum. Ganz so wird es zwar nicht sein, aber das vermittelte Bild ist nahezu perfekt. EU-weit sollen am 27. Dezember die Covid-19-Impfungen starten können, in Österreich freiwillig und kostenlos. Wien und Niederösterreich kündigen an, am 28. Dezember zu starten. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober stellt die Impfung eine große Chance dar. Es gibt manchmal in seltenen Phasen aber doch den möglichen Game-Changer. Also das Projekt, das alles verändern kann, das eine Wende zusammenbringen kann. Und die Impfung hat das Potenzial, genau das zu sein. Vorausgesetzt, der Impfstoff von BioNTech und Pfizer wird kommende Woche in der EU zugelassen. Zweifel daran gibt es aber kaum. Ein Gutachten der Europäischen Arzneimittelagentur EMA wird für Montag erwartet, die Zulassung durch die EU-Kommission dann für Mittwoch. Im Anschluss beginnt die Auslieferung des Impfstoffs quer durch Europa. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht angesichts des baldigen Impfstarts von einem Moment Europas. Bis Jahresende soll Österreich knapp 10.000 Impfdosen bekommen. In einer ersten Phase wird in ausgewählten Alten- und Pflegeheimen geimpft. Für das erste Quartal 2020 sollen in mehreren Tranchen dann insgesamt 900.000 Impfdosen des Vakzins von BioNTech und Pfizer in Österreich verfügbar sein. Außerdem steht zu Jahresbeginn am 6. Jänner auch die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Moderna auf dem europäischen Markt an. Ja, ich denke, die Impfung ist unser einziger Weg zurück in ein normales Leben. Das wird aber nicht sofort sein, sondern wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte von 2021. Denn erst mit der Verfügbarkeit weiterer Impfdosen wird das Impfangebot auch auf weitere Gruppen ausgeweitet. Zuerst auf Gesundheitspersonal und Hochrisikopersonen, anschließend auch auf über 65-Jährige sowie Beschäftigte der kritischen Infrastruktur. Die breite Bevölkerung kann ab dem zweiten Quartal zur Corona-Impfung. Die Betonung liegt allerdings auf kann, denn die Impfbereitschaft in Österreich ist nicht allzu hoch. Laut einer aktuellen Umfrage des Gallup-Instituts will sich momentan nur jeder Fünfte mit Sicherheit impfen lassen. Tendenz sinkend, wie die Umfrageergebnisse im Zeitverlauf zeigen. Allerdings könnte es durchaus weitere Anreize für eine Impfung geben, wie die New York Times berichtet. So planen etwa größere Airlines wie Lufthansa oder United, nur geimpfte Passagiere auf gewissen Flügen zuzulassen. Abgewickelt werden soll das über eine App, die neben Corona-Testergebnissen bald auch den Impfstatus verifizieren kann. Auch angesichts dessen warnt FPÖ-Chef Norbert Hofer am Donnerstag vor einer indirekten Impfpflicht. Seit Wochen würde auch in Österreich an einer schrittweisen Einschränkung der Entscheidungsfreiheit gearbeitet werden, so Hofer. Es geht nicht darum, die Menschen aufzufordern, sich nicht impfen zu lassen oder sich impfen zu lassen. Ich sage noch einmal, das ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Es geht darum, einen Zwang zu verhindern. Auf der Webseite impfzwang.at ruft die FPÖ jetzt zur Teilnahme an einer Online-Petition gegen eine Impfpflicht auf. Die Bundesregierung selbst erteilt einer solchen Maßnahme allerdings ohnehin wiederholt eine Absage. Und wir beschäftigen uns, wie lange es noch dauern wird, bis der Impfstoff zugelassen wird. Darüber spreche ich mit Barbara Tutschek von der AGES Medizinmarktaufsicht. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Frau Tutschek, unterschiedliche Pharmafirmen haben einen Impfstoff entwickelt. Jetzt sind die Behörden am Zug. Wie läuft denn die Zulassung genau ab? Es ist so, dass ein Dossier eingereicht wird und eine bestimmte Form des Antrags gestellt wird. Im Fall der pandemischen Impfstoffe ist es eine bedingte Zulassung. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil eine bedingte Zulassung bedeutet auch, dass bestimmte Voraussetzungen getroffen werden müssen. Es muss die Behandlung oder Prophylaxe bei Impfstoffen für eine schwere Erkrankung oder lebensbedrohliche Erkrankung sein. Es dürfen auch für diese Antragstellung keine Alternativen am Markt sein. Also es muss ein wirklich hoher Bedarf da sein seitens der öffentlichen Gesundheit. Und man nimmt hier bewusst in Kauf, dass nicht das ganze Datenset da ist, wie wir sonst bei Standardimpfungen haben. Es müssen Daten nach dieser Zulassung nachgebracht werden. Und was ganz wichtig ist, auch dieses beschränkte Datenset muss eindeutig zeigen, dass das Produkt wirksam und sicher ist.
Der Bedarf ist ohne Zweifel hoch. Viele Menschen warten auch schon sehr ungeduldig. Warum dauert es denn jetzt trotzdem noch so lange? Weil die Gutachter, und das muss man wirklich sagen, es sind die Gutachterteams der Mitgliedstaaten, die mit beispiellosem Einsatz und Hochdruck arbeiten seit Wochen, mit Wochenendarbeit, extrem langen Tagschichten. Man nimmt sich die Zeit, denn bei den Impfstoffen ist eines ganz wichtig, Sicherheit hat oberste Priorität und die muss ordentlich geprüft werden. Der letzte Stand ist, dass die Europäische Arzneimittelagentur am 21. Dezember darüber entscheiden will, ob diese Impfstoffe zugelassen werden. Gibt es irgendwelche Zweifel, dass der Termin hält? Der 21. ist vorgesehen. Die EMA hat sich in Reserve noch den ursprünglichen Termin, den 29.12. behalten. Sollten doch noch Diskussionen vonnöten sein. Das heißt, denken Sie, dass der Impfstoff dann zugelassen wird und wann wäre er dann verfügbar in Österreich? Also der Zulassung kann ich natürlich nicht vorgreifen, denn am 21.12. findet in dem Fachausschuss der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur, die wissenschaftliche Diskussion statt. Und erst dann wird man entscheiden, gibt es eine Empfehlung zur Zulassung oder nicht. So es eine Empfehlung gibt, wird die dann an die Europäische Kommission weitergeleitet und binnen 2 Tagen kann dann die Zulassung ausgesprochen werden. Davon ist auszugehen. Wenn dem so ist, könnte sofort danach geimpft werden, aber Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja kürzlich verkündet, es ist der Wunsch, dass die gesamte EU gemeinsam beginnt zum Impfen. Das wäre am 27., 28. Dezember. Aber wie gesagt, das ist Entscheidung der Gesundheitspolitik und auch der Beschaffung und die Begutachtung und Arzneimittelbehörde, in der ich arbeite, agiert streng getrennt von Beschaffung. Wir hoffen natürlich, dass es möglichst schnell geht. Und nachdem ich Sie vorhin schon gefragt habe, warum es so lange dauert, möchte ich Sie jetzt fragen, wenn es auch so schnell gehen kann, warum dauern diese Zulassungen im Normalfall viel, viel länger? Mhm. Weil wir es im Normalfall eben mit keinem Arzneimittel zu tun haben, das einen pandemischen Impfstoff oder ein Arzneimittel hat, das man dringlich im Rahmen einer Pandemie benötigt. Es gibt aber schon auch, das muss man sagen, beschleunigte Verfahren und auch bedingte Zulassungen für andere Arzneimittel. Das hat es schon immer gegeben. Zum Beispiel für Therapeutika in der Krebstherapie zur Behandlung seltener Krankheiten, wo auch ein wirklicher Bedarf für die öffentliche Gesundheit ist, wo man sagt, okay, gut, jetzt muss es wirklich sehr, sehr schnell gehen. Und beim beschleunigten Verfahren, da muss das ganze Datenset da sein und statt den vorgesehenen 210 Tagen erfolgt dann die behördliche Begutachtung in weniger als 150 Tagen. Bei der bedingten Zulassung muss nicht das ganze Datenset da sein, aber hier hat man sich auch beholfen bei den pandemischen Impfstoffen, indem man den Rolling Review eingeführt haben. Das ist eine rollierende Begutachtung, die schon noch stattfindet vor der Zulassung, während das Produkt noch in Entwicklung ist. Da bekommen die Behörden paketweise Daten, die schon abgeschlossen sind, die werden schon vor der Zulassung begutachtet, sodass, wenn dann der Zulassungsantrag kommt, es sehr schnell gehen kann, wenn man wesentliche Teile des Dossiers schon begutachtet hat. Jetzt wünschen wir uns natürlich, dass ein wirksamer Impfstoff schnell auf den Markt kommt, aber auch, dass die Sicherheitskriterien eingehalten werden. Wie sieht es denn nach der Zulassung aus? Wird der Impfstoff weiterhin evaluiert und getestet? Selbstverständlich. Also das ist auch eine der auflagenbedingte Zulassung. Heißt, es ist an Bedingungen geknüpft, die auch klar formuliert werden. Die Bedingungen, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es liegt auf der Hand, werden sicher sein, die Studien weiter zu verfolgen. Es ist geplant, die noch auf jeden Fall 2 Jahre durchzuführen. Hier Sicherheitsdaten zu erheben, natürlich auch Wirksamkeitsdaten. Wir wollen ja auch sehen, wie lang dauert der Schutz. Und eines muss man auch sagen, bei jedem Medikament greift ab Zulassung sofort die Pharmakovigilanz. Das ist die Arzneimittelüberwachung. Und jedes Produkt muss einen Risikomanagementplan haben. Das muss man sich vorstellen wie einen Sicherheitspass, der dynamisch ist und alle neuen Erkenntnisse, alle bekannten Risiken aus der Zulassung und neu auftauchende werden hier erfasst und auch entsprechend bewertet, begutachtet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Also eine könnte zum Beispiel sein, verkürzte Berichtspflichten seitens der Firmen, wo wir uns eben Berichte über Nebenwirkungen, die eingemeldet wurden, vorlegen lassen und auch Publikationen. Es wird jetzt sehr viel publiziert. Was sind die Erfahrungen auch der Wissenschaft, die das einsetzt im akademischen Bereich? Also da gibt es eine engmaschige Überwachung und ein ganz klares Draufschauen,
was passiert am Markt. Wie viel Hoffnung können Sie uns denn machen? Wird ein wirksamer Impfstoff das Coronavirus vollends ausrotten? Ich glaube, da müssen wir noch warten, bis mehrere kommen, vor allem bis auch Impfstoffe kommen, die vor Weitergabe des Virus schützen. Bei den jetzigen, die schützen vor Erkrankung, das heißt den Individualschutz. Wir wissen noch nicht, ob sie auch vor Ansteckung schützen. Das braucht noch Zeit und das wird noch einige Monate dauern. Aber es sind unzählige Impfstoffe in der Pipeline, also in der Tierversuchsphase sind über 160 beispielsweise und in der Prüfung am Menschen derzeit über 50. Manche sind schon sehr weit fortgeschritten, manche noch in den Anfangsstadien. Aber da sind vielversprechende Kandidaten dabei, die auch gut vor einer Transmission, nennen es wir, also vor einer Übertragung von einem zum anderen schützen könnten. Und dann natürlich brauchen wir viele Impfstoffe und dann brauchen wir eine sehr große Impfbereitschaft. Also wenn die nicht gegeben ist, wird man es nicht schaffen. Und so wie bei den Pocken, so eine Volksgeschichte, haben wir leider bei der Polio bis jetzt noch nicht geschafft. Hätte ja auch schon ausgerottet sein sollen. Und auch eine Reduktion der Masernfälle wäre möglich. Gab es auch noch nicht. Also grundsätzlich wäre es möglich, wenn alle mitmachen. Wie sieht es bei Ihnen persönlich mit der Impfbereitschaft aus? Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen, sobald das möglich ist? Selbstverständlich. Und auch meine Familie. Also ich empfehle es allen, die sich schützen wollen, die vielleicht auch schon ein bisschen die Nase voll haben von dem Leben, das wir jetzt haben. Ich möchte wieder Freunde einladen. Ich möchte mir keine Sorgen machen, wenn ich mit meiner Familie, die dann hoffentlich auch geimpft ist, ein Treffen habe. Ich möchte wieder auf Reisen gehen, auf Konzerte gehen. Es fehlt mir alles. Sozialleben ist von uns allen massiv beeinträchtigt, aber auch das Wirtschaftsleben. Und ich denke, wir brauchen den Impfstoff sehr, sehr dringend. Was wir wissen, ist, dass es sich um einen hochwirksamen Impfstoff handelt mit einem durchwegs akzeptablen Nebenwirkungsprofil. Die Nase voll von Corona haben wir alle. Schauen wir mal, wie viele sich impfen lassen. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Frau Tutschek. Danke für die Einladung. Ja, vielleicht beschert uns das Christkind noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest mit einem wirksamen Impfstoff. Aber wie viele Menschen würden sich über dieses Geschenk eigentlich freuen? Eine Umfrage auf den Straßen Vorarlbergs zur Impfwilligkeit der Österreicherinnen und Österreicher. Langsam müssen sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit der Frage auseinandersetzen, ob sie sich gegen Corona impfen lassen wollen. Ich werde mich impfen lassen, definitiv. Ich bin generell Impfbefürworterin, lasse auch meine Tochter impfen. Und vertraue da voll auf die Medizin und Wissenschaft. Und es ist wichtig, dass sich alle impfen lassen müssen, weil es kann ja zum Todesfall führen, weil sie sind jetzt schon mal gestorben, wie ich mitgekriegt habe, durch Vorarlberg heute. Warum? Weil das gefährliche Virus ist. Und daran können viele Leute sterben und kleine Kinder und ältere Menschen. Ja, und das sollte nicht so sein. Ich werde mich impfen lassen. Ich bin keine große Freundin vom Impfen generell. Aber natürlich werde ich mich impfen lassen, weil ich möchte, dass das Leben wieder Normalität kriegt. Ich möchte mein Gasthaus wieder aufsperren. Ich möchte wieder Hotelgäste empfangen. Und ich möchte, dass wieder Kultur in Österreich, in Lautrach, in Vorarlberg stattfindet. Ich werde mich sicher so bald wie möglich impfen lassen. Ich bin doch auch schon über 60. Ich habe auch diverse Gesundheitsprobleme. Also für mich gibt es nichts anderes als die Impfung. Doch es gibt auch andere Meinungen. Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Nein. Warum? Weil es noch nicht sicher ist, ob das überhaupt hilft. Die sind ja noch am Rätsel. Und das tue ich nicht. Haben Sie keine Angst, sich anzustecken? Nein. Ja. Jeden Tag einen Schnaps, morgen und abends, dann kannst du kein Corona kriegen. Und zudem, ich habe es Alter, entweder kriege ich es, stirb oder ich lebe weiter. Das ist meine Anschauung, ich lasse mich nicht impfen. Werden Sie sich impfen lassen? Nein, werde ich nicht machen, nein. Weder ich, noch mein Mann, noch Susep oder seine Familie. Will man dem Ganzen nicht trauen im Moment. Wir lassen zuerst mal die anderen vorlaufen, mal probieren, mal schauen, was passiert. Eventuell dann später irgendwann, aber für den Moment nein. Im Gegensatz zum Landeshauptmann ist der industriellen Präsident für eine Impfpflicht. Ich sage, als Staatsbürger gibt es Rechte und Pflichten. Und ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit, mehr Verantwortlichkeit in das Land wieder zu kriegen. Wenn man sagt, okay, wir führen wieder Impfpflicht ein. Es hat früher Wahlpflicht gegeben, die hat man abgeschafft. Und insofern, glaube ich, wäre das eine gute Möglichkeit, einfach auch um Verantwortlichkeit gegenüber dem Staat zu zeigen.
Sehr unterschiedlich sind die Meinungen beim Impfen, also in Vorarlberg, vor allem auch, weil viele Menschen verunsichert sind. Was kann die Impfung wirklich bewirken? Wie sicher ist der Impfstoff und sind Nebenwirkungen zu befürchten? Alexandra Nöbauer mit Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Corona-Impfung. Der Impfstoff gegen das Coronavirus gilt als einziger Ausweg der Pandemie. Trotzdem sinkt laut einer aktuellen Studie des Gallup-Instituts die Impfbereitschaft der Bevölkerung. Demnach wollen sich nur 22% ganz sicher impfen lassen. Aber was wissen wir eigentlich über den Stoff, der Hunderttausende Leben retten soll? Ein Überblick. Wie gut schützt der Impfstoff vor Covid-19? Der erste zugelassene Corona-Impfstoff in Europa wird jener von BioNTech und Pfizer sein. Nach den bisherigen Daten schützt der Impfstoff BNT162 mit einer Effektivität von 95% vor einer Covid-19-Erkrankung mit Symptomen. Offene Fragen gibt es noch bei der Übertragung des Virus nach der Impfung. Leider Gottes ist es so, dass wir bei diesen Impfstoffen nicht davon ausgehen können, dass sie die Übertragung absolut unterbinden. Es ist möglich, dass sie sie etwas reduzieren, was also bedeutet, wir können mit den Impfstoffen nicht das erzielen, was wir immer als Herdenimmunität bezeichnen, sondern wir können nur einen individuellen Schutz erzeugen. Das heißt, jeder, der sich impfen lässt, wird einen persönlichen Schutz haben, aber das wird keinen Einfluss auf die Epidemiologie der Erkrankung haben. Können Covid-19-Impfstoffe Nebenwirkungen verursachen? Ja, die Impfstoffe gegen Covid-19 können Nebenwirkungen hervorrufen. Weit häufiger sind jedoch Impfreaktionen und die sind laut Medizinern per se kein schlechtes Zeichen. Solche Symptome zeigen, dass das Immunsystem aktiv wird. Ich glaube, man muss einmal prinzipiell unterscheiden zwischen Impfreaktionen und echten Nebenwirkungen. Impfreaktionen sind lästige Begleiterscheinungen der Immunreaktion auf eine Impfung, die zwar unangenehm sind, aber nicht gesundheitsschädlich sind. Und die sind sehr häufig bei dieser Art von Impfstoffen. Das heißt, man muss damit rechnen, dass einem der Arm wehtut, dass man sich vielleicht ein, zwei Tage ein bisschen unwohl fühlt, dass man unter Umständen ein bisschen Fieber bekommt oder müde ist. Also das sind alles Dinge, die aber unter Anführungszeichen normal sind. Echte, schwerwiegende Nebenwirkungen wurden in den bisherigen Zulassungsstudien nicht beobachtet, was bedeutet, dass wir letztlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000 schwere Nebenwirkungen ausschließen können. Ganz seltene, schwere Nebenwirkungen kann man zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht ausschließen. Deswegen müssen nach der Zulassung alle Nebenwirkungen genau aufgezeichnet werden, so Kolaritsch. Kann ich wählen, welchen Impfstoff ich bekomme? Eine Wahlmöglichkeit wird es nicht geben. Die Auswahl hängt von einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren ab. Die Lagerung sowie die Verfügbarkeit der Impfstoffkandidaten kann eine Rolle spielen. Bis zu 94,5% wirksam sollen die drei Spitzenkandidaten der Corona-Impfstoffe sein. Können Personen, die bereits eine Covid-19-Infektion hatten, geimpft werden? Infiziert man sich mit dem Coronavirus, aktiviert der Körper seine Immunantwort. Gleiches gilt für eine Impfung. Ob jede Person solche schützenden Antikörper nach einer Infektion bildet oder nicht, ist in der Wissenschaft umstritten. Auch ob und wie lange man immun ist, ist nicht bekannt. Trotzdem gilt, allen Personen wird eine Impfung angeboten. Skepsis bei der Impfstoffzulassung? Viele Menschen sind aufgrund der schnellen Entwicklung des Impfstoffes verunsichert. Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt betont aber, was man immer wieder sagen muss, die Datenlage zu der Sicherheit und der Wirksamkeitsstudien, die sind ja nicht sozusagen verkürzt worden oder ausgelassen worden, sondern es sind die Abfolge der ganzen klinischen Studien sehr verbessert worden. Es sind teilweise Prozesse parallel gestartet worden und der tatsächliche Zeitgewinn in dem ganzen Prozess ist vor allem also die Prüfung seitens der Zulassungsbehörden auf der einen Seite und ganz am Anfang in der Produktion der Impfstoffe, weil sich hier Technologien anwenden ließen, die man eigentlich schon früher entwickelt hat. Es handelt sich also um logistische Verbesserungen. An den Testungen in den klinischen Studien sind keine Verkürzungen vorgenommen worden. Mehrere Impfstoffe befinden sich derzeit in einer entscheidenden Phase. Grundsätzlich sind die Corona-Impfungen in Österreich freiwillig und kostenlos. Eine Impfpflicht wird bislang ausgeschlossen. Zu der Frage, welche Maßnahmen aus epidemiologischer Sicht sinnvoll sind, war gestern Gerald Gartlehner von der Donau-Uni Krems zu Gast in der ZIP 2 bei Lou Lorenz-Dittelbacher.
Herr Professor Gadliner, die Zeichen stehen also offenbar auf weitere Verschärfungen. Brauchen wir diese Verschärfungen? Ja, die Zahlen sind in der Tat sehr besorgniserregend, vor allem deswegen, weil wir unmittelbar nach einem Lockdown stehen. Und wir müssen uns jetzt vorstellen, dass durch die Lockerungen, die wir jetzt haben, durch das vorweihnachtliche Shoppingverhalten der Bevölkerung, durch vermehrte Sozialkontakte, diese Zahlen weiter ansteigen werden. Und dann besteht natürlich die große Gefahr, dass wir ausgehend von diesem hohen Niveau wieder in ein starkes Wachstum kippen. Und dann haben wir relativ rasch wieder ein großes Problem, weil natürlich auch die Lage in den Spitälern noch relativ angespannt ist. Wir sind auf hohem Niveau, wir waren aber nie auf niedrigem in den letzten Wochen. Warum haben dieser Teil-Lockdown und dann der harte Lockdown nicht diese Auswirkungen gezeigt, die sich die Politik davon erhofft hat? Es spielen hier wahrscheinlich mehrere Faktoren zusammen. Wahrscheinlich war der Lockdown wirklich zu kurz. Er war auch nicht so hart wie der erste Lockdown. Man sieht das an den Bewegungsprofilen der Bevölkerung. Viel weniger waren im Homeoffice. Wahrscheinlich war die Bevölkerung auch weniger bereit, diese Maßnahmen mitzutragen. Und wir haben es auch trotz Lockdown nicht geschafft, die hohe Infektionsrate in den Alten- und Pflegeheimen zu reduzieren. Das ist immer noch ein sehr großes Problem. Die Personen über 75 haben derzeit die höchste Infektionsrate von allen Altersgruppen in Österreich. Bevor wir auf diese Gruppe noch mal zu sprechen kommen, die Frage: Sind Sie der Meinung, dass zu früh geöffnet wurde, dass wenn zum Beispiel Weihnachten nicht derart nah vor der Tür gestanden wäre, dass man dann eigentlich hätte sagen müssen, da hängen wir noch einmal Minimum 2, vielleicht sogar 3 Wochen an, wie es im Frühling schon der Fall war? Man kann nur spekulieren, aber ich denke, das wäre aus epidemiologischer Sicht ganz sicher sinnvoll gewesen. Dann schauen wir jetzt auf diese sogenannten vulnerablen Gruppen. Diese Gruppen zu schützen, also ältere Menschen, kranke Menschen, das war ja von Beginn der Pandemie, von März weg, das erklärte Ziel der Politik. Wenn wir jetzt auf die hohen Todeszahlen bei den über 75-Jährigen schauen, auf die sehr, sehr angespannte Situation in den Alters- und Pflegeheimen, man bedenke, dass das Bundesheer in der Steiermark sogar zur Hilfe kommen musste, muss man dann nicht sagen, dass der Schutz dieser Bevölkerungsgruppe eben nicht gelungen ist? Ja, also jeder Epidemieplan der Welt sagt, wenn man die Infektionen nicht eindämmen kann, dann muss man die vulnerablen Gruppen schützen. Und das haben wir einfach nicht geschafft. Das muss man zugeben. Das könnte man zum Beispiel durch Massentests, in diesem Fall wären Massentests wirklich sinnvoll, wenn Massentests in den Pflegeheimen, in den Altersheimen durchgeführt werden, wenn das Pflegepersonal regelmäßig alle 2-mal, 3-mal pro Woche getestet wird, wenn alle Besucher getestet werden und wenn man auch den Bewohnerinnen diese Schnelltests anbieten würde, dann, glaube ich, könnten wir das wirklich in den Griff bekommen. Das heißt aber im Umkehrschluss, mangelnde Tests in den Alters- und Pflegeheimen waren ein Versäumnis. Da hätte man Schlimmeres verhindern können. Ich würde es als Versäumnis sehen, ja. Zu den Massentests, da waren Sie ja immer ein Skeptiker. Sie haben gesagt, das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn, das kostet mehr, als es tatsächlich bringt. Nun wissen wir, dass der Name Massentest jetzt vielleicht nicht unbedingt der Treffende ist für das, was in den vergangenen Wochen passiert ist. 2 Millionen etwa haben sich testen lassen, das ist natürlich schon viel. Und muss man nicht auch dennoch bei aller Skepsis sagen, jede Infektion, die aufgedeckt wird, ist gut und wertvoll? Ja, so kann man das sehen, aber Massentests, so wie sie durchgeführt wurden in Österreich, haben einfach keinen nachhaltigen Effekt. Und das sehen wir jetzt natürlich auch. Wir hatten gerade diese Massentests und trotzdem reden wir schon wieder über den nächsten Lockdown. In der Slowakei ist genau dieselbe Situation. Massentests sind nur dann sinnvoll, wenn sie regelmäßig gemacht werden, zum Beispiel einmal in der Woche. Und das geht über das gesamte Bundesgebiet natürlich nicht, aber das geht in Gruppen, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, zum Beispiel in Pflegeheimen oder Altersheimen. Und da würden Massentests sehr viel Sinn machen. Massentests würden auch viel Sinn machen, um eine Quarantäne zu vermeiden, zum Beispiel Kuchel. Statt Kuchel unter Quarantäne zu stellen, hätte man regelmäßig testen können. Alle, die positiv sind, müssen in Quarantäne. Alle, die sich nicht testen lassen, müssen in Quarantäne. Und alle, die negativ testen, können das normale Leben weiterführen. Jetzt ist in einer Woche Weihnachten. Wir haben vorhin gehört, die Schulen bleiben offen. 21., 22., 23. gehen zumindest die Pflichtschülerinnen und Schüler noch in die Schule. Wenn die dann am Tag drauf, am 24., die Großeltern treffen, sind Tests da aus Ihrer Sicht sinnvoll? Sollten die Kinder sinnvollerweise am 22., 23. getestet werden?
Die Schnelltests, die es gibt und die von den Ländern auch zur Verfügung gestellt werden, von manchen Ländern, sind sehr sinnvoll. Vor allem, wenn man ältere Verwandte besucht oder Personen, die ein erhöhtes Risiko haben, schwer zu erkranken bei einer Infektion. Wenn man sich da am selben Tag testen lässt, dann kann man das Risiko, dass man jetzt selbst jemand ansteckt, wirklich sehr stark minimieren. Also das macht sehr viel Sinn. Davon abgesehen, nicht alles, was erlaubt ist, sollte man im Leben auch immer machen. Wir wissen, am 24. und 25. Dezember darf man bis zu 9 weitere Personen treffen. Aber sollte man das aus epidemiologischer Sicht auch ausschöpfen? Ich würde es nicht ausschöpfen. Ich finde, 10 Personen aus 10 Haushalten ist einfach zu viel. Da könnte fast eine gesamte Fußballmannschaft gemeinsam feiern. Und da besteht natürlich ein sehr hohes Infektionsrisiko. Also besser im kleinen Kreis zu feiern und sich auf eine größere Feier 2021 zu freuen. Wenn man in den vergangenen Wochen, Monaten gefragt hat, wann hat denn das endlich ein Ende, dieses Aufmachen, Zumachen, diese Einschränkung des täglichen Lebens, andere Menschen nicht treffen zu dürfen, nicht umarmen zu dürfen, immer diesen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dann war immer die Antwort, bis es eine Impfung gibt. Nun gibt es am 27. Dezember diese Impfung. Wie lange müssen wir denn das trotzdem alle noch so weitermachen? Wann wird diese Impfung den Effekt zeigen, den wir uns alle wünschen? Ja, ich denke, die Impfung ist unser einziger Weg zurück in ein normales Leben. Das wird aber nicht sofort sein, sondern wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte von 2021. Das, was wir hoffentlich erreichen werden mit einer Impfung, ist, dass wir die ältere Bevölkerung, die vulnerablen Gruppen, relativ rasch durchimpfen und es dadurch auch zu einer Entlastung der Spitäler kommt, weil das sind die Personen, die dann häufig schwere Verläufe haben und Spitalsaufnahme brauchen. Aber Covid, Corona wird uns wahrscheinlich schon noch ein Stück 2021 begleiten. Das Stück ist Ihrer Meinung nach wie lang? Auf jeden Fall bis Herbst, würde ich schätzen. Kommen wir jetzt ins Ausland. In den USA steht eine zweite Corona-Impfung kurz vor der Zulassung. Und der designierte US-Präsident Joe Biden will erstmals eine indigene Frau zur Ministerin machen. Das und mehr sehen Sie jetzt in unserer internationalen Meldungsübersicht. Nach dem Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer steht in den USA jetzt auch ein zweiter Wirkstoff vor der Zulassung. Die zuständige Behörde spricht sich für eine Notfallgenehmigung für den Corona-Impfstoff des Konzerns Moderna aus. Damit dürfte der zweite Corona-Impfstoff in den nächsten Tagen zugelassen und bereits nächste Woche zum Einsatz kommen. Auch die EU-Arzneimittelbehörde in Amsterdam will am 6. Jänner über das Vakzin von Moderna beraten. Der designierte US-Präsident Joe Biden soll die Abgeordnete Deb Haaland laut Medienberichten zur Innenministerin machen. Sie ist damit die erste amerikanische Ureinwohnerin in einem Ministeramt in der US-Geschichte. Biden hat versprochen, ein Kabinett zusammenzustellen, das die Vielfalt der US-Gesellschaft widerspiegelt. Die 10 Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt sorgen noch dazu in Kombination mit der Corona-Pandemie zunehmend für Probleme im Frachtgeschäft. Seit Wochen verstopft ein Containerstau die britischen Häfen. Denn viele Unternehmen versuchen vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember ihre Lagerbestände aufzufüllen. Enorme Verzögerungen sind mittlerweile die Regel und treiben die Transportkosten in die Höhe. Mehr als 300 Schüler, die von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram im Norden Nigerias entführt worden sind, sind wieder frei. Noch ist aber unklar, ob alle Entführten freigelassen worden sind oder sich ein Teil von ihnen noch in der Gewalt der Entführer befindet. Die Terrorgruppe Boko Haram kämpft seit 2009 gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaates im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. In den vergangenen Wochen kommt es immer wieder zu Überfällen. Und damit zurück ins Inland. Gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler ist heute die grüne Justizministerin Alma Sadic vor die Presse getreten. Sie zog Bilanz über das erste Jahr ihrer Amtszeit. In wenigen Wochen wird sie sich dann in eine kurze Babypause verabschieden. Sichtlich zufrieden wirkte heute Justizministerin Alma Sadic. Sie zog Bilanz über die ersten Monate ihrer Amtszeit. Besonders stolz sei sie auf den Kampf gegen Hass im Netz sowie deutlich erhöhte Budgets für die österreichische Justiz.
Zadic erwartet Anfang Jänner ihr erstes Kind und wird für eine Dauer von 6 bis 8 Wochen ihr Amt an Vizekanzler Werner Kogler übergeben. Das große Ziel, das ich mir bei Amtsantritt auch gesetzt habe, war, Recht für alle Menschen zugänglicher zu machen, die Justiz für alle Menschen zugänglicher zu machen. Und mit diesem Gesetzespaket ist uns das ein Schritt weit gelungen. Ich freue mich sehr, dass wir vielen, vielen Menschen, vielen Frauen, jungen Mädchen, Menschen, die von Hass und Hetze betroffen sind, hier eine Unterstützung bieten können. Zweites wichtiges Thema, das bei meiner Amtszeit angestanden ist, war das ganz große Thema des stillen Todes der Justiz. Zu Recht sind Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, alle in der Justiz Tätigen aufgestanden und haben laut nach dem stillen Tod der Justiz, haben laut gerufen, dass der stille Tod der Justiz auf uns hereinbrechen konnte. Daher war es mir ein wichtiges Ziel und da bin ich auch dem Vizekanzler dankbar, dass er dieses wichtige Ziel unterstützt hat, in den Budgetverhandlungen für die Justiz eine Trendwende zu erzielen. Gemeinsam haben wir auch in den Budgetverhandlungen es geschafft, diese Trendwende für die Justiz zu erzielen, indem wir letztes Jahr endlich das notwendige Budget bekommen haben, um die aufrechten Geschäfte auch machen zu können. Und fürs nächste Jahr haben wir auch endlich die Möglichkeit bekommen, Projekte umzusetzen. Wir haben mit dem Projekt Justiz Online, das auch angelehnt ist an Finanz Online, eine Plattform geschaffen, die den Menschen digital die Möglichkeit gibt, in Akten Einsicht zu nehmen, digital die Möglichkeit gibt, Grundbuchsauszüge, Firmenbuchsauszüge möglichst kostengünstig zu erhalten, möglichst schnell zu erhalten. Und das werden wir auch weiter ausbauen. Und vor kurzem haben wir auch, angesichts des Terroranschlags, haben wir auch einen ersten Teil des Terrorpakets verabschiedet, weil wir natürlich auch in der Bundesregierung, aber auch ich in der Justiz, unabhängig vom Terroranschlag mir sehr wohl die Frage gestellt habe, was können wir machen, welche Maßnahmen können wir setzen, um in Zukunft besser auf solche Gefahren reagieren zu können. Und da war es mir als Justizministerin besonders wichtig, dass egal welche Maßnahmen wir setzen, dass sie wirksam den Terror bekämpfen, dass sie unsere Grundrechte wahren, dass unsere Verfassungsrechte wahren und dass liberale Freiheiten nicht eingeschränkt werden. Justizpolitik ist für mich auch Gesellschaftspolitik und soll für alle Menschen auch da sein. Und daher auch der große Fokus auf den Zugang zu Recht, vereinfachten und unbürokratischen Zugang zu Recht. Wir haben es schon angekündigt und werden das im nächsten Jahr intensiv verfolgen, nämlich die Reform des Korruptionsstrafrechts, sei es um den Mandatskauf oder um das Versprechen, dass man eine Leistung bekommt, wenn man dann später mal im Amt ist. Also wir haben uns das Korruptionsstrafrecht angeschaut und wollen hier auch Lücken schließen. Und das zweite große Thema, und deswegen stehen wir auch gemeinsam da, ist natürlich die Informationsfreiheit, die wir angefangen haben, die wir natürlich in Regierungsprogramm reingeschrieben haben, weil es uns ein ganz ein großes Anliegen ist, endlich die Amtsverschwiegenheit aus der Verfassung zu streichen und das Recht auf Information in der Verfassung zu verankern. Der Herr Vizekanzler, und da bin ich sehr, sehr dankbar, hat sich bereit erklärt, auch meine Vertretung zu übernehmen. Und ich freue mich sehr, danke Herr Vizekanzler, danke Werner, dass du meine Vertretung in dieser Abwesenheit übernehmen wirst. Die Vertretung geht ab der Geburt quasi los und wird bis 6 bis 8 Wochen werde ich abwesend sein, um mich voll und ganz und liebevoll um das kleine Baby zu kümmern. Also ich bin schon sehr aufgeregt, wie Sie auch mir entnehmen können, freue mich auch wahnsinnig auf dieses unglaubliche Geschenk, das uns gemacht wurde und bin schon auch sehr neugierig, wann das denn tatsächlich losgeht. Ja, liebe geschätzte Alma, es ist eine Vertretungsregelung,
ich werde sozusagen vorübergehend die Staffel übernehmen. Es ist ein Akt zwischen der Frau Justizministerin und mir. Wir werden diese Vertretungsregelung genauso ausfüllen und unterzeichnen. Und davon haben wir in Kenntnis zu setzen, den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Bundespräsidenten. Und genauso wird es geschehen. Ich glaube, Alma Sadic ist es gelungen, in wenigen Monaten eigentlich tatsächlich die Rolle einer Hüterin von Menschenrechtskonformität bei allen Maßnahmen, die kommen, die sind ja nicht immer leicht. Es wurde ja auch das Antiterrorpaket angesprochen. Für Grundrechte, für Verfassungskonformität, das ist ja nicht selbstverständlich in der Republik. Ja, wenn wir uns anschauen, die Halbwertszeit von Gesetzen, die hier früher schon aufgehoben wurden, ist das beachtlich. Und zumindest was die Gesetzesvorlagen betrifft, wird da ganz genau drauf geschaut, dass das entsprechend verbessert wird. Also vielen Dank dafür. Und persönlich noch, ich habe ja eingangs des Jahres bei der Vorstellung der Ministerinnen und der Minister gesagt, dass wir Grüne besonders stolz sind, dass Alma Sadic mit ihrer Geschichte Justizministerin in Österreich werden kann. Das ist ein Ausweis für die Republik, für diese Koalition, aber auch für die Grünen. Immerhin. Immerhin. Und ich weiß ganz genau, wie viele Gespräche wir geführt haben, dass du zu den Grünen gekommen bist. Und ich denke, es hat sich gelohnt. Also Hut ab, Hut ab. Und was noch dazu kommt, denke ich jetzt, dass du, liebe Alma, auch mit deiner Geschichte, mit deiner Karriere in mehrfacher Hinsicht Vorbild bist, aber auch für Mädchen und Frauen. Und das will ich gar nicht länger ausführen. Es ist ja richtig, es haben nicht alle dann die Situation, so wie wir, entsprechend Mehrfachbelastungen aufzuteilen. Aber so wie du das machst, wie ihr das macht, der Sascha und du, das ist schon auch vorbildlich. Nach Werner Kogler und Alma Sadic hat sich heute noch eine grüne Ministerin zu Wort gemeldet, Leonore Gewessler. Die Klimaschutzministerin hat heute Josef Aschbacher, den designierten Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, vorgestellt. Dabei ist es auch um die Bedeutung der Weltraumforschung für den Klimaschutz gegangen. Der Tiroler Geophysiker Josef Aschbacher ist am Donnerstag als erster Österreicher zum Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA bestellt worden. Seine Faszination für den Weltraum hat er bereits in jungen Jahren entdeckt. Es hat mich immer fasziniert, wie denn jemand auf den Mond fliegen kann, dort landen kann, Fuß fassen und wieder zurückkommen. Und ich habe das nie verstanden. Ich war damals 7 Jahre alt, als das passiert ist, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond spaziert sind. Und ich habe das nie verstehen können, wie denn sowas möglich ist. Und es hat mich wirklich getrieben. Und es war eine Neugier, die in mir drinnen war. Und ich wollte das einfach verstehen und aus mir heraus einfach mehr lernen. Der 58-Jährige arbeitet seit 1989 bei der Weltraumbehörde und verantwortet dort derzeit das Erdbeobachtungsprogramm. Die Daten daraus sind auch für den Klimaschutz relevant, wie die auch für Weltraumforschung zuständige Ministerin Leonore Gewessler darstellt. Von unseren Investitionen in die ESA-Programme fließen im Durchschnitt rund 10 Millionen Euro pro Jahr in die Erdbeobachtungsaktivitäten. Und dieses Geld hilft uns auch im Kampf gegen die Klimakrise. Denn Satelliten im All liefern uns Daten über unsere Erde, die wir sonst nicht bekommen könnten. Die Hagelversicherung gehört zu den Pionieren bei der Verwendung von Kopernikus-Daten und sie stellen damit satellitengeschütztes Monitoring für Agrarflächen auch ihren Kunden und Kundinnen zur Verfügung. Und auch beim Verbund kommen Kopernikus-Daten zum Einsatz, und zwar zur Berechnung von Schneeschmelze, Wasserstand und damit den Auswirkungen auf die Energieerzeugung in Flusskraftwerken. Und da ist wirklich der Anknüpfungspunkt, den Frau Bundesminister vorhin erwähnt hat, dass die Weltraumtechnologie wahnsinnig viel für unseren Planeten macht. Und es klingt vielleicht etwas anmaßend, dass wir wirklich helfen, die Information zu liefern, die notwendig ist für Entscheidungsträger, für Politiker, aber auch für den Bürger, um zu verstehen, was passiert auf unserem Planeten, wie funktioniert unser Planet und wie kann man die Zusammenhänge besser verstehen und dadurch auch bessere Vorhersagen machen, was das Klima betrifft. Im Juli 2021 löst Aschbacher dann den bisherigen ESA-Chef Jan Wörner ab.
Erstmals seit 40 Jahren steht der Europäischen Weltraumorganisation damit jemand aus einem kleinen Mitgliedstaat vor. Groß sind aber die Pläne und Visionen von Aschbacher. Wie ich vorhin gesagt habe, wird Weltraum in erster Linie mit Amerika und China in Verbindung gebracht, nicht immer mit Europa. Ich will die ESA wirklich auf das Niveau auch der NASA heben und Weltraum in Europa, und das ist nicht nur in der ESA als Europäische Weltraumagentur, gemeinsam mit der Europäischen Kommission, mit der ich sehr gut zusammenarbeite, eine Faszination erzeugen, aber wirklich auch Projekte zu erzeugen, sogenannte Flagship-Programme, die groß sind in der Größe von Galileo und Copernicus, um Europa wirklich auf die nächste Stufe zu bringen. Nähere Details dazu will Aschbacher dann im Juli bekannt geben. Einen etwas anderen Rückblick auf das jetzt schon historische Jahr 2020 hat Rudolf Anschober gestern im Gespräch mit Ingrid Thurnherr gegeben. In der ORF3-Sendung Politik Live spricht er über den Umgang mit einer einzigartigen Krise und über einen politischen Grenzgang im Kampf gegen das Virus. Ein paar Ausschnitte aus dem Gespräch sehen wir jetzt. Starten Sie mir gleich zu Beginn einen Blick zurück am 25. Februar. Dieses Datum ist Ihnen wahrscheinlich so geläufig wie mir. Ich habe schon die ersten Bilder jetzt vor mir. Kann ich mir gut vorstellen. Sind die ersten beiden Corona-Infektionen in Österreich entdeckt worden? Sie haben den Kampf gegen die Pandemie schon öfter mit einem Marathon verglichen. Die Marathondistanz, die sind, wie wir alle wissen, 42,195 Kilometer. Ihrer Einschätzung nach, wo auf dieser Strecke sind wir mittlerweile ungefähr? Große Frage. Ich bin ja selbst Marathon gelaufen und sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man in Form ist. Wirkt die Strecke enorm lange oder es geht relativ flott dahin? Also so rein vom Bauchgefühl her würde ich sagen, wir sind irgendwo bei Kilometer 30. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass damals Züge am Brenner aufgehalten worden sind, weil man Angst gehabt hat, das Virus aus Italien einzuschleppen. Zur gleichen Zeit sind völlig ungehindert Direktflüge aus China in Schwechat gelandet und niemanden hat es gekümmert. Hat man da überhaupt schon die Ahnung gehabt, was da auf uns zukommt? Es kommt darauf an, von welchem Zeithorizont wir jetzt reden. Ich kann mich erinnern, wie ich in diese Funktion kommen durfte als Gesundheits- und Sozialminister. Das war der 7. Jänner. Damals hat es im ORF ein paar Tage davor vom Josef Dollinger aus Peking die ersten Berichte gegeben über die Pandemie. Und ich kenne und mag den Kollegen Dollinger und habe mir gedacht, na, jetzt hat er wahrscheinlich übertrieben. Das war so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe als Medienkonsument, da ist wahrscheinlich wenig los in den Neujahrstagen, da kriegst du mehr Sendezeit und da musst du ein bisschen üppiger gestalten. Wir haben dann in den ersten Arbeitstagen bei uns im Ressort die ersten Fachexpertinnen und Fachexperten gefragt und die haben gesagt, na, ganz schwer zu sagen in dieser Anfangsphase, bleibt das eine regionale Epidemie, so wie viele, oder wird das etwas, was auch für uns in Europa relevant ist? Dann hat es keine 3 Wochen mehr, 2,5 Wochen eigentlich ab dem Zeitpunkt nur mehr gedauert. Da hat die Bundesregierung beschlossen, quasi ganz Österreich zuzusperren. Das ist also unglaublich eigentlich. Von dem Zeitpunkt, als Sie gesagt haben, nur keine Panik, bis zum ersten Lockdown 2,5 Wochen. Ja. Und man versucht sich immer vorzustellen, wie die politische Entscheidung getroffen worden ist. Das waren doch nie dagewesene Maßnahmen, die man in diesem Land und vielen anderen noch nie gekannt hat. Alles sperrt zu. Wie ist dieser Diskussionsprozess gelaufen? Wäre jetzt eine lange Geschichte. Ich bin jetzt selbst überrascht, dass das so schnell gegangen ist in Wirklichkeit, wenn man zurückschaut. Wenn man mittendrin ist in diesem Prozess, sind das ja extrem lange Tage, extrem weite Entwicklungen, große Distanzen, die man sozusagen in der Meinungsentwicklung auch geht. Und wir haben in der Regierung sehr viel zu zweit und zu viert gesprochen in der Phase. Bundeskanzler hat eher so den Zugang gehabt in der Phase, dass er andere Staatschefs auf internationaler Ebene kontaktiert, wo wir gewusst haben, okay, die haben schon mehr Erfahrung, die sind schon unmittelbarer konfrontiert gewesen wie wir und die sind ganz gut unterwegs gewesen. Dann haben wir eine Schockwoche gehabt. Die Schockwoche hatte einen Namen, nämlich Ischgl. Eigenverantwortung ist mir schon sympathisch, muss ich ganz offen sagen. Also in einer Gesellschaft zu leben, wo Menschen freiwillig aus eigener Vernunft sozusagen mitmachen und sagen, okay, das verstehe ich jetzt, was ihr sagt und ich will meinen Beitrag leisten, das wäre doch eigentlich das Schönste. Also natürlich wäre mir das angenehm, dass das in der Realität nicht bei 100% einer Bevölkerung umsetzbar ist, das wissen wir. Ja? Das ist die Realität, das war auch mir klar. Was uns vielleicht, den Sebastian Kurz und mich unterscheidet, neben anderen Punkten, aber in dieser Frage, die Sie ansprechen,
Bundeskanzler ist schon ein schneller Entscheider. Und ich bin eher derjenige, der sich da lieber zwei Tage Zeit nimmt und das noch einmal überschläft und gut überlegt. Und wir kommen da aber immer in dieser Ergänzung zu recht guten Entscheidungen gemeinsam. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist ja auch bekannt geworden, dass ich dann, wenn Fehler bei uns passiert sind, das auch ehrlich gesagt habe. Ich glaube, das gehört auch zu einer neuen Kultur, gerade auch in einer Krisensituation. Das ist wichtig insgesamt in der Politik. Niemanden gibt es, der perfekt ist. Jeder macht in so einer extremen Belastungssituation mit einer extremen Verantwortung auch Fehler. Daraus muss man lernen, das ist das Entscheidende. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, naja, wir haben ja immer dann auch Erfahrungen zusätzlich dazu gekriegt. Die Entscheidung über den Mund-Nasen-Schutz, so Anfang Mai in meiner Erinnerung, war dann schon in einer Phase, wo es eine neue Studie in Hongkong gegeben hat, die erstmals sehr klar dokumentiert hat, dass es eine massive Risikoreduktion durch den Mund-Nasen-Schutz gibt. Ich habe dann in unserem Beraterstab die Leute damit konfrontiert. Ich habe ja auch natürlich das nicht selbst entdeckt, sondern auch von jemandem aus dem Beraterstab in die Hand gekriegt, diese Studie. Und das ist dann schon mehrheitlich beachtet worden. Und genau in der Phase, auf Basis dieser Studie, hat die Weltgesundheitsorganisation ihre Position verändert. Das heißt, das ist dann schon Mainstream der Einstellung geworden. Und diese Schilderung und unser Gespräch zeigt ja, dass wir nicht alleine gesucht haben nach der Wahrheit und nach den besten Rezepten zur Bekämpfung der Pandemie, sondern dass es eigentlich ein weltweites Suchen ist. Wie würden Sie denn die Krisenkommunikation der Regierung bis jetzt so benoten? Schauen Sie, ich bin von meiner Persönlichkeit ein zutiefst positiv denkender Mensch. Das hat mir auch in dieser Krise ziemlich geholfen. Auch wenn ich da manchmal dann auch jetzt im Nachhinein zitiert wäre mit Einschätzungen aus den Archiven herausgegraben, die dann nicht hundertprozentig eingetroffen sind. Aber auch habt keine Panik, zum Beispiel, wie Sie am Beginn gesagt haben, so die erste Aussage aus der APA. Ja, ich stehe dazu. Ich finde, wenn wir uns verstecken, wenn wir uns fürchten und wenn wir Panik haben, das ist das schlechteste Rezept. Und man muss aus meiner Sicht den Glauben daran haben, das ist halt nach so vielen Monaten schon schwieriger für viele, auch für mich persönlich, ganz offen gesagt, dass das gut ausgeht und dass es bald auch gut ausgeht. Dass es eine Perspektive gibt, auf die man hoffen kann, wo man hinarbeiten kann sozusagen. Und beim Krisenmanagement, ich glaube, dass es am Beginn in den ersten Monaten sehr gut war, da gemeinsam aufzutreten, eine gewisse Kontinuität und Routine zu haben. Ich weiß, dass das schon vielen dann ziemlich auf die Nerven gegangen ist nach einiger Zeit, nach Monaten. Manche haben schon mitgezählt und Strichel gemacht, wie viel die Pressekonferenz ist dann. Es gibt keine zwei Welten. Es gibt einen Planeten, für den kämpfen wir, und das ist die Bekämpfung der Klimakrise. Und das ist die Haupt- und Urmotivation, nicht die einzige, aber die Urmotivation der Grünen, in diese Koalition gegangen zu sein. Und da haben wir in den letzten Monaten mit einer tollen Klimaschutzministerin, Leonore Gewessler, viel, viel, viel zustande gebracht in einem Land, das eigentlich ziemlich Schlusslicht international in Europa gewesen ist, zumindest was den Klimaschutz betrifft. Dieser politische Unterhaltungswert, wer ist da jetzt ein bisschen profilierter und wer ist in den Umfragen 2% besser oder schlechter? Ganz offen gesagt, in einer Pandemie, der schwersten Pandemie seit 100 Jahren, ist mir das restlos gleichgültig. Jetzt hat eine Regierung einen Job, einen Auftrag, nämlich zu handeln und nach bestem Wissen und Gewissen dieses Land durch die Krise zu bringen. Damit kommen wir noch einmal zu dem Thema, über das heute allerorts spekuliert wird, einem dritten Lockdown. Gerade erst hat die Regierung den zweiten Lockdown ein wenig entschärft. Da stehen uns offenbar schon wieder strengere Maßnahmen bevor. Nach den Weihnachtsfeiertagen könnte es soweit sein. Noch heute treffen sich Bundesregierung und die Landeshauptleute, um eine Entscheidung zu fällen. Philipp Maywald berichtet. Bis zu den Weihnachtsfeiertagen wird wohl alles bleiben, wie es ist. Danach, ab dem 26. Dezember, könnte es aber zu weiteren Verschärfungen bis hin zu einem dritten Lockdown kommen. Darüber soll heute Nachmittag bei einem Treffen zwischen den Landeshauptleuten und der Bundesregierung entschieden werden. Zu heftigen Meinungsverschiedenheiten dürften die Ideen der Bundesregierung führen, die Skigebiete auch nach dem 24. noch geschlossen zu halten. Das Problem? Die Zahl der Neuinfektionen wie auch die Zahl der Toten, beide sind nach wie vor zu hoch. Dementsprechend deutlich sind auch die Warnungen aus den Spitälern. Tatsächlich wäre es mein Appell, dass man jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage
diese, speziell diese Weihnachten als eine Ausnahme ansieht und akzeptiert und tatsächlich sich so gut es wie nur irgendwie möglich ist, zurückhält mit den sozialen Kontakten. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach sich zuletzt für eine Weihnachtsruhe für den Handel aus. In dem Falle sollte zwischen dem 24. und dem 6. Jänner der Handel aus meiner Sicht für wenige Tage zwischen den Feiertagen, Neujahr und dem 6. Jänner geschlossen bleiben. Eine neue Studie aus der Universität Oxford kommt zu dem Schluss, dass ein Versammlungsverbot von mehr als 10 Personen sowie das Schließen von Schulen und Universitäten zu den effektivsten Maßnahmen zählen. Sie hätten Anfang dieses Jahres den größten Einfluss auf die Eindämmung der Pandemie gehabt. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil forderte einen harten Lockdown. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober war gestern jedenfalls eines klar. Das ist nach wie vor eine dramatische Überbelastung der intensivmedizinischen Kapazitäten. Von einer Entspannung im eigentlichen Sinn können wir nicht reden. Heute Nachmittag um 15 Uhr soll das Treffen stattfinden. Eine Entscheidung wird wohl bei dem anschließenden Pressetermin bekannt gegeben werden. Wir erwarten diese Entscheidung mit großer Spannung. Ingrid Thurner, der Gesundheitsminister, hat im Interview bei Politik Live noch gesagt, er würde einen weiteren Lockdown nicht ausschließen. Und jetzt scheint es wirklich dazu zu kommen, oder? Ja, sieht ganz so aus. Und der könnte auch möglicherweise viel länger dauern, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Denn eigentlich sind alle davon ausgegangen, beim dritten Lockdown, ja gut, also über die Weihnachtsfeiertage, dann zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, zwischen Weihnachten und Silvester und dann vielleicht noch bis zum 6. Jänner. Und wenn es ganz lang hergeht, dann bis noch zum Wochenende darauf. Da hat es ja schon geheißen, da sollen die Schulen zumindest bis dorthin geschlossen bleiben. Und es soll dann zwischen 6. und 10. Jänner soll wieder eine neue Testung gemacht werden für Schülerinnen und Lehrerinnen, damit die dann am 11. Jänner einen sicheren Schulneustart irgendwie hinlegen können. Aber so wie es jetzt aussieht und wie es sich jetzt abzeichnet, könnte dieser Lockdown doch noch eine weitere Woche verlängert werden und viel härter ausfallen, als wir uns das jetzt vielleicht noch vorstellen. Aber wenn wir uns daran erinnern, wie lange wir gesprochen haben, könnte es einen zweiten Lockdown geben, dann haben wir das ausgeschlossen und jetzt werden da mit einer scheinbaren Nonchalance dritte, vierte Lockdowns schon in Betracht gezogen. Wie lange kann das denn noch so dahin gehen? Ja, solange die Infektionszahlen nicht dort sind, wo sie sein müssten. Und ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Also die Zahlen der letzten 24 Stunden, da haben wir wieder über 2000, nämlich 2080 ungefähr, Neuinfektionen. Es liegt die 7-Tages-Inzidenz immer noch deutlich über 200. Und es sind noch immer knapp 500 Patientinnen und Patienten in Intensivstationen. Und alle diese drei Faktoren zusammen legen nahe, das ist nicht gut. Und das sozusagen, nachdem gerade ein harter Lockdown ausgelaufen ist. Sicher, die Zahlen sind gesunken, aber nicht dorthin, wo man sich das gewünscht hat. Und wir wissen alle, zu Weihnachten werden sozusagen Regeln hin oder her. Viele Leute sich miteinander treffen und man befürchtet eben von den Weihnachtsfeiertagen, dass es da dann wieder einen starken Anstieg der Zahlen geben könnte. Und wenn sich der dann noch in der Bevölkerung verteilt, durch Handel, durch Skifahren, durch alles Mögliche, dann fürchtet man, dass man ja dann spätestens im Jänner das halt machen müsste, was man jetzt offenbar vorziehen möchte. Aber wie sich diese Infektionszahlen entwickeln, wie sie dann zu interpretieren sind und welche Folgen das nach sich ziehen soll, da sind sich Gesundheitsminister und Bundeskanzler nicht immer einig gewesen. Mhm. Im Gespräch mit dir, da hat Rudolf Anschober gemeint, die beiden würden sich gut ergänzen. Der eine bremst manchmal, dann steigt der andere wieder aufs Gaspedal. Aber können die wirklich so gut miteinander? Naja, ich glaube schon, es bleibt ihnen irgendwie nichts anderes übrig, als in dieser schwierigen, heiklen Situation miteinander zu arbeiten. Und auch heute werden sie wahrscheinlich einige Stunden miteinander verbracht haben, um diesen nächsten Lockdown vorzubereiten. Und sie haben sich da auch, glaube ich, also wenn das stimmt, was wir jetzt schon hören von den Verhandlerkreisen, auf eine ganz neue Maßnahme geeinigt. Und zwar, dass dieser Lockdown, wenn er denn nun kommt, nicht so endet wie die bisherigen Lockdowns, sondern dass man sich daraus freitesten muss. Und das bedeutet, wenn, so wie es jetzt ausschaut, am 18. Jänner dieser Lockdown endet, dann muss man einen Test machen und mit diesem Testergebnis, mit einem negativen Testergebnis, darf man dann so gut wie alles. Man darf ins Restaurant, man darf, vielleicht gibt es dann auch schon wieder Theater, Sportveranstaltungen, einkaufen gehen. Also das ist eine neue Qualität, das hatten wir bis jetzt noch nie. Damit sollen die Testungen auch angekurbelt werden. Es soll am Wochenende vor diesem Ende des Lockdowns, 16. 17. wieder einen groß angelegten
Massentest geben für ganz Österreich und mit diesem Testergebnis soll man dann diese neuen Freiheiten dann wieder genießen können. So heißt es derzeit aus dem Verhandlerkreis eine ganz neue Strategie, die vielleicht auch schon ein Vorgeschmack darauf ist, wie dann später mit den Impfen umgegangen werden könnte. Massentest, so nennt man das zumindest, ob es diesen Namen auch verdient, das wird man dann sehen. Muss man schauen. Also bis jetzt konnte man mit dem Ergebnis des ersten großen Massentests ja nicht wirklich zufrieden sein. Man hat gerechnet, die Hälfte bis zwei Drittel sollten kommen, gekommen ist ein Viertel. Also das war deutlich unter der Erwartung. Es ist möglich, dass jetzt sich viel mehr Menschen anmelden zu diesen Tests, weil sie Weihnachten mit der Familie verbringen wollen und sich sicher sein wollen, dass sie nicht ansteckend sind. Aber der nächste große Massentest dann 16. 17. Jänner, wenn alles stimmt, was wir bis jetzt hören. Vielleicht geschieht ja ein kleines Weihnachtswunder und mehr Menschen gehen zum zweiten Massentest. Vielen Dank, Ingrid Thurner, für die Analyse. Ja. Und jetzt, wie immer zum Schluss, Schluss unserer Sendung, ein Überblick über die wichtigsten Meldungen in einfacher Sprache. Die Impfungen gegen das Coronavirus starten in Österreich bereits am 27. Dezember. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz bekannt gegeben. Alle 27 Länder der Europäischen Union beginnen am gleichen Datum. Am Anfang sollten die Impfungen in Österreich im Jänner beginnen. Der Impfstoff wird jetzt aber schon am 21. Dezember zugelassen. Die deutsche Firma BioNTech und die US-Firma Pfizer haben den Impfstoff entwickelt. Im nächsten Jahr soll es aber noch andere Impfstoffe von verschiedenen Herstellern geben. Ältere Menschen, das Pflegepersonal und Menschen, die besonders gefährdet sind, sollen in Österreich zuerst geimpft werden. Forscher erwarten sich einen großen Nutzen von der Impfung. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker wünscht sich, dass der Profisport langsam wieder für Publikum offen ist. Er sagt, dass man Sportstätten früher öffnen kann, wenn man es klug angeht. Peter Hacker will auch, dass mehr Sport möglich ist. Die Vorschläge wurden aber von Sportminister Werner Kogler abgelehnt. Die Wiener Sängerknaben geben bekannt, dass sie das Pandemiejahr mit einem Online-Weihnachtskonzert aus dem Konzertsaal im Wiener Augartenpalais abschließen wollen. Alle vier Chöre werden bekannte Weihnachtslieder singen. Das Konzert ist von 19. bis 31. Dezember online verfügbar und soll dem berühmten Chor finanziell helfen. Und damit war's das von uns aus dem ORF 3 Aktuell Studio. Wir sind wieder am Montag für Sie da. Selbe Zeit, selbes Programm. Heute um 19.18 Uhr sehen Sie noch in Österreich heute die wichtigsten Nachrichten des Tages. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haben Sie ein schönes Wochenende. Bis Montag.